Lost in the silence, a podcast unknown. Movie compiled, a world of its own. Spinning tales of films with a unique lens, whispered voices, a love that transcends. In a crowded market where fame takes its toll, Movie by, shines with a different goal. Unheard, unseen, but the passion burns bright. Diving deep into movies with all their might. Okay, bei mir läuft's bei dir auch, sehe ich. Wunderbar. Du bist bereit? Ja. Okay, dann sind wir kurz durch und dann geht's los. Also ich fange natürlich an, sage einfach, stell dich kurz vor und du kennst es ja einfach so aus dem, aus dem Hintern gezogen, meine Einleitung, immer. <laughs> ja. Hallo meine Lieben, es ist soweit. Endlich gibt's wieder, und gar nicht, ist es ist gar nicht so lange her, seit der letzten Folge. Es gibt endlich wieder eine neue Folge vom Movie -Kompott. Und ich bin total glücklich, dass ich wieder den Arne, den RSN 8887, dafür gewinnen konnte, über was zu sprechen, was filmbezogenes. Arne, Mensch, wie geht's dir? Ja, hallo. Ja, mir geht's gut. Super. Ich freue mich, hier dabei sein zu können. Ja, und worum geht's heute? Es geht um Christopher ja. Nolan. Genau, Christopher Nolan, berühmter äh, Regisseur, ganze Menge, auch sehr unterschiedliche Filme gemacht. Ich glaube, elf oder zwölf sind es insgesamt. Ne? Und ja, der Typ ist wirklich, äh, finde ich, ein Phänomen. Also auch wenn ich nicht jeden seiner Filme super finde oder so, aber äh, ja, da gibt's einiges zu erzählen, würde ich sagen. Ja, wir haben auch einen interessanten Zeitpunkt für die Aufnahme äh, jetzt uns. Äh, Genommen war. Heute, ähm, am, am 14 2024, gab es tatsächlich ein nicht geglücktes Attentat auf Donald J. Trump, während er gerade im, äh, im, wie sagt man, im Kampf um die Präsidentschaft, um die nächste Präsidentschaft ist. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Hier wird es überhaupt nicht politisch. Ich wollte nur sagen, dass es gerade irgendwie heute passiert ist. Und darüber können wir noch ne? um äh, hier. hier in USA, ja. war es der 13. bei euch wahrscheinlich in Deutschland schon der 14. oder so, wegen Zeitverschiebung, ja. Ja, ja, genau. Ach so, ja, hier ist der 14. auf jeden Fall. Und ähm, was auch noch lustig ist, dass jetzt gerade, also jetzt, um, äh, wir, wir nehmen hier auf irgendwie so um halb neun und um neun, um 21 Uhr findet dann das Endspiel der Europameisterschaft im Fußball statt, ne, zwischen England und Spanien. Was mich aber nicht die Bohne interessiert, weil Deutschland schon im Viertelfinale ausgeschieden ist, gegen besagtes Spanien. Und ähm, aber auch das ist ein Fall für Fußballpodcast, das sind wir hier nicht. <laughs> <laughs> es es genau. ist einfach ein historisch interessanter Moment. Okay, kommen wir zurück. Christopher Nolan. Äh, der Typ ist geboren im Juli 1970, also ist er ein bisschen älter als ich, ungefähr ein Jahr älter als ich, also mein Alter ungefähr. Und das ist ganz interessant, was der alles schon auf die Reihe ge äh, äh, gestellt hat. Ähm, wir gehen mal wahrscheinlich wieder einfach chronologisch durch. Oder ich kann ja erst mal ein bisschen was erzählen, was ich weiß über Christopher Nolan. Ne? Ja. Also so ein paar interessante Details. Also er hat sich wirklich äh, hochgearbeitet. Er hat schon als Kind gewusst, irgendwie, dass er ähm, Regisseur werden will und hat schon ganz früh angefangen, selbst irgendwelche Sachen zu drehen. Ne? Und hat dann, in, hat dann sozusagen äh, sukzessive durch den Erfolg seiner Filme immer mehr Geld gehabt, sodass er äh, am Ende dann irgendwie wirklich sehr viele Freiheiten hatte und sehr viel Geld, um, um die Sachen zu verwirklichen, die ihn interessiert haben. Das finde ich ganz interessant bei ihm. Ne? Er hat bei fast allen seinen Filmen nicht nur Regie geführt, äh, sondern halt äh, in denen, wo er Regie geführt hat, auch bei bis auf Insomnia hat er bei allen F anderen Filmen das Drehbuch geschrieben, teilweise mit seinem Bruder zusammen oder oft mit seinem Bruder zusammen. Und er hat auch bis auf Insomnia und Memento hat er bei allen Filmen auch die Produktion geleitet, <laughs> tatsächlich. Also so ein, so ein Selfmade Man, der am liebsten alles unter Kontrolle haben will. Und er hat sich auch von Warner Bros., wo er ganz lange unter Vertrag war, zusichern lassen, dass er immer den finalen Schnitt für alle seine Filme hatte. Ist auch nicht unbedingt üblich. Und finde ich aber geil, weil dadurch sind die Filme tatsächlich, äh, ja, meiner Meinung nach auch nochmal ein bisschen besonderer als viele andere Sachen. Er hat ja so einen ganz bestimmten Stil, da kommen wir später auch noch drauf, ne, was er in allen seinen Filmen so macht. Und ähm, ja, das wollte ich erstmal erzählen über diesen Herrn Nolan und äh, auch seine Frau. Äh, jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein, aber er hat auch eine, eine Frau, die ihm auch immer bei all seinen Sachen hilft. Und irgendwie einer seiner... Söhne? Jetzt will ich mich jetzt nicht verquatschen, aber irgendwie aus seiner Familie sind andere auch im Filmgeschäft tätig. Auf jeden Fall sein Bruder, der ja auch Drehbuch schreibt und so. Und er ist aber auf jeden Fall Christopher Nolans, der berühmteste von den Nolans. <laughs> ja. Was war denn der erste Film, der von ihm im Kino erschien? Ne? Was war das? Äh, warte noch mal eben, ich wollte dich eben noch mal fragen, wie ja, bist du er. denn mit Christopher Nolan zuerst in Kontakt gekommen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Mit sowas sollte man auf jeden Fall beginnen, du hast vollkommen recht. Lass mich mal kurz, ich glaube, ich habe zuerst Memento gesehen ja. und war dann so begeistert davon, dass ich ähm, meinem Stil äh, üblicherweise ist es dann so, wenn ich was super Gutes sehe, dann gucke ich, was hat der Regisseur noch gedreht ne? und dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden und äh, habe dann sukzessive, ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge, dann auch alle an, fast alle anderen Sachen von ihm gesehen. Ja, also eigentlich alles. <laughs> ja, genau. Also bei mir war es auch Memento. Ich weiß, damals, mein Vater hatte damals die DVD oder so. Der und Film von 2000, ist, äh, genau, so Mega-Filmfreak und der hatte dann diese DVD zum Moment und dachte, oh, diesen Film, der ist der Hammer, den müssen wir jetzt gucken und so. Und der hat uns dann halt auch äh, dementsprechend weggeblasen und dadurch war ich dann auch auf diesen Namen aufmerksam geworden. Genau, damit ging es auch bei mir los. Aber äh, der erste Film, heute, den wir vielleicht besprechen sollten, ist wirklich sein allererster, The Following von 1998. Genau. Und das war noch so ein richtiger Indie-Film, ne? Den es, glaube ich auch in der Criterion Collection und so. Ja. Der ist auch nicht sehr lang, der ist nur 70 Minuten, eine Stunde zehn. Und der ist auch in Schwarz-Weiß, glaube ich. Das genau, ist der, der ist Schwarz-Weiß. Ja. Der einzige von seinen Filmen, den ich nicht, die ich nicht gesehen habe. Aber was ich weiß, ist, dass er Erstaunliche nur 6000 Dollar gekostet hat, der Film. Also wirklich eine super Low-Budget-Produktion. Und dass er aus äh, wahrscheinlich Geldmangel und auch anderen äh, hat er halt irgendwie teilweise bei sich zu Hause gedreht. Und auch seine äh, Eltern oder auch und, und Freunde hat er da besetzt, den Film. Und es ist eine lustige Parallele zu John Casavette, diesem berühmten Indie-Filmemacher aus den 70ern und 80ern, der halt auch so angefangen hat. Da erinnere ich mich auch, dass sein erster Film, den er richtig selbst gemacht hat, so ein Schwarz-Weiß-Film namens Faces, da hat er auch wirklich sein Haus für verpfändet und Geld aufgetrieben und Freunde und, und Mutter und, und, und so und, und, und Bekannte da irgendwie besetzt in dem Film und hat halt so auch an Hollywood vorbei halt einfach sein eigenes Ding machen können. Und die Sache, vielleicht ist er eher ein Vorbild gewesen, was das betrifft für Christopher Nolan. Auf jeden Fall hat ja. er mit dem Film seinen ersten Achtungserfolg gehabt, ne? Der erste Film, von dem der im Kino erschienen ist, und der dann wahrscheinlich auch so erfolgreich war, dass er dann genug Knete zusammenkratzen konnte, um dann irgendwie zwei, drei Jahre später Memento zu machen. Ja, und The Following, also, wovon der handelt, der das handelt von so einem Typen, der immer so Leute verfolgt, als Hobby genau. sozusagen aus Spaß, so ein ja, so ganz creepy eigentlich so richtig unheimlich, ne? Der latscht halt einfach Leuten auf der Straße so in der Stadt hin, hinterher ja, und schaut, was die Stalker. machen, wo geht die jetzt hin? Wie so ein Stalker, genau. Und der macht das dann auch bei einer Frau und so. Ne? Und der trifft dann einen, den er verfolgt, der ihn dann anspricht und sagt, hey, warum folgst du mir und so? Und dann stellt sich raus, dass dieser Typ ein Krimineller ist, der immer in Häuser, ein, in Wohnungen einbricht und da eigentlich auch fast nichts klaut, sondern nur immer so. So ein paar persönliche Sachen mitnimmt, ein paar Juwelen klaut und so. Und aber hauptsächlich sein Hobby von diesem Kriminellen ist halt, die Leute zu verstören, indem er deren Gegenstände irgendwo in, in der Wohnung hin und her schiebt oder ein Ohrring klaut und so, dass sich dann die Leute fragen, mhm. wo ist mein anderer Ohrring? Ja, also auch so ein ganz sein. witziger Typ, der einfach, der meint, er findet das Spaß, sich das Leben der Leute so zu beeinflussen durch seine Räubereien da, durch seine Diebstähle. Und dann tun die sich zusammen und ja, werden ein Team. Kommen dann irgendwie mit so Mafia, Mafiösen da, mit so, mit, mit so einer mafiösen Gruppe da irgendwie in Kontakt und dann ist das am Ende ja so ein bisschen Thriller-artig. Also der wird dann halt von allen verarscht und merkt das erst nicht. Sehr nett gemacht, ein kleiner Film halt so. Aber mir hat er gut gefallen. Ist jetzt vielleicht nichts, was man gesehen haben muss, aber schlecht ist es auch nicht. also Den werde ich mir auf jeden Fall irgendwann noch, auch noch mal reinziehen. Ich habe den halt nicht gefunden online, außer kaufbar. Und da hatte ich dann jetzt gerade keinen Bock, dafür jetzt auch noch Geld auszugeben und dachte mir, gut, das muss reichen. Du kennst alles andere von ihm. Du kannst auch durch Nichtwissen ein bisschen auffallen. Und Der, die Story war mir ja bekannt auch, ja. The Following es hat auch so ein bisschen was von Film Noir irgendwie so. Diese, diese Idee, dass diese Leute da so einsam sind, irgendwie auch mit ihrem Leben am Ende, also so total depris und dann halt versuchen, da irgendwas zu reißen so kleinkriminellenmäßig und so also ja und dann kommt auch natürlich gibt es die femme fatal natürlich die Frau auf die sie dann beide stehen und so ne und die sie dann ah, irgendwie total verarscht und so und dann immer raucht oder mit denen Sex hat und so also es hat so ein bisschen was Film-Noir-artiges. also mir hat es sehr gefallen aber muss man jetzt vielleicht nicht gesehen haben aber ein netter kleiner Film okay sehr interessant genau ja ähm, ja wenn wir nichts weiter zu dem sagen aber ich glaube das ist äh, so richtig interessant wird's beim ab dem nächsten Film glaube ich <laughs> Denn äh, der nächste Film, oder wolltest du noch was sagen dazu? Ich will dich nee. jetzt ja auch nicht abbrechen. Leider, ich, nein, nein, ich habe nichts mehr zu The Following. Ich würde auch sagen, jetzt kommen wir zu Memento. Memento aus dem Jahr 2000. Ein genialer Film, der auch als sein äh, kommerzieller Durchbruch gilt. Und ähm, das ist auch der erste Film, in dem wirklich bekannte Leute dann mitspielen. Ne? Also, er hat Guy Pearce in der Hauptrolle, der sehr toll ist. Also, der den Film trägt einfach. Carrie Ann Moss haben wir in dem Film. Und. Ähm, ja, ich gucke noch die anderen. Larry Holden sagt mir noch was. Und äh, die anderen sind halt nicht so bekannt, aber sind so zweite Reihe Schauspieler, die schon eine halbwegs bekannte Gesichter haben, meiner Meinung nach. Also die ich alle schon öfter gesehen hatte irgendwie so. Und ähm, ja, das ist ein interessanter Film. ne Also äh, soll ich mal kurz zur Story was sagen oder wolltest du das lieber machen? Nee, sag du. Okay, also M Memento total geile Story, finde ich. Also der Hauptdarsteller, Guy Pierce der diesen Leonard Shelby spielt, das ist ein Typ, äh, der hatte... Ein traumatisches Erlebnis in der Vergangenheit, nämlich ist er irgendwie zu Hause überfallen worden, seine Frau ist irgendwie getötet worden und er hat irgendwie äh, was abgekriegt, einen Schlag oder so und ist irgendwie seitdem äh, ist sein Kurzzeitgedächtnis gestört. Also alles über sich selbst und seine Vergangenheit weiß er alles noch und auch wie die meisten Sachen im Leben so funktionieren, da ist gar kein Problem. Alles was er gelernt hat kennt er noch. Aber er kann sich keine so neuen Sachen mehr merken. Ne? Alles, was er irgendwie äh, so ähm, erlebt, vergisst er nach ein paar Minuten immer wieder. Ne? Und ähm, ja, und der Film ist praktisch äh, rückwärts äh, gedreht. Also wirklich, der Film fängt mit dem Ende an, jemand wird erschossen irgendwie, und, und dann sieht man das, was davor passiert ist, dann sieht man das, was davor passiert ist, kriegt so einen, so einen Anschein von Wow, aha, oho, okay. Und dazwischen sind immer geschnitten so komische Szenen, wo er in seinem Zimmer sitzt irgendwie und mit irgendjemandem telefoniert und die Geschichte erzählt und um die es überhaupt geht. Ne? Also er erzählt dann, also, also er ist sozusagen auf der Suche nach dem, der seine Frau getötet hat. Ja, aber wie kann er denjenigen finden, wenn er immer wieder alles ver ver vergisst? Ne? Die Sache ist halt, dass er verschiedene Techniken entwickelt hat. Einmal tätowiert er sich selbst. Oder lässt sich tätowieren in Spiegelschrift, sodass er es das im Spiegel lesen kann, so, ja, suche den Mörder deiner Frau, so zum Beispiel groß auf seiner Brust oder so. Und verschiedene andere Sachen tätowiert er sich auf seinen Körper, damit er immer wieder irgendwie an irgendwas erinnert wird. Und dann hat er auch so Polaroid-Bilder, auf die er so verschiedene Sachen raufschreibt. Ne? So traue dem nicht und so, und glaub seinen Lügen nicht und äh, sie, sie wird dir helfen. Sie hat auch sowas durchgemacht. Ne? Und er, er glaubt, so den Überblick zu haben, aber in Wirklichkeit wird er die ganze Zeit von anderen Leuten irgendwie benutzt. Und, komplett verarscht, äh, mehr oder weniger genau ja. und, und es stellt sich immer mehr die Frage ob er überhaupt den richtigen äh, den Mörder seiner Frau überhaupt finden kann oder ob er die ganze Sache schon mal gemacht hat vielleicht und irgendjemand auf der Spur ist und, und dann ist ja auch noch Carrie Ann Moss ne, die so ankommt und die auch von ihm will, dass er irgendjemand umbringt und, und so tut als ob sie von jemandem irgendwie missbraucht und geschlagen wurde und man erfährt dann durch diese Rückwärtsbewegung äh, im Film, dass es eigentlich gar nicht so stimmt alles und dass sie ihn voll verarscht und, und, und der einzige, der Typ, der ihm irgendwie auf seiner Seite ist, ist so ein komischer, schmieriger Bulle. Und den bringt er aber ganz am Anfang des Films, beziehungsweise am Ende des Films eigentlich um. Und der erzählt ihm aber dann auch noch so, das stimmt alles nicht, das ist nicht der Richtige und so, und du hast das alles schon mal gemacht und so, du hast schon mal jemanden umgemacht. man weiß es am Endeffekt nicht. Ne? Das ist so cool, dieser Film, weil man den wirklich komplett erstmal gucken muss, um am Ende, am Anfang angekommen zu sein und zu begreifen, ja, was zu begreifen dass er eigentlich durch seine dumme Krankheit eigentlich gar keine Chance hat, irgendwie sein, sein Ziel Dass er nicht komplett verarscht wird. Oder sich auch selbst verarscht. Aber ja, das, genau. das, er macht ja dann auch so Sachen wie dass er auf einer, auf einem der Polaroid-Bilder dann was durchstreicht, ne, was er vorher hingeschrieben hat. Und dann merkt man schon so, oh, hier geht irgendwie alles den Bach runter. Jetzt hat er da einmal ja. was Falsches hingeschrieben und das wird jetzt nie wieder klar, weil das vergisst er ja dann immer wieder sofort. Ja, oder auch so, so Sachen, dass er auf so ein Polaroid draufschreibt. Als erstes schreibt er irgendwie drauf, als erstes sieht man alles, was er draufgeschrieben hat, ne. Ist zum Beispiel so, trau dem Typen nicht, glaub seinen Lügen nicht, er ist derjenige, bring ihn um, ne. Und dann sieht man, was davor passiert ist und warum er überhaupt bring ihn umgeschrieben hat. Und, und du denkst ja, so passiert also du so an Kopf. Nein, das ist alles das falsch. Ist und so. ist das ist falsch, das kann nicht <laughs> richtig sein. Aber aus dem, was er weiß in dem Moment, macht es durchaus Sinn. Ne? Und dann sieht man noch die Szene da vorher, wo er geschrieben hat, er ist derjenige so. Ne? Und dann weißt du, oh, das stimmt aber auch wieder alles nicht. Ja, genau, weil er dann aufschreibt, das ist der, den du suchst und so, und dann ist es doch nicht der. Also, ja, sag weiter. Genau, und das ist so cool. Da gibt es zum Beispiel eine, so eine richtig interessante Szene, wo sie zu ihm reinkommt so und, und sagt so, und sie ist offensichtlich irgendwie zusammengeschlagen worden und sie sagt so, ja, der hat es gemacht und so, der Typ und so, kannst du mir helfen? Und der hat mich irgendwie, äh, ja, der hat mich halt geschlagen und so. Und äh, ja, und dann siehst du, danach siehst du die Szene, die vorher passiert ist, wo sie zu ihm reinkommt und so und, und, und ihn richtig aufregt. Und ihm eigentlich erzählt, was sie für, was sie, was sie wirklich von ihm will. Und dann sagt sie, ja, aber du wirst es gleich wieder vergessen haben. Und guck mal hier in dem Raum, hier sind keine Stifte, du kannst dir nichts aufschreiben. Und er ist so wütend, dass er sie schlägt. Und sie geht dann einfach raus und wartet in ihrem Auto eine Weile, bis er das vergessen hat. Und er sucht verzweifelt nach einem Stift, um das irgendwie aufzuschreiben. Er äh, immer so, ich darf das nicht vergessen, ich darf das nicht vergessen und so. Aber dann hat er es doch vergessen und sie kommt wieder rein von ihm selbst verprügelt, aber sagt dann so, ja, der Typ hat mich verprügelt und, und stiftet ihn dazu an, irgendjemand anders dann umzubringen. Das ist so geil. Ja, genau, weil sie das weil sie ihm halt vortäuscht, dass diese Wunden von wem anders kommen, obwohl er sie gerade ja. eben geschlagen hat. Das hat er aber dann schon wieder vergessen, ja, Wahnsinn. Genau, und der Film ist bestimmt äh, äußerst langweilig, wenn man den in der richtigen Reihenfolge abspielen würde, aber, aber oder gar nicht so so aufregend oder so, aber durch dieses Rückwahr zusammengeschneide ist es total interessant, ja. Und das stellt sich ja dann auch raus, dass das so ein, so ein prägendes Stilelement von all seinen Filmen sein wird, ne? Also fast allen seinen Filmen. Die dass Zeit. Er immer, ja. Dass er immer die Zeit nimmt und hin und her springt und, und da ganz frei ist irgendwie, ne? Und die äh, Sache aus verschiedenen äh, Zeit- und Blickwinkeln zusammensetzt und dem Zuschauer auch einfach zutraut, so komplexere Zusammenhänge im Laufe des Films zu verstehen. Was ich mal ganz interessant finde, weil man wird halt echt nicht für doof verkauft bei ihm. Man muss echt ja, nachdenken. Ich finde, ja. ich fand das toll bei Memento, dass auch die Farbe benutzt wird, weil der Film, ja. das wird ja, also, der wird genau wie du sagst, rückwärts erzählt. Also, du siehst praktisch, je weiter du guckst, desto mehr siehst du Sachen in der Vergangenheit. Also, Genau, eine Szene, dann siehst du die Szene, die davor passiert ist. Und dann siehst du die Und es Szene, sind, die davor passiert ist. Was ich so Und dann toll find, du das alles so. Genau, was ich so toll finde, ist, dass diese Krankheit dadurch ja simuliert wird, ne? weil der Zuschauer, du hast das Gefühl, als genau. wärst du selber so krank, weil du immer diese Schnipsel siehst. genau Eine Szene ist immer genau so lang, wie er sich gerade erinnern kann. Und dann genau. sieht man aber das, was davor passiert ist. Das heißt, du als Zuschauer hast auch praktisch diesen Erinnerungsverlust, weil du siehst es immer genau. erst später, was dann passiert ist, ne? Dann siehst du die Szene davor und dann musst du das selber in deinem Kopf zusammensetzen so, ne? Genau. Ah ja, das passiert jetzt das heißt ja dann danach, was ich eben gesehen habe, war ja in der Zukunft, was ich jetzt sehe, ist in der Vergangenheit. Und dann genau. hangelst und dann du dich da so durch. Genau, auf Ebene noch in dem Film. Ist dir das noch aufgefallen? Also, der Film ist ja dadurch nun für ihn scheinbar noch nicht komplex genug. Nein, er erzählt auch noch eine zweite Ebene, also er ja. selber ist ja zwischendurch immer am Telefon, und erzählt jemanden die Geschichte von einem Typen, der irgendwie auch sein Gedächtnis verloren hat und dann wird er so untersucht und, 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 ähm, und die Frau will einfach nicht wahrhaben, dass es stimmt und die denkt, er verarscht sie. Und dann äh, braucht er immer so irgendwie äh, so Insulinspritzen. Und dann, äh, äh, nee, sie braucht Insulinspritzen. Er dann muss, er, sie sie ihm, traut ihm, dass sie ihm das Insulin spritzt, ja, genau. Genau, und dann, ein paar Minuten später sagt sie wieder zu ihm: Du, ich brauch mal Insulin. Und er so, hat es vergessen. Und er so: Ja, klar, hier kriegst du dein Insulin. Und sie kann es einfach nicht klarkriegen, dass er das wirklich vergessen hat, immer wieder. Und bis zum Schluss glaubt sie das nicht wirklich und, und lässt sich von ihm mit Insulin halt irgendwie ins Koma oder totspritzen oder so ne. Und am Ende kriegst du dann beim Film raus, es gibt diesen anderen Typen gar nicht, sondern es ging um ihn selbst. Oder genau. So, ne? Und, dann und hat er, er selbst hat es irgendwie von sich abgetrennt und hat gedacht, er erzählt die Story, die er irgendwo gehört hat von jemand anders, dabei erzählt er die ganze Zeit über sich selbst. Und irgendwann ist es so geil, er juckt sich die ganze Zeit an so einem frischen Tattoo rum, was noch so was noch so verdeckt und zugeklebt ist und telefoniert immer mit jemandem und irgendwann macht er dieses diese, diesen, dieses Pflaster ab und sieht auf dem Tattoo was auf seinem Arm da steht irgendwie äh, geh nicht ans Telefon oder telefonier nicht irgendwie so ne und dann auch so er äh, legt auf und dann was ist das überhaupt mit wem redet er überhaupt mit ne? wem erzählt er über diese diese ganze Story ne das ist äh, das bleibt dann auch so ein bisschen im dunkeln glaube ich mit wem er da überhaupt telefoniert oder oder ist es dieser Bulle ich glaube das ist der Bulle ja weil das ja, ist ja, nämlich ne? so also so wie ich das verstanden habe ist das der das ist genau wie du sagst der erzählt die Zeit der schnippelt die Zeit ganz komisch zusammen, sodass du die farbigen Szenen, die fangen an in der Zukunft und gehen immer weiter zurück mit jeder Szene in die, Ver also in der Ver in die Vergangenheit zurück. Also da wird die Zeit rückwärts erzählt auf in Farbe. Aber dazwischen geschnitten, zwischen den farbigen Szenen sind immer schwarz-weiß Szenen und die erzählen das vorwärts. Die fangen in der Vergangenheit an und erzählen praktisch eine Geschichte vorwärts. Das heißt, das was in bunt läuft, fängt in der Zukunft an und erzählt rückwärts. Das was in schwarz-weiß dazwischen geschnitten ist, fängt in der ganz frühen Vergangenheit an und erzählt ja. vorwärts. Und genau, in der Mitte des Filmes und vorwärts. Äh, äh, am cool. Ende des Filmes treffen sich die beiden Stränge, weil das ist ja. dann es endet so der Film fängt in der Zukunft an, hat die Vergangenheit immer mit reingeschnitten zwischendurch in schwarz-weiß und Damit endet besser versteht. Genau und endet in der Mitte. Ganz am Ende des Films wird dann aus der Sch in einer einzigen Szene aus der Schwarz-Weiß aus dem schwarz -Weiß bild ein farbiges Bild und das ist genau die Mitte in der ja, Zeit. Merkst du, das sind die beiden Stränge beieinander. Genau. genau, der eine Vergangenheitsstrang, der nach vorne erzählt wurde und der, der Zukunftsschrank, der nach hinten erzählt wurde, treffen sich ganz am Ende. Da wird dann Schwarz-Weiß zu Farbe. Dann kommt die große Auflösung. Der Film ist vorbei und du denkst noch, Wow, das so ist das und was ich so unglaublich finde an dem Film, ist, wie der geschrieben ist und geschnitten ist. Weil alles ist ja immer in diesen Schnipseln, zwei Minuten Schnipseln oder so oder irgendwas, ne? Eine Minute, 50, 60. Ja, so ein Schnipseln. paar Minuten als halt eigentlich mehr. Ein paar Minuten, gerade so viel, wie er in seinem Gedächtnis haben kann, wird einem immer da so vor, vorgespielt. Und dann kommt halt die nächste Szene. Also immer schwa farbig, schwarz-weiß, farbig, schwarz-weiß. Und. Es ist aber so geschnitten, dass das alles Sinn macht. Also dass immer die eine Szene, die auf die andere folgt, also auch die Schwarz-Weiß-Szenen, passen zusammen mit den Farbszenen. Obwohl das aus verschiedenen ja. Zeiten Szenen sind, ist das immer so, wenn jetzt in so der ein, farbigen szene so was, was erwähnt wird, dann wird das aufgegriffen in der Schwarz-Weiß-Szene. Also die, ja. die Zeiten, die Zeitschnipse sind so zusammengesetzt, dass die auch immer aufeinander irgendwie Bezug haben, so, dass es irgendwie Sinn ja, macht. Das ist, das ist unglaublich gemacht. Genau. Also, die, die, wie das geschrieben wurde, ist auch so gut, ne? Es ist jetzt nicht so, dass es einfach eine Geschichte ist, die zerschnippelt wurde in der Zeit, sondern es wurde auch darauf geachtet, dass die Dialoge und die Sätze alle so auch immer zusammenpassen, die in den verschiedenen Szenen aufeinander folgen. Ganz also genau. unglaublich ist das. Deswegen äh, wundert es mich nicht, dass der so ein Erfolg, der war ja irgendwie, keine Ahnung, hat der irgendwas gekriegt, irgendwelche Preise? Ich guck mal kurz keine nach. Keine Ahnung, aber es hat halt auch ein megamäßiges Twist-Ende so, es ist halt auch ein richtig cooler Twist und ich weiß noch, damals auf der DVD gab es die Möglichkeit, den in der richtigen Reihenfolge zu gucken. Oh Gott. Wenn du den in der richtigen Reihenfolge guckst, neu zusammengeschnitten, dann siehst du halt erst alles nur in Schwarz-Weiß und dann diesen Übergang von Schwarz-Weiß zu Farbe und dann alles in Farbe. Ist eigentlich ganz ulkig so, ist aber auch bekloppt, weil das macht den ganzen Film kaputt. Weil das ist Boah, ja gerade ist... der Witz, dass das so zusammengeschnippelt ist. Ja, also wie gesagt, ein toller Film. Er hat bei Memento etwas mit der Zeit gemacht, was noch kein anderer Filmemacher jemals so gemacht hat. Das war für mich komplett neu. Das war kreativ was ganz Neues, was ich noch nie gesehen habe. Und das ist halt diese Idee, dass du im Film ja nicht linear erzählen musst. Du kannst ja in der Zeit ja. springen, wie du willst. Und das hat er halt da so kreativ benutzt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde auch immer noch, irgendwie Memento ist wirklich einer seiner besten, wenn nicht sogar sein bester Film. Also der ist, funktioniert ja. einfach so gut. Das, das ist das wie einzige, so ein Wirklich, es ist unglaublich. Das Einzige, was mich etwas stört, sind manche der Schauspieler. Die sind, also zum Beispiel dieser Bulle, der ist jetzt Schauspieler, das fand ich den jetzt nicht ganz so gut. Also. Ja, man, es ich habe nicht so ganz geht, verstanden, aber. warum er da so hinter ihm her ist und warum er denn unbedingt ihm helfen will. Okay, er will verhindern, dass er noch weitere Leute umbringt oder so, ne? Weil es, hat er das irgendwie, hat er das ja schon mal gemacht. Und irgendwie am Ende des Films ist ihm dann auch irgendwie egal. Es ist ihm egal. Er weiß, oh, Kacke, ich werde es jetzt gleich wieder vergessen, ist mir jetzt wurscht so und ähm, ja, wollen wir es jetzt spoilern? Wir können ja ein bisschen spoilern. Also... Ja, natürlich, ich bin äh, 20, 24, Jahre alt. Ja, ich habe den jetzt auch schon fünfmal gesehen. Ich glaube, ich habe inzwischen relativ Sinn draus gemacht. Ich will jetzt nicht alles erzählen, aber als er gemerkt hat, dass er seine eigene Frau getötet hat, hat er einfach, äh, ich weiß nicht mehr, äh, wodurch er diese Krankheit bekommen hat. Das habe ich jetzt echt vergessen, aber ich glaube, war ja, er das hat irgendwie, ein Unfall. irgendwie einen Schlag irgendwie gekriegt Entweder er hat von irgendwie, ihr oder irgendwie sowas, hat was ja. gegen den Kopf gekriegt und dann hat er diese... Hat er diesen Schaden halt gehabt. Ja, genau. Auf jeden Fall hat er das dann benutzt und sich einfach ein neues Ziel aufgeschrieben, auftetut so. Ja. Finde den Mörder deiner Frau, obwohl er selber der Mörder seiner Frau ist. Das heißt, genau. da fängt er hat schon ganz am Anfang schon damit angefangen, sich selbst zu belügen. Und dieser, dieser Bulle, dieser Cop, hat das gemerkt, dass der diese Krankheit hat, dass der gerade in der Stadt ist, äh, diese Krankheit hat und hat das dann ausgenutzt, um ihm praktisch zu sagen, hier. Ne, der, 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 der Polizist wollte bestimmte Kriminelle aus dem Weg räumen und hat den dann einfach gesagt, hier, das ist der Mörder deiner Frau, bring den um. Also hat versucht, ja, ihn so zu genau. beeinflussen, in dem Film. um Alle. halt so die Drecksarbeit für ihn zu machen, sozusagen. sogar ne? in dem Hotel, wo er wohnt, der Typ, ne, der das Hotel leitet, der verarscht ihn nämlich auch, weil er eben irgendwann merkt er, dass er eben verschiedene Zimmer ähm, ja, äh, und immer wieder. Hat. Genau, ja. weil, weil er einfach, ihm geht halt finanziell auch nicht so gut und was soll's? Dann ne? kriegt er das Zimmer und dann hä, ich habe mir da hier aufgeschrieben, ich war in dem und dem Zimmer und der so, ja, ähm, da warst du auch, aber jetzt bist du halt in dem Zimmer und er so, ja, <laughs> hast du mir etwa das zweimal irgendwie berechnet. Er so findet dann raus, dass er verschiedene Zimmer hat und du als Zuschauer denkst auch, was geht hier ab, so, ne? Was ist das hier? Wieso hatte der jetzt auf einmal ein anderes Zimmer, eine andere Zimmernummer und so? Man kann da auch echt auf die Details total achten und so. Eine Szene fällt mir noch ein, äh, die unglaublich gut war, und zwar da ist so eine Szene, da trinkt er in einer Bar ein Bier. Ne? Und er trinkt das so und alle lachen sich über ihn kaputt, dass er dieses Bier trinkt und du denkst, hä, warum lachen die alle? Und alle in der Bar so, ne? Selbst die Barkeeperin die, äh, lacht sich kaputt. Ja. Und dann siehst du halt erst in der nächsten Szene, was davor passiert ist. Und davor haben die halt alle in dieses Bier gespuckt, weil er denen ja. von seiner Krankheit erzählt hat. Und dann spucken die alle in das Bier. Sie gibt ihm das Bier. Er guckt sie an. Ja, das trinke ich doch jetzt nicht. Aber dann hat er ja und alles wieder vergessen. Ja, und dann trinkt das doch. Und dann trinkt das halt und du siehst das halt als Zuschauer auch rückwärts und denkst, oh, das hat er jetzt getrunken, das war das, was er eben getrunken hat, deswegen haben die alle so gelacht, also eine herrliche ja, Szene das auch so, so viele widerlich. So Puzzleteile, die einem einfach zeigen, dass das wirklich niemals richtig auf die Reihe kriegen wird. Das ist halt das Miese daran. Und wer weiß, vielleicht hat er das alles schon zehnmal gemacht. Und er hat schon zehn oder 15 Leute umgebracht. Man weiß es nicht genau. Genau, es kann schon ganz lange so äh, vor sich gegangen sein. Und äh, der Film hat auch eine extreme Spannung, finde ich. Also die ganze Zeit ist man so immer so ne, gespannt, was passiert als nächstes. Ja. ja, genau. Es ist ständig so, es ist wirklich ein eine treibende Kraft in dem Film so. Das äh, toll. Ja, das ist richtig gut. Und der ist ja auch nicht allzu lang. Der ist ja irgendwie äh, auch nur so anderthalb Stunden. Und ähm, was also ich hier gerade 109 Minuten, okay, ein bisschen überlänge hatte, aber nicht zu viel. Also, also ja, das wird später Stunden. bei Christopher Nolan ein Problem, weil ich finde, seine Filme werden irgendwann zu lang. Also das hat so ja. ein Problem bei ihm, dass seine Filme immer länger werden und inzwischen kann ich es auch nicht mehr ertragen, so die sind so lang <laughs> inzwischen. Ja gut, du hast vollkommen recht. Was hat ja. er dann als nächstes gedreht? Also ich glaube, wir können Memento abschließen. Und ja, Wahnsinnsfilm, wirklich einer seiner besten, unbedingt gucken. Dann haben wir als nächstes haben wir den Film Insomnia 2002. Sehr interessant. Eine da hat ja, dann so. nicht, nicht, äh, nicht das Drehbuch geschrieben, sondern hat dann eine Arbeit von jemand anders mal verfilmt. Und man merkt es auch, also der Film ist nicht so ganz typisch für ihn, finde ich. Also da gibt es diese Zeitsprünge nicht in dem Sinne. Und ähm, der ist eigentlich straightforward erzählt, aber das ist auch ein genialer Film. Wirst du ein bisschen die Story erzählen? Ja, also das ist wirklich ein ganz, äh, der ist wirklich sehr straightforward. Es ist eine Krimi-Geschichte in Alaska. So. Ja, kann man fast sagen wie Tatort oder sowas, ne? Also so eine ganz normale eigentlich Krimi Geschichte, aber auch mit einigen kreativen Ideen. Äh, die Schauspieler, die mitspielen, sind Al Pacino ist der Haupt sozusagen und Robin ja, Williams der ist der ist der Killer. Also Ja. <laughs> genau. Robin Al Williams als Killer ist ein bisschen komisch und fand ich aber okay, also Al Pacino ist super, dann gibt's noch Hillary Swank in dem Film. Und auch noch ein paar andere Leute, wo ich die Namen nicht kenne. Also ich bin jetzt auch nicht der super Schauspielerexperte, aber auf jeden Fall zumindest in den Hauptrollen durchaus prominent besetzt. Und der genau. Film ist übrigens Und dann von 2002, ne? zwei Jahre ja. später. 2002, zwei Jahre nach Memento. El ähm, Pacino ist so ein Kopf, so ein etwas abgehärteter Kopf. Der wurde irgendwie nach äh, da, nach Alaska, Alaska versetzt oder so, weil ihm da irgendwie die interne Affären da auf der Spur sind oder irgendwas, hat, irgendwie hat er missgebaut Er hat irgendwie ja. Dreck am Stecken, äh, kommt irgendwie aus LA, aus irgendeiner Stadt, weiß ich nicht. Genau, und, und ist und da jetzt ist, halt in so einem Kaff in Alaska. Und dadurch, dass er in Alaska ist, ist er in so einer Zeitzone, wo es halt nie richtig dunkel wird, ne, über Monate lang. Und da äh, ne, also gibt es also auch nachts immer noch diese Mitternachtssonne und es wird gerade mal so dämmerig, aber es wird nie so richtig dunkel. Und er kriegt voll das Titelgebende Insomnia und kann nicht mehr einschlafen, ne? Er kann das überhaupt nicht schlafen. Er versucht in seinem Film Hotelzimmer das, das, das Zimmer, die, das äh, Fenster zu verbarrikadieren. Immer noch kommt Licht durch und er kann, und du merkst das so richtig, er wird immer müder und immer fertiger. So, er ist halt einfach so müde und kann nicht pennen, seine Augen so ganz dunkel und alles. Ziemlich düster auch. Und dann ist da aber natürlich so ein, so ein Mord, den er versucht aufzuklären. Oder so, so, so ein was ist das so? Da wurde irgendwelche, äh, so eine Frau, äh, so ein Mädchen er, äh, vermisst oder so, ne? Und dann versuchen ja, die ja, die zu finden. War das, oder, ne? genau. Sie, sie wollen irgendwie dem Killer. Die Schülerin und so, ne? wo, wo, irgendeine und Schülerin wurde ermordet und dann wollen sie dem, dem Killer da halt auflauern. Genau, der und das ist halt seltsam, äh, weil die Leiche, da wurden irgendwie, die wurde nochmal schön zurechtgemacht, die Fußnägel geschnitten und geschminkt und, und, und so und, und ganz komisch zurecht drapiert und deswegen ist es ein ganz komischer Mörder, ne? Wo sie halt einfach genau. halt gar nicht erstmal wissen, und dann und sie, geht halt äh, das tatsächlich so tatortmäßig los, dass sie so auf die Suche gehen nach Hinweisen und so. Und es, es ist, glaube ich, auch, Sie wissen auch schon, dass es wohl ein Serienkiller ist oder so, zumindest hat der, schaut das so aus und dass ja, der dann genau. irgendwann wieder zugreift und Sie müssen ihn halt so schnell wie möglich äh, finden. Genau, und dann fängt er gleich ist. in so einer ganz düsteren Nebelszene, sind sie dem Killer auf den Spuren, haben ihn schon fast, verfolgen ja. ihn dann durch den Nebel und in seiner, in seiner Müdigkeit. Und durch diesen Nebel sieht er dann so eine Gestalt und schießt. schießt und dann merkt er, das war sein Partner. Also er war da mit einem Partner und dann hat er seinen eigenen Partner erschossen. Und dann... Versucht er also, diesen Serienmörder-Ding machen, gleichzeitig zu vertuschen, dass er aus Versehen seinen Partner erschossen hat? Genau, der sagt dann einfach, der Killer war es und so, ne? oder alle denken das auch auf, natürlich, dass der auf ihn geschossen hätte. Und dann gibt es irgendwie so eine Kugel, die muss er dann verschwinden lassen, aber die ist irgendwo verschwunden und wird dann später von der, von der jungen Polizistin Hillary Swank, die da auch mitarbeitet, ne? und die so ein voller Fan von ihm ist. Er ist dann so, so ein relativ bekannter Cop oder so, ne? der auch irgendwelche berühmten Fälle berühmten gelöst hat. Fälle gelöst hat. Und, und, und da merkst du aber im Laufe ja. des Films, er hat immer mehr, er hat wirklich viel Dreck am Stecken und so, ne? Und er ist eigentlich gar kein richtiges, gar kein gutes Vorbild, weil er so viel Mist gebaut hat, auch schon in seiner Karriere und jetzt auch wieder halt. Ne? Und die ihm dann auch so langsam auf die Fähren kommt und auch so merkt, der Typ ist kein Vorbild so, der hat wirklich ja. viel falsch gemacht, der ist halt ethisch sehr fragwürdig und so. Ne? Und dann genau. geht es natürlich im halt Film auch gut. darum, dass er selber Absolution will und auch irgendwie, er will ja. eigentlich selber auch für seine er muss auch dadurch ethisch fragwürdigen Taten akzeptieren, dass er ein Arsch ist eigentlich. Ne? Ja, und, und dann gibt es äh, ja noch das Problem, dass der, der wirkliche Killer, dass der den Mord an seinen Kumpel beobachtet hat. Ne? Und der weiß hat. das dann und dann hat der auch, dann sagt er, wenn du jetzt mich nicht gehen lässt oder das und das nicht machst, dann erzähle ich den Leuten davon, wie du das hier vertuschen willst, dass du deinen eigenen Partner getötet hast und es ist halt, ja. Also dadurch auch sehr vielschichtig, es geht extrem viel so um ja, Schuld, Schuld und. und ja, genau, Schuld und Sühne, genau, gut gesagt, so, darum geht's, und das ist wirklich, also sehr düster, aber irgendwie gut, und Al Pacino ist halt einfach der Wahnsinn, wie der spielt. Ja, er ist einfach der Knaller, den Typ, der, der, der spielt sie alle an die Wand, also, ohne mit der Wimper zu zucken sogar. Er kann so müde und dreckig und verpennt und sonst wie fertig aussehen wie sonst was, aber trotzdem ist er einfach ein großartiger Schauspieler und dieser äh, und Robin Williams finde ich auch witzig als ja, wenn, das, das komisch, wird ja ne? erst ganz spät im Film kommt das erst raus wie sein Gesicht aussieht und dass es Robin Williams ist und das ist auch ja, witzig wenn man das dann sieht oh Robin Vernehmung Williams spielt hier mit und so. ja und äh, das ist übrigens auch bei Christopher Nolan oft dass mit einmal spät im Film richtig berühmte Schauspieler mit einmal so dann äh, auf die okay. Bühne treten, sozusagen, w wo man es erst gar nicht erwartet. Also, naja, gut. Aber ja, toll. Also, Insomnia hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall besser als so ein normaler Tatort. Hat wirklich was sehr tiefgründig und so. Ja, ja also wirklich ein schöner Film. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und ähm, ja, und dann hat er, auch mit diesem Film, hat er wieder mega Erfolg gehabt. Also, eigentlich haben alle seine Filme immer, sind immer Erfolge gewesen. Keiner war ein Flop finanziell und deswegen konnte er dann halt auch irgendwie immer weiter aufsteigen und inzwischen irgendwie ich glaube jetzt sein Vermögen und wird auf 70 bis 80 Millionen oder so geschätzt sein Privatvermögen oder so also der kann jetzt locker auch äh, aus seinem Privatvermögen inzwischen Filme finanzieren und ähm, aber das nur nebenbei <laughs> er hat dann halt einfach ähm, ja wir können gleich zum nächsten Film übergehen. Ich glaube, bei Insomnia wollen wir, müssen wir gar nicht alles verraten. Nein. Ein bisschen sollen die Leute ruhig auch noch mal den gucken. Der ist, glaube ich, ein bisschen underrated, der Film. Obwohl er äh, seine, ja. seine Kult- äh, oder seine, so eine Art Kultfilm ist. Aber er ist jetzt nicht so super berühmt, denke ich mal. Ich habe es jetzt ja alle noch mal geguckt, seine Filme. Und Insomnia war so einer, wo ich dann in, in, bei dieser Nebelszene hab, ist mir so eingefallen, ach ja, den hast du irgendwann schon mal im Fernsehen gesehen. Den kennst du doch schon und so, ne? Aber... Äh, trotzdem hat mich immer wieder überrascht, was da da noch passiert. Also, den kann man echt mehrmals gucken. Also, ich hatte ihn auch schon mehrmals gesehen, aber hatte das auch wieder komplett vergessen. Es lohnt sich, ja. Ja, und dann als nächstes kam dann 2005, Batman Begins. Da hat dann Christopher Nolan diese Batman-Filme angefangen, neu ja. zu machen, dieses Reboot Leider. von Batman. Und ja, ich weiß nicht, ich kenne viele Leute, die totale Fans davon sind. Ich bin es nicht. Also ich habe diese Filme nie verstanden, was daran so toll sein soll. Ja, ich diese Batman-Filme. Ich finde auch, äh, find auch, Christian Bale ist eine totale Fehlbesetzung. Also, genau, keine Christian Ahnung, Bale was ich dabei als, gedacht uh, hat. Der Batman. ist für mich einfach kein richtiger guter Batman-Darsteller. Der hat nicht die richtige Physiognomie. Und äh, leider hat er auch mit dem, mit dem Batman-Kostüm scheiße gebaut. Ganz am Anfang <laughs> bei Batman Begins hat er noch ein relativ klassisches, äh, ähnlich zu Tim Burton, so ein Kostüm, wo, wo sozusagen. ähm, ja, wo der ganze Kopf in so einem Gummidings drin ist und hinten das Cape da so rauskommt. Und dann haben sie irgendwie die, die dumme Idee gehabt, dass er irgendwie in diesem Kostüm ja seinen Kopf nicht drehen kann eigentlich, ne? sondern er muss immer mit dem ganzen Körper so sich hin und her bewegen, so wie <laughs> eigentlich auch in den alten, in den Tim Burton-Batman-Filmen. Und das hat ja irgendwie auch was. Und dann haben sie ihm dann irgendwie so einen Drehbaren, haben sie ihm irgendwie so einen Kragen gemacht und dann kann er seinen Kopf bewegen und dadurch sieht das ganze Kostüm dumm aus. Und nicht nur dadurch, sondern er hat im Gegensatz zu allen anderen Batman-Kostümen, hat er nur so einen ganz kleinen, abgerundeten Ausschnitt, wo sein Mund und sein Kinn so rausguckt, ein bisschen. Und das sieht auch ganz komisch aus, weil es ist so abgerundet und so ganz wenig, nur wie so, ein, wie so ein Loch in so einem Schnuller oder so. Im Gegensatz zu allen anderen Batman-Kostümen, die so relativ kantig und es relativ cool so hinkriegen, die jeweiligen. Gesichtshälften irgendwie da noch irgendwie gut erscheinen zu lassen. Und das irgendwie, das passt nicht. Das sieht einfach dumm aus. Und er hat auch die dümmste Batman-Stimme von allen. Also so richtig, macht er so richtig einen auf super tief als Batman und sagt immer so, I am Batman. Und dann, dann muss ich immer unfreiwillig, da muss ich mal lachen. Das, das war einfach zu dumm. Ich fand auch, das wollte ich auch gerade sagen, die Stimme hat mich schon beim ersten Film so genervt, dieses, wie er seine Stimme verstellt mit diesem so, Batman, das ist so blöd, das ist einfach ja, so einfach so. Ja, da merkt man, dass er so nicht so ein richtiger Comic-Fan ist und das nicht so, nicht so richtig verstanden hat, wie, wie ein Comic- oder Superheldenfilm eigentlich funktionieren sollte. Sondern er macht da irgendwie was anderes draus. Ne, und dann erstmal ja. bei, bei Batman Begins ist ja, wird ja wieder die, die Origin-Story äh, nochmal gezeigt. Nochmal, wie er ja. seine Eltern, dann werden seine Eltern vor seinen Augen umgebracht, bla bla blub, bla blub. Und, und er ähm, ist da bei, in dieser Höhle bei den, bei den Fledermäusen ne, und hat dann Angst vor Fledermäusen, weil die ihn mal als ja, Kind attackiert ein haben. Ja. In, in so einem Brunnen, wo er reingefallen ist und dann werden seine Eltern ermordet und es ist alles so, so abgeschmackt, hat man schon tausendmal gesehen. Irgendwie Batman gab es ja auch vorher schon. Und ja, aber was für eine ne, Mega-Besetzung. Ne? Also Christian Bale, dann haben wir als sein, als sein Alfred haben wir Michael Caine. Ja, der ist auch wirklich gut. Und dann ja. gibt es Liam Neeson, und dann Katie Holmes. Gary Oldman spielt diesen, diesen äh, Jim Gordon, der am Anfang ja nur ein Polizeioffizier ist und erst der im dritten Film dann irgendwie zum Commissioner wird. Der ihn immer dann ruft haben wir mit Silvian diesem Murphy Symbol. Ja. Und Morgan Freeman, Rodger Hauer, Ken Watanabe, es hört gar nicht auf, es wird immer kranker. So, irgendwie, keine Ahnung, äh, Colin McFarlane äh, irgendwie und, äh, und auch immer wieder der Larry Holden, der irgendwie immer eine Fehlbesetzung ist, finde ich, aber na gut, egal. <laughs> Äh, An Rutger ja, Hauer kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. War das ja, auch so ein Kopf oder so? Oder was? Mr. Nee. Earl steht hier. Der ist Mr. Earl. Ich weiß auch nicht mehr. Der spielt eher eine kleine Rolle in dem Film, glaube ich. Also, man muss auch sagen: Batman Begins, ne, der, es ist ja immer so, wer ist der Widersacher? Und in diesem Fall ist es halt Scarecrow, gespielt von Cillian Murphy. ne? Scarecrow, dieser ja. Typ, dieser, dieser Superschurke, der so eine Maske aufsetzt und dann Leute mit Drogen denen Angst verleiht. Das ist auch so ein bescheuerter Gegner. Das fand ich also bei diesem Film wirklich ja. so. Ich finde diesen Scarecrow, der ist überhaupt nicht gruselig. So, oh, jetzt setzt er die dumme Maske auf und jetzt, jetzt sind die Leute auf Drogen und haben Angst vor ihm. Das macht für mich keinen Sinn und ich finde es auch bescheuert. Ich fand den überhaupt nicht gruselig. Ich fand den überhaupt nicht schlimm. Das ist auch eine Schwäche, finde ich, in dem Film, dass Scarecrow ja. eigentlich kein toller Gegner ist. Äh, was soll man sonst noch sagen? Sie haben und versucht, die Filme bei auch immer länger. Also der ist schon 140 ja. Minuten. Dann. Okay. Viel zu lang. Es zieht sich endlos und. Die einzig gute Szene, die ich mich erinnere, ist mit dem Bettmobil, wo er dann mit dem Bettmobil über die Dächer rast. Das war irgendwie so von der Action her ganz cool gemacht. Sie haben ja. versucht, das alles ein bisschen realistischer zu machen. Ne? Es gibt irgendwie nichts so Übernatürliches. Alles wirkt so, als wäre es echte Technologie, die vielleicht existieren ja. könnte. So irgendwelche nano-beschichteten äh, Anzüge, die er trägt und irgendwelche komischen Techniken in Technik in seinem Bettmobil. Ja. Das Batmobil war so eine der guten Sachen, fand ich. Das war so, die haben das, ja. glaube ich, echt gebaut, dieses Auto und sind dann damit rumgefahren. Das war schon ganz witzig, aber. Denke ich auch. Und Gotham City, die Stadt, wird übrigens dargestellt durch Chicago, aber stark verfremdet in dem Film. Sodass es auch so eine so ein komische Film-Noir-Stimmung erzeugen soll. Ne? Der ganze Film ist ja düster, da ist niemals Tageslicht. <laughs> und, ja, ich ähm, glaube, diese Batman-Reihe von Christopher Nolan basiert auch auf den neueren Batman-Comics. Da gab es ja mal diese ja, The Dark Knight-Comic. Da wurde. Sozusagen die Batman-Geschichte neu erfunden, ganz düster und irgendwie viel, ja, so erwachsener. Ich weiß nicht mehr, das hieß, glaube ich, The Dark Knight, diese Comics, da gab es mehrere. Da hat dann so ein Comic, irgendein so Comic-Künstler das nochmal, sich Batman nochmal neu vorgenommen und halt Erwachsener und düsterer neu gezeichnet. Und darauf basieren, glaube ich, diese Filme. Das merkt man auch, es ist wirklich extrem düster. Ich habe ständig gesehen, dass es Chicago ist. Ich fand's bekloppt, weil ich dachte, das ist doch Chicago, das ist doch nicht Gotham weil die natürlich dann einfach in Chicago, glaube ich, die Sachen zum Teil auch gedreht haben oder so, ne? ja. die in den Straßen. Lustigerweise äh, ist beim, beim zweiten Batman-Film ist dann auch wieder Chicago, aber realistischer. Und im dritten Film haben sie dann New York genommen, um da halt noch mal ganz andere Seiten der Stadt zu zeigen oder so. Das habe ich gelesen. Was mich auch so ein bisschen stört ist, äh, das fällt mir jetzt gerade ein bei diesem Batman-Film, dass da oft so die Stadt gezeigt wird, aber dann sind die Straßen immer komplett leer so, ne? Das ist immer so ein bisschen komisch. Also es gibt wenig Statisten tatsächlich und Überhaupt wirkt alles so ein bisschen, es wirkt alles so ein bisschen gekünstelt, so. Also, ich kann es nicht genau beschreiben, es stört mich einfach, ich weiß nicht, ich mag es nicht. Ich finde auch überhaupt die Prämisse so blöd. Weil die Prämisse ist ja, dass er, er praktisch Selbstjustiz betreibt, natürlich, ne? Und Rache will. Genau. Also nicht gerade hehre Motive würde ich sagen und irgendwie ist das ja auch im Film dann immer so ein Thema so, ne, ist das überhaupt alles gut, was er macht und so. Das einzige, was man sagen kann ist, okay, er tötet halt Leute eigentlich nicht, ne, er versucht immer, die nicht zu töten. Ja, das stimmt. Und, und das und ist auch wieder ein bisschen dumm eigentlich. Dass ihn ja. das dann wieder zu einem guten macht, weil ansonsten sind eigentlich seine Motive sehr fragwürdig. So. Stimmt. Damit kämpft er das ja auch selber. Ein bisschen seltsam. Also mit dem Film hat er mich jetzt nicht vom Rocker gerissen und ich habe auch nee. damals nicht verstanden, warum das so ein Erfolg war. Die Leute waren einfach ich auch zum Teil langweilig. Also ja, es war einfach. Die Leute einfach hatten einfach Bock, mal wieder auf den Batman und haben sich blenden lassen von dem tollen Cast und so. Und ähm, die ja, Dialoge sind auch zum Teil so nervt. Das sind einfach nur diese One-Liner, diese typischen so nichtssagenden Phrasen einfach so. Ne? Ja. ja. Genau. Und Christian Bell hat, der ist eigentlich ja super, aber für den Film ist er komplett viel besetzt, meiner Meinung nach. Er hat keine, hat keine, ähm, keine Ausstrahlung. Keine, jedenfalls nicht die richtige für den Film. Ich finde auch Michael Kane als Butler, so Michael Kane ist so ja. super, aber er guckt halt immer nur wie so ein kleines Hündchen, so, ne? Stimmt. Ich, ich äh, äh, befiel mir was. Und auch Gary Oldman als Cop spielt auch irgendwie da, kann sich auch nicht so richtig entfalten. Als, also die Schauspieler werden da auch irgendwie nicht so richtig genutzt. Die haben irgendwie auch nur blöde Sachen zu sagen und können gar nicht so richtig ihre Kunst irgendwie äh, ausspielen. Also nee. Ja, interessant. Also interessant, dass Christopher Nolan da so, ein, so, ein, so eine Trilogie geschaffen hat, die so erfolgreich ist und die in, insgesamt eigentlich gar nicht so super überzeugend ist. Aber ich glaube, wir, wir wechseln noch mal die Perspektive und bevor es zum nächsten Batman-Film geht, kommen wir zu dem, was er nämlich in Wirklichkeit als nächstes gemacht hat. Und zwar ähm, Inception. Und äh Nee, nee, erst kommt ja, äh, warte erst kurz. Erst kommt Prestige noch oder Genau, was? The Prestige. Also man sollte jetzt sagen, das ist ganz witzig, weil mit dem ersten Batman ging es dann los, dass er immer so Batman, dann einen anderen Film, dann wieder Batman, dann wieder einen anderen Film gemacht hat. Genau, und der hat nach, den nach dem den ersten kam gar halt keine The Lust, Prestige. Lange einen dritten zu machen und hat gehadert und hat nicht das richtige Drehbuch irgendwie für seine Zwecke gefunden und so und hat dann erstmal andere Sachen zwischendurch immer gemacht. Warum auch nicht? Also man ja. muss ja nicht eine Trilogie in der richtigen Reihenfolge drehen. Who cares? Aber, ähm. Interessant, ja. Genau, da kam erstmal Prestige. Genau, da musst du mir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ich glaube, dass ich den schon vor längerer Zeit gesehen habe und dass der mir auch gut gefallen hat, weiß ich auch noch, aber ich habe eigentlich so gut wie alles vergessen. Was war denn bei The Prestige? Das war irgendwas mit Magiern, oder? Ja, ich habe sie jetzt eher alle nochmal geguckt, seine Filme. Und The Prestige kam 2006 raus und das erzählt äh, so Ende 18 1800 irgendwas, so, ne? Zur Zeit von, was weiß ich, Edison und Tesla und so eine Geschichte der Rivalität zwischen zwei Magiern, die so, so richtig so mal wie so Copperfield oder wie sie heißen, ne? so auf der Bühne mhm, so genau. magische Tricks machen, aber dann auch mit Elektrizität und so schon, weil das da gerade neu ist und so. Und diese Rivalität wird halt auserzählt und die zwei Rivalen sind halt Christian Bale und Hugh Jackman. Genau, die opfern im Laufe des Films dann irgendwie alles für, diese, für, diesen, äh, für, diese, äh, für diesen Zweikampf oder so, ne? Sie, jeder von den beiden will halt der bessere Magier sein. Am Anfang hat der Christian Bale bei Hugh Jackman gelernt und ist dann irgendwann Stimmt. hat sich dann selbstständig gemacht und meinte ich kann bessere Magie als du. Alles natürlich so Zaubertricks und auch ganz wichtig, es spielt noch Scarlett Johansson mit, die ist so ah, die ja. Geliebte der beiden beziehungsweise die Assistentin da so, ne, die so immer die Zaubererassistentin. Ja, zum anderen geht dann irgendwann ja, ja den erst den einen und dann den anderen. Und äh, der Film ist irre, weil der hat sowas wirklich Magisches. Also erstmal. man weiß, es sind zwar irgendwie, irgendwie müssen es alles Tricks sein, aber es bleibt so ein Rest Unerklärliches dabei irgendwie, ne? Wo sie so nicht ganz aufklären und man nicht, nicht ganz sicher sein kann: so, hä, wie haben die das jetzt hingekriegt oder was und wie? Genau, erzähl genau. mal weiter. Ja, ich wollte auch gerade, mir fällt gerade noch ein, der Christian Bell, als der für Hugh Jackman ähm, arbeitet der ist so übermütig immer, der denkt immer er ist besser, er kann das alles besser und dann haben die halt so einen Trick, wo so wo diese Assistenten, die haben erst eine andere Assistentin als Scarlett Johansson. Das ist die, das ist die ja, Freundin oder sowas ne? Von dem einen, das genau. Und dann dann knotet er halt den Knoten, den er meint den besseren Knoten und dann geht der Knoten nicht auf. Und sie ertrinkt halt tatsächlich. Und dann kommt halt wow. erst, glaube ich, Scarlett Johansson wird dann erst angeheuert. Genau. Und dadurch äh, verfeinden sie sich dann irgendwie auch, genau. bei, weil es natürlich, äh, eigentlich geht, geht es viel zu weit dann, ne? dass, da, dass da jemand, dass da jemand stirbt, kommt. das war dann halt Riesenskandal. Und dann ähm, sieht man auch andere Sachen, äh, wie die halt mit ihren riesigen Sammlungen von verschiedenen trick apparaten da dann immer so rumhantieren und die, neu die neuesten Tricks einstudieren, so, ne? Diese beiden. Und zum Beispiel sieht man einen Trick, ich glaube, der übrigens ist auch wieder Michael Caine dabei als Assistent von, okay. von Christian Bay. Und dann gibt es da so einen Trick, wo sie so einen Vogel verschwinden lassen, ne? im Käfig verschwinden lassen und dann wieder erscheinen lassen. Und dann merkt man halt, dass die jedes Mal, das ist so, eine, so ein Apparat, der jedes Mal den Vogel tötet. Also der Käfig schnallt so zu und dann wird wirklich der Vogel getötet. Und dann, das sieht man aber als Zuschauer nicht, und dann wird ein anderer Vogel, der genauso aussieht, dann halt wieder hervorgeholt als. Sozusagen Zaubertrick. Und ja. dann zeigt Christian Bale in einer Szene dies, so einem kleinen Kind diesen Trick. Und das Kind meint, du hast den Vogel getötet, du hast den Vogel getötet. Und er meint nur, du bist ein sehr schlaues Kind. Weil sie hat das halt <laughs> geschnallt, wie das funktioniert, dieser Trick. Und dann haben die da halt so eine riesen Anzahl Vögel. Und ich dachte so, ey, das kann doch nicht sein, wie abartig, was die da wirklich tun für ihre Tricks. Und die Idee ist, dass dann der Christian Bale halt einen neuen Trick, einen Teleportationstrick macht. Stimmt. Und der Jetzt Hugh Jackman versteht rein. diesen Trick einfach nicht. Wie kann das sein? Wie macht er das? Es muss ein Double sein. Er muss ein Double haben. Ähm, nein, es kann kein Double sein und so. Und da macht Hugh Jackman den Trick halt mit einem Double. Das Double ist ständig betrunken und bringt dann Probleme. Und dann kommt irgendwann raus, dass äh, Christian Bale halt, er hat halt diesen Teleportationstrick gelernt bei Tesla, Nikolai Tesla. Ah, okay. Tesla tritt auf in dem Film. Auch spät im Film, weil dann Hugh Jackman da hingeht und sagt, ich will auch, ich will irgendwie diesen Trick lernen. Es ist irgendwas mit Elektrizität und so. Und dann kommt Tesla ins Bild und es ist halt David Bowie. Das war im Kino, als ich oh den Film Gott, gesehen ja. habe. Wie geil es ist. Jetzt kommt David Bowie hier, ist Tesla, wie cool ist, oder? Oh, ja, und dann äh, stellt sich halt, äh, ja, soll ich es jetzt spoilern? Ich weiß nicht. Also auf ja, klar, jeden Fall ist. ist, will ist äh, ich ich will es jetzt eigentlich nicht spoilern. Okay, dann lass es lieber. Genau, jetzt kannst du mir später noch mal erzählen. Aber ich guck mir den nochmal an. Wenn es lieber als Geheimnis. Ich will es lieber nicht spoilern, weil, weil es ist halt das Mega-Twist-Ende. Wie funktioniert dieser Teleportationstrick? Der Hammer. Und dann am Ende des Films bist du da so mit offener Kinnlade und denkst: Wow, irre. Also ein ganz <laughs> ja, toller cool. Film äh, mit einem ganz tollen Twist-Ending, der basiert auch irgendwie auf diesem Twist. Äh, und ja, genau. Ja, wunderbar. Einer super. seiner besseren also, Filme, aber auch -hmm. jetzt eher so ein bisschen so ein kleiner Film. Also, ja, es hat halt ein nettes Twist-End, eine nette Story, aber es ist jetzt nicht so Grandioses, äh, wie was dann später kam oder auch äh, jetzt ja, macht jetzt auch super. nichts ich zum Beispiel mit Zeit oder so. Nichts. Genau, es ist wie, als ob er sich zwischen seinen großen Triple-A-Produktionen äh, äh, dann irgendwie immer wieder ein bisschen erholt und was Kleineres macht, ne? Einfach so, weil er Bock drauf hat. Und äh, <laughs> warum auch nicht, ne? Also, Super Schauspieler, aber da ist jetzt auch nichts groß mit Zeit und so. Da ist mehr so dieser Twist am Ende, das ist halt die witzige Idee. Genau. Okay. Wunderbar. Dann kommt jetzt das, was ich nämlich eigentlich dachte, was äh, dann schon vorher gekommen wäre, wo ich ja Prestige einfach vergessen hatte. Und jetzt kommen wir nämlich dann äh, zu Inception. Und, nee, auch ähm, nicht. Äh, ich muss dich wieder korrigieren. Wie bitte? Der ist auch ja, 2008. Ich hatte meine das doch Notizen. Nee, Batman oh, Dark Knight ist fast Erst Erstmal kommt der nächste Batman Film. Wie verwirrt bin ich denn? Ich habe hier <laughs> die falschen Notizen vor mir gerade. Erst kommt jetzt der nächste Batman Film und dann kommt Inception. Also der Film muss genau. weiter warten. Man merkt, das dass Problem... du unbedingt über Inception reden willst. Du hast ja auch schon mal gesagt, dass das einer deiner Lieblingsfilme ist, ja, aber. Ja, total. Also Memento und Inception teilen sich bei mir die Spitzenposition Und deswegen habe ich so einen Bock, da auf den zu reden, dass ich den immer vorziehen will. Aber okay. <laughs> Kommen wir Erstmal den... müssen wir leider über Batman Dark Knight reden, den zweiten der Teil ja der, der gar Batman Trilogie. ist nicht so schlecht. 2008. Er hat zwar auch viele schlechte Seiten, aber er hat immerhin den besten Joker aller Zeiten für mich. Ne, das muss ich ihm lassen. Ja. Also, okay, 2008, wieder zwei Jahre später, wieder etwas länger. Diesmal sind wir schon bei 152 Minuten. <laughs> Und, äh, es eskaliert dann, langsam mit den Längen dieser Filme. Ja. Da bin ich auch, glaube ich, im Kino eingeschlafen bei diesem Film. Es war einfach zu lang. Der Film hatte für mich äh, einfach, der hatte drei oder vier Enden, wo ich immer dachte, oh cool, jetzt ist der Film zu Ende. Nö, ging einfach noch weiter. Und dann kam wieder was, wo ich dachte, geil, so muss ein Film enden. Und dann geht es trotzdem wieder weiter. Und ich so, nee, hör doch mal auf, es reicht langsam. Das hat mich auch voll genervt. Ja, also auch wieder Christian Bale ist wieder Batman. Und Heath Ledger, der leider kurz danach verstorben ist, äh, sehr jung, der spielt den Joker. Dann haben wir natürlich wieder Gary Oldman, Aaron Eckhart diesmal neu als Harvey Dent, also diesen diesen äh, Two Face ne, mit dem halb kaputten Gesicht. Dann haben wir Maggie Gyllenhaal, ah, super auch die Frau, die ist einfach genial. Dann natürlich Michael Caine ist Alfred wieder. Dann haben wir Morgan Freeman wieder natürlich dabei, Eric Roberts, der ist auch geil. Dann haben wir oh, was haben wir noch für Leute? Das sind wieder welche, die ich nicht so kenne, aber auf jeden Fall. Ähm, ist wieder Colin McFarlane dabei. Cillian Murphy spielt natürlich auch wieder mit. Also er hat natürlich den ganzen Cast von dem vorherigen Film wieder mit dabei und noch ein bisschen erweitert. Äh, ja, was ist denn mit dem Film jetzt hier? Der heißt ja jetzt, der erste hieß ja Batman Begins. Und der zweite heißt dann The Dark Knight einfach. Ne, der dunkle. Genau. Dark. Also ich mag den, glaube glaub ich, am besten von allen ist drei Batman-Filmen. Ja, ist es ist der, der mit dem heißt am Anfang beginnt, ne? Genau, da sind nämlich Leute mit so Clowns-Masken das fand ich auch cool gemacht weil die haben alle verschiedene Clownsmasken die auch super design ja. sind so ne und die machen so einen riesen Banküberfall und töten sich dann alle gegenseitig so meine, der Boss hat mir gesagt Übrigens. ich soll dich töten und so ne ja. richtig der, cool der, der gemacht ist der Joker ne der sie alle verarscht hat am Ende genau am Ende ist es nur der Joker hat allen gesagt dass sie sich sie jeweils dann irgendwann nachdem der Safe geöffnet ist tötet den safe Safecracker nachdem das gemacht ist tötet den Typen ne sie töten sich alle gegenseitig der Joker mit die äh, Teile immer größer werden und immer weniger Leute, ist, wo die, die die Beute teilen müssen. So. Ne? <laughs> also eigentlich ein toller Einstieg finde ich mit diesem mit diesem Banküberfall. Genau. Ja, übrigens die Musik äh, die Musik ist von Hans Zimmer und ist auch ja, ziemlich äh, brachial ziemlich cool. Äh, ja, und der Joker versucht dann halt irgendwie mit den Mafia, mit den ganzen verschiedenen Mafia-Bossen der Stadt dann irgendwie da so zusammenzuarbeiten, aber die trauen ihm auch nicht so ganz und. Ja, weil er einfach äh, ziemlich durchgeknallt ist. Er will wirklich, er sagt es ja auch einmal dann, er will einfach nur die Welt brennen sehen. Das ist so ja, sein Ding. Es ist er, ihm ist egal, wie viel Chaos. Geld er hat. Er brennt das ganze Geld ab, ist ihm scheißegal. Er will einfach nur alles zerstören, Chaos stiften. Genau. Und ist ein richtiger Superpsychopath. Und er ist so genial gespielt von Heath Ledger. Da haben sie auch versucht so eine etwas realistischere Variante vom Joker zu machen. Der ist halt nur so so komisch selbst, äh, gemacht, irgendwie so weiß ge sein Gesicht so weiß gepinselt und dieses Grinsen ist mehr oder weniger nicht in sein Gesicht geschnitten. Doch er ist es irgendwie hat auch so einen er hat so Mund oder so. Er hat so, diese ne? Narben, ja. Er hat diese Narben und hat es aber auch so ganz äh, so pennermäßig so rot übermalt so. Und er hat auch mal so fettige, klebrige Haare. Eklige Haare. Und er leck, no. er, er leckt sich immer so die Lippen so ganz komisch, so Stimmt, richtig widerlich hat so, ne? Also ein Tick, dass ja, er sich ja. immer so beim Reden die Lippen leckt und dann geht er immer ganz nah an die Leute ran, an ihre Gesichter und so und meint, ich schneide jetzt mit meinem Messer den Mund auf. Und dann erzählt er den Leuten auch immer, weißt du, warum ich dieses Lächeln habe? Und erzählt immer andere Geschichten. Also es sind alles nur Stimmt. Lügen, so, ne? Du denkst am dann Anfang, dann oh, er wurde als Kind missbraucht. Nein, dann erzählt er eine ganz andere Geschichte. Es ist alles nur Quatsch, so. Ja, und für mich der berühmteste Satz überhaupt in diesem Film ist dann diese, wo er so sagt, so why so serious? <laughs> das ja. ist so, das ist wirklich krass. Also, man merkt hier auch, ein Batman-Film wird gut, wenn der Superschurke gut ist. Weil Ganz dieser genau, Scarecrow davor den war so blöd. Scheißfilm einfach und macht aus Scheiße Gold in dem Batman Fall ist auch so langweilig, aber der Joker, der reißt es halt raus, weil der Joker ist wirklich interessant einfach. Das ist ja, und Wahnsinn. jede seiner Szenen ist geil. Da gibt es ja auch diese Szene, wo er irgendwie so aus diesem, aus diesem Krankenhaus so irgendwie so rausläuft, noch selber als Krankenschwester verkleidet ja. und hinter ihm geht das ganze Gebäude in die Luft. So, und das ist so geil. Da haben sie auch wirklich, da haben sie tatsächlich ein ganzes Gebäude gesprengt, weil ähm, Christopher Nolan übrigens, ähm, Side Fact, der benutzt sehr wenig CGI in seinen Filmen und ist ein großer Fan von Practical Effects und macht so viel wie möglich äh, in real. Ja, das finde ich auch immer sehr geil. Also da übrigens, diese, diese Szene ja. ist sogar noch besser, als du sagst, weil äh, es ist ja so, dass er da denen sagt: In irgendeinem Krankenhaus sind Bomben und so, ne? Und wenn ihr nicht tut, was ich sage, wird das Krankenhaus zerbombt und dann äh, genau, Scheiße. er kommt aus dem Krankenhaus raus. Und das Witzige ist, er, er drückt irgendwie den Knopf, um das auszulösen, ne? und dann kommt so eine das Explosion im Hintergrund. Und erst und erst aber die, die ist nur so klein ja dann drückt er noch mal, irgendwie so ja, dann, dann, drückt dann, noch mal dann ist nur so eine kleine Explosion und er so hö, hö, und dann drückt er noch ein paar mal und dann mit einmal kommt die richtige Explosion und dann latscht der erst so weg so ne also es war auch eine witzige Szene einfach also auch Total übrigens äh, ein ulkiger ulkig dass da auch äh, Einiges an Humor mit einmal drin ist, weil man muss sagen, die Christopher Nolan-Filme, normalerweise ist da überhaupt kein Humor. Also kein bisschen Humor, nur ernst. Die nehmen sich einfach komplett ernst, da hast recht. Ja. Hier ist tatsächlich durch den Joker wirklich einiges an solchen so, so Humor drin. Das ist, ist auch, macht den Film auch etwas besser, ja. Ganz genau. Aber dann habe ich mir auch aufgeschrieben, was die zum Teil wieder miteinander labern. Da ist dann so irgendwie so ein Gelaber mit, mit, mit Batman so und. Politik und und so. Und, und dann äh, soll so, Batman so überhaupt noch da mitmachen oder, oder ja. was war doch so. Und, dann, und so pathetisch auch. Ne? Dann, ja. dann sagt er so: Batman ist our silent guardian, our watchful protector, our dark knight. Und ich höre mir das so an und denke: Was labert ihr für ein Scheiße? Pathos, ne? Ja, ja, dieser komische Pseudopathos. Aber so, ist, es wird einfach nichts gesagt so. Aber was an dem Film, aber für mich noch äh, outstanding ist, ist tatsächlich, äh, das ist dann wiederum äh, nicht practical, sondern digital gemacht, ist dieser Two-Face, ne, dieser Politiker, der dann irgendwie diese Bombe halb abkriegt oder so ne, und dann seine halbe äh, Gesichtshälfte äh, kaputt ist und wie, wie, der, wie die das gemacht haben, das ja. sieht so geil realistisch aus, so, dass so richtig so Sehnen, die Haut ist weg und das Fleisch ist drunter zu sehen und so Löcher im Gesicht und die Sehnen gehen halb so über die Zähne und dann unglaublich so, ich gut gemacht, ja. Das ist irre gut gemacht. Ja. Er ist ja auch da auch im Krankenhaus. Man sieht ihn ganz lange immer nur eine Seite seines Gesichtes und man weiß natürlich schon, wenn man Batman kennt, das ist jetzt Two-Face und man wartet ja. darauf, dass man endlich die andere Seite des Gesichts sieht. Ne? Und dann wird die andere Seite gezeigt und es sieht wirklich so übelst gruselig aus, so schrecklich so. Ganz hart an der Grenze des Machbaren. Ne? Und, und ja. dann hat er natürlich auch immer seine Münze. Das ist typisch. Das fand ich auch halt bei ihm natürlich ganz geil. Das ist ja klar, Aber er wirft dann einfach nur noch eine Münze. Ja, entweder lasse ich leben oder nicht. Oder bin ich jetzt böse oder gut, je nachdem, welche Seite gewinnt. Ja, und ich, ich fand auch, es wurde auch am Ende dann für mich auch echt emotional. Weil es kommt dann ja so eine Szene mit, mit diesen zwei Schiffen, wo dann so ganz viele, ein Schiff mit Verbrechern und ein Schiff mit unschuldigen Zivilisten und dann so die, die Idee ist, dass man sich dann entscheiden muss, welches der dass die das eine Schiff die anderen wegsprengt, sonst sterben sie alle. Und dann ist auch noch Gordon die von dem Gary Oldman ne von den Polizisten die Familie wird auch noch mit reingezogen irgendwie ne der Two Face hat dann auch noch ja. irgendwie seine die Frau und das Kind da und dann wird's halt echt dann tatsächlich emotional. Also da hat mich das dann auch tatsächlich etwas mitgenommen, was bei den anderen Batman Filmen jetzt nicht so war. Das finde ja, ich auch ist, ganz gut. Ist auf jeden Fall auch wirklich der beste von den dreien, finde ich auch tatsächlich. Ja, und wie gesagt, der ja. Film hat einfach Überlänge. Ne? Irgendwann ist dann das Problem gelöst irgendwie und ich denke so, ja, cool, jetzt könnt ihr aufhören und dann gibt es nochmal einen coolen Twist irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da war. Und dann dachte ich so, okay, jetzt ist er zu Ende und dann ging es nochmal weiter und nochmal weiter und nochmal ja, weiter. es hört einfach nicht auf, genau, ja. ja. Anstrengend. Der wird dann einfach nur anstrengend, der Film. Ähm, aber hat auch mega Erfolg auf jeden Fall gehabt. Also dadurch ist er ja nochmal unabhängiger geworden. Und da äh, konnte er dann, wie gesagt, als Shooter hat ihm ja eigentlich alles erlaubt im Endeffekt. Ne? Und Was mir auch aufgefallen ist bei gerade bei dem Batman-Film, aber auch bei seinen anderen Filmen, ist, er es ist sehr äh, erdtönig. Ne? Er benutzt, es, also seine Filme sind immer sehr grau-braun. Es gibt wenig grün, ne? Also ja, man ja, ja, sieht genau. wenig ba grüne Bäume. Selbst wenn ja, man Bo grüne Bäume sieht, ist das Grün eher so ein bisschen äh, nicht sehr saturiert. Also. Genau. Er hat einen ganz also, eigenen klar, Stil hat, mit den Farben. Wir haben so. verschiedene Farbtöne, also verschiedene Farbgebungen und das ist bei ihm sehr deutlich, das stimmt. Ja. Also er benutzt die Farbe auch als künstlerisches Element sehr stark, so finde ich. Dass das auch alles immer stimmt. Ja, das ist ja auch nicht schlecht. Also er hat ja auch wirklich einen, einen sehr distinktiven Stil, den man dann auch irgendwann erkennt, also finde ich jedenfalls. Und ähm, also auch bei dem Film bietet es sich natürlich nicht so an, immer vor und zurück in der Zeit zu springen. Das macht er in dem Film auch nur ein bisschen. Also, eigentlich wird es für einen Plot-Twist auch benutzt, ne? Dieses Zeitsprung-Ding bei ihm. Aber ähm, das müssen wir jetzt auch nicht direkt aufklären. Können wir sich ja auch noch mal in Ruhe angucken, denke ich mal. Genau. Und jetzt geht es dann weiter. Nach Batman Dark Knight kam dann Inception 2010, ein Wieder zwei Meisterwerk. Jahre später. Ja. ja, das Ja. also für mich wirklich eins seiner, wo ich nicht der beste Film. Also der schlägt für mich dann. Jetzt nach mal, nochmal gucken, finde ich ihn sogar noch besser als Memento. Vorher war Memento mein absoluter King, weil ich den halt länger nicht gesehen hatte und dann Inception äh, bombastisch, ja. Worum geht es denn in Inception mit dem, äh, ja, und wer spielt damit? Also die Grundidee in Inception ist, dass so Geheimagenten sozusagen oder irgendwie so Leute Technologie haben, um in die Träume anderer Menschen einzudringen und sie dann durch die Träume zu beeinflussen. Genau, und wollen eigentlich denen irgendwelche Geheimnisse entlocken, die tief in ihrem Innern verborgen sind. Ja, wie zum Beispiel das Passwort für den Safe einfach oder den Passwort für den Safe oder auch andere Sachen, Ideen einpflanzen in die Leute. Das ist jetzt die neue Idee, die sie jetzt versuchen. Wir haben diese Technologie. Können wir Ideen in Leuten sozusagen eine Saat für eine Idee setzen? Zum Beispiel, genau, die du willst deine Firma verkaufen und dass der Typ dann wirklich am Ende denkt, er will das, obwohl das eigentlich, obwohl das eigentlich beeinflusst wurde durch diese Traumreisenden. Und äh, oh. mitspielen ist, Leonardo DiCaprio spielt mit und Elliot Page habe ich mir aufgeschrieben. Also, Leonardo DiCaprio ja. ist halt die Hauptrolle. Äh, das ist ein Team aus solchen, ja, Traumagenten sozusagen, die in die Träume anderer Leute eindringen. Genau, da haben wir dann auch ähm, äh, Ellen, beziehungsweise inzwischen Elliot Page, damals noch Frau. Hätte ich sagen, ja, Elliot Page habe ich gesagt, ja, genau. Genau und die spielt da halt die die Traumdesignerin die ja an, äh, ähm, sozusagen an, anheuert weil man braucht immer jemanden der, der das das ganze Interieur dieser Träume und dieses ganze Setting designt, ne für die sozusagen die, diese ganze Traum in dem das dann da äh, spielt die Architektur der, auch und so ne sozusagen genau, die ganze also, Architektur ja. und alles weil die dringen ja in den Traum von jemand ein sozusagen der andere befindet sich dann in seinem in dem Traum von den äh, von den äh, Geheimagenten oder wie man sie nennen mag von dieser Truppe, aber er muss natürlich den Eindruck haben, dass es in seiner, dass er in seinem eigenen, dass es seine eigene Realität ist. Und die Traumdesignerin muss das dann so real wie möglich und so überzeugend wie möglich äh, designen. Ne? Und lustigerweise ist es dann im Film auch so, dass, dass die Psyche von jemandem automatisch erkennt, eigentlich, wenn was Fremdes in den Traum eindringt und es dann anfängt zu bekämpfen, wenn man zu viel ungewöhnliche Dinge tut. Ne? Genau, Leute, dass dann mit einmal die Passanten in der Stadt dann anfangen, dich zu verfolgen oder so, weil das. Genau, weil das ja Teile der Psyche sind, desjenigen, äh, den sie da irgendwie zu beeinflussen, zu versuchen. Und, dann, und der eine ist sogar extra geschützt, ne, sozusagen. Der hat dann extra so ein, so ein Traum-Security, könnte man sagen, die dann richtig auf die ballern und die verfolgen und so, als sie es mitkriegen. Ne? Das ist total schräg. Ist eigentlich sogar relativ schwer, den, den Plot zu erzählen ohne dabei ins Schwimmen zu kommen, ne? Weil da so viele Details, also dieses Worldbuilding, was sie da betreiben, ist so geil, dass man am Ende wirklich denkt so, oh wow, cool, hier ist so ein System aus verschiedenen Traumebenen und was ist dann im Endeffekt die Realität? Das ist auch eine der äh, philosophischen Fragen, ja. die der Film stellt. Also sie, sie haben, sie machen jetzt eine, also es fängt an mit einer normalen Mission so, ne? wo sie einfach in dem Traum eines Menschen sind und da merkt man schon dass es hier auch tricktechnisch der absolute Wahnsinn weil im Traum kann natürlich alles passieren das heißt wände können sich verschieben äh, mit einmal die ganze Stadt kann sich irgendwie auf den Kopf drehen ne die straßen können sich ja. äh, verdrehen und dann rennen die dann irgendwie an Häusern seitlich lang und alles. Die ganze Gravitation ist irgendwie umgedreht und so. Überwiegend überwiegend praktische Sets gebaut. Also auch für diese Szenen, wo sich die Schwerkraft ändert, Und wenn sie irgendwie an den Wänden dann an die Wand gehen und dann laufen sie da entlang. Dann haben die riesige Sets gebaut, die drehbar aufgehängt waren, um das äh, in ja, echt Wahnsinn. machen zu können, anstatt ja. das mit CGI irgendwie zu faken, ne? was ich einfach auch eine geniale Idee finde. Also der Nolan, der hat eh so ein paar Ideen, die ich ganz gut finde. Der hat zum Beispiel Immer wenn er Drehbuch schreibt und so ähm, ähm, macht er das nur an einem, äh, an einem Notebook, äh, das kein Internetzugang hat, weil er sich nicht ablenken lassen will. Und Schauspieler ah ja, haben ja. gesagt, dass an den Sets von Christopher Nolan, dass es da keine Stühle gibt, weil äh, er meint, also wenn Leute sich hinsetzen, dann arbeiten die nicht richtig. Ne? Dann sind die nicht mehr richtig bei der Sache. Deswegen können die oh an Gott, den okay. Sets nicht sitzen. <laughs> oh <Gott. lacht> Interessant. Also ich wollte auch eben noch, ja witzig, aber ich, ich hab da immer so ein, ich hab da so ein gespaltenes Verhältnis zu, weil ich kenne das auch, dass Leute sagen so ne, oh, dieser Regisseur der, trizt, der der holt das Letzte aus den Schauspielern raus, aber zum Teil kommt dann auch raus, dass das auch richtige Arschlöcher sind, ne, die die Leute ja, mal anschreien willst. und fertig machen und so. Und das finde ich eigentlich, äh, also ich bin eigentlich ein Verfechter der normalen Arbeitsbedingungen, so bitteschön alle Feiertage einhalten und man soll nie äh, schreien und sowas ne also ich finde ja. das etwas komisch wie manche Regisseure da so mit den Leuten umgehen ich weiß jetzt nicht wie Christopher Nolan das macht aber so Leuten die Sitzmöglichkeit zu verwehren ist ja schon fast äh, Fol Folter also das finde ich etwas <laughs> fragwürdig ja auch. also interessant noch mal zu kurz zum Casting also Leonardo DiCaprio ist die Hauptrolle dann haben wir in seinem Trupp ist äh, also beziehungsweise einer der Auftraggeber eigentlich der dann später mitkommt in diesem in diesem super äh, Inception-Ding, was sie machen, um eine Idee einzupflanzen. Da kommt dann der Auftraggeber, der Ken Watanabe, der kommt dann da mit. Und dann gibt es noch Joseph Gordon-Levitt, der ah, ist ja, auch genau. in der Gruppe. Ja. Und dann gibt es noch die verstorbene Frau von Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard spielt die, diese Mel. Und die hat auch eine ganz besondere Rolle, weil die taucht immer in, in den Träumen dann auf. Und das hat was mit seiner Vergangenheit zu tun. Und das ist auch das, was ihn der ja eigentlich der Leiter dieser Truppe ist ne der 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 Boss ja. was ihn auch zu einer ja zu einem Problem macht weil er kann das nicht er kann das nicht verdrängen also genau. diese Frau immer, das ist so das da. ist so ein, so ein Problem für ihn das sein er hat sein er hat sein Unterbewusstsein nicht richtig unter Kontrolle genau weil es gibt dann auch noch das Konzept in dem Film wenn du zu tief in den Traum absteigst sozusagen in einem Traum dann noch mal irgendwie einschläfst und in eine weitere Traumtiefe kommst dass du irgendwann in so einem, in so einem Endstadium bist, wo man nicht mehr rauskommt so richtig, ne? Wo man sozusagen in seinem genau. tiefsten Innern drin ist und das hat er ewig lange man mit seiner hängen Frau bleiben. Gemacht. Und genau, dann ist weil, man in weil so eine Die Zeit ja. ist halt auch anders im Traum sozusagen. Weil genau. Wenn du im Traum drin bist, dann vergeht die Zeit viel langsamer. Das heißt, du hast im Traum irgendwie eine Stunde Zeit und in Wirklichkeit es vergeht nur eine genau. Minute oder sowas, ne? Und das vermehrt sich immer mehr, sodass er dann eine Weile mit seiner Frau in ihren tiefen Traum war, haben sie sich ihre eigene Welt gebaut und haben da irgendwie 50 Jahre zugebracht und, äh, und in Echtzeit war es nur genau. viel weniger Zeit. Ja. Und das Problem war dann sozusagen, dass, dass äh, als, äh, als er mit seiner F Man muss sich im Traum, muss man sterben, um wieder aufzuwachen. Ne? Als Beispiel. Und er muss dann, äh, er will dann mit seiner Frau irgendwann wieder in die Realität zurück. Und, und sie will nicht so richtig. Und dann äh, macht er diese äh, macht er das zum ersten Mal weil das ist auch der Grund, warum sie sich das später dann nochmal trauen, weil er es schon mal gemacht hat. Also, er pflanzt dann diese Idee in sie rein, äh, dass, es, äh, dass die Realität nicht die Realität ist. Ne? Ja. Und, und dass sie dann sozusagen sterben müssen, um wieder zurückzukommen. Das Problem ist nur, dass diese Idee in ihr wächst und weiter wächst und, und, und wie so ein Krebstumor und sie dann auch in der Realität, in unserer Realität nicht überzeugt ist, dass sie wirklich in der Realität ist. Und dass sie dann, äh, ja. Selbst man begeht. Selbst man begeht von dem Haus runterspringt und, äh, und will, dass er mitkommt und äh, das ist sein großes Trauma, sein großes Drama. Ne? Und genau, das muss da er auch Kommt er nicht drüber weg, Film. ja. Genau, und das schafft, schafft er eigentlich irgendwann auch, das ist so genial. Und irgendwann weiß man selbst nicht mehr, ist man wirklich in der Realität oder es gibt es dann noch irgendwo eine Ebene oder so. Ne? Das ist total schräg. Also der Film Die, hat eine wirklich ja. coole Wirkung auf meinen die traumreisenden den sagt ja auch immer ihr braucht ein totem was euch daran erinnert ob ihr in der realität seid oder nicht für ihn ist das so ein kreisel den er immer äh, dreht auf dem tisch und wenn der kreisel halt runterfällt weiß er dass es die realität ist wenn der kreisel endlos sich dreht dann weiß er dass es ein traum weil ja. in echt dreht ein kreisel sich ja nicht endlos was genau. das mit der zeit war der wahnsinn weil das ist nämlich genau auch hier wo die zeit wieder reinkommt das halt im traum können sie äh, 20, haben sie vielleicht zwei Stunden und in Echtzeit sind es nur fünf Minuten. Da ist irgendwie so, und es ist auch richtig eine Physik dahinter, die sie so ausgeklügelt genau, das ist auch haben. Das also, spannend gemacht, weil es gibt so eine Szene, wo die alle in so, in, so, in so einem Van drin sind und dann fällt dieser Van von so einer Brücke runter und fällt ins Wasser rein, und wenn sie im Wasser aufschlagen, dann werden sie sozusagen wach. Ne? Und, durch den und, Aufschlag, aber, ja. Genau, aber dieser, dieser Sturz dauert eigentlich nur natürlich nur ein paar Sekunden, 30 Sekunden oder so, ne? Und dann können sie genau berechnen, ah, okay, so viele so viel Sekunden in Echtzeit, dann haben wir jetzt sozusagen noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um hier das Problem zu lösen und da reinzugehen und so. Genau, sie, sie wollen halt so einen, einen, so einen sehr mächtigen Industriellen irgendwie davon überzeugen, seine Firma zu verkaufen. Ne? Und oh. dafür machen sie sich dann eben, und das haben sie vorher noch nie gemacht, das ist auch so ein bisschen wie so ein, so ein Heist-Movie, ne? Also, es, ja, du hast halt Fall. hier die, die, das Team und die wollen halt irgendwie, das ist halt wie so ein Bankraub, obwohl es kein Bankraub ist, so eine Mission erfüllen zusammen. Genau. Und dann planen sie das halt, du siehst halt genau, wie die das planen und so. Und dann überlegen sie halt, okay, wie viel Zeit haben wir? Na, wir machen das jetzt so, dass wir im Traum wieder träumen und dann wieder träumen. Also in drei Traumebenen gehen. Und in genau. jeder, bei jedem Schritt wird die Zeit wiederum verlangsamt. Aber und das einer bleibt ist zurück, auch, dass sie sich ganz hart betäuben müssen mit so einem Betäubungsmittel, damit die halt in Traum, ja. damit es nicht zu instabil wird in den unteren Traumschichten. Genau und dann sind die halt in, dieser, in diesen drei Traumschichten und der eine bleibt aber zurück, um sie dann wieder aufzuwachen oder so ne? und dann ist die eine genau. die erste Traumschicht ist halt dieser, dieser Van, der dann runterfällt, das ist alles genau geplant, der dann auf das Wasser zufällt, von der Brücke runter und dann ist halt die erste Traumebene, da ist einer zurückgeblieben, dann die nächste Traumebene und dann noch eine Traumebene. Dann und jeweils die Ken Zeit ist gestaffelt, exponentiell sozusagen. Und dann, dann den wird der Nabe, der wird im Traum angeschossen und ist dann am, am, am Verrecken, aber er, er kann sozusagen nicht durch das Sterben wieder aufwachen, weil sie nämlich so stark betäubt sind, dass es das nicht funktionieren würde und dass er wirklich sterben würde. Ne? Und der muss genau. sich dann opfern und die anderen retten am Ende sogar noch irgendwie so, ne? So war das doch irgendwie. Ja, genau, das es, ist es wird cool. es sterben dann auch Leute und äh, es ist. Ach nee, etwas. der stirbt gar nicht. Der geht dann in die unterste Traumebene und lebt dann ein ganz, ganz langes Leben und wird uralt. Ah ja, ja. Um, genau, um der wird dann, noch ganz alt. dann doch am Leben zu bleiben. Ne? Das ist und krass. also die, diese Zeitthematik ist hier drin durch diese Idee im Traum vergeht die Zeit anders. Das ist auch glaube ich sowas, was Christopher Nolan wahrscheinlich total genial findet, weil das Zeit baut. Zeit ist für ihn irgendwie das Thema. Ne? Also ja. das ist schon mal super. Und ich muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich davon nichts gerafft. Weil es wird ständig zwischen diesen Traumebenen hin und her geschaltet und manche werden auch in Zeitlupe gezeigt und so, ne? Und wenn man da am Anfang einmal kurz nicht aufpasst und das nicht rafft, dass die jetzt diese drei Traumebenen da versuchen zu kontrollieren, dann ja. ist der ganze Film kompletter, also du raffst das halt überhaupt nicht. Warum wird jetzt Stimmt. hier hingeschnitten? Und jetzt beim Neugucken habe ich es auf einmal geschnallt. Also da war dann so, ah ja, jetzt wird mir wieder gezeigt wo dieser dieses Auto gerade ist, dass es kurz davor ist aufs Wasser einzuschlagen und dann wird das mir wird die ja nächste Traumebene genau gezeigt also und wieder es wird einmal erklärt, aber wenn du da nicht genau zuhörst, dann bist du echt verloren, also dann ist vorbei. Es <laughs> ist echt. Aber ja. es ist halt so, wir befinden uns im Hauptfilm in drei verschiedenen Traumebenen, wo immer hin und her geschnitten wird und zum Teil auch in Zeitlupe und so. Und da muss man halt wirklich äh, das muss man halt wirklich dann verfolgen und die Effekte sind so wahnsinnig. Der eine der geht dann diesen äh, diesen ähm, äh, Fahrstuhlschachter hoch und so und dann die Zeit läuft halt langsamer und äh, es ist Traum, unglaublich. Kaputt und alles fängt an sich zu bewegen und zu drehen und dann muss er gegen diese komischen Traumschutzleute äh, da noch kämpfen und in der dritten Traumebene sind sie dann irgendwie äh, im, im, im Schnee und äh, auf so eine Burg zu, wo er dann sein Innerstes verborgen ja, ist und wo so sie eine Art dann die, seinen sterbenden Vater präsentieren, so und, und ihm dann sozusagen ja. die Idee einpflanzen, dass er ja eigentlich ein unabhängiger Mensch sein soll, der seine eigenen Entscheidungen trifft, so dass er dann selber denkt, ah ja, ich muss jetzt was anders tun, ich muss jetzt die ich Firma muss die Firma verkaufen, ja oder aufsplitten oder so, ja irgendwie. genau. Und das, ja aufsplitten was, ja genau. Und das irgendwie und das ist dann wirklich er glaubt es dann tatsächlich ne? und, und, und als dieser Ken Watanabe der angeschossen, als der dann auf der untersten Traumebene in diesem Oblivion oder so festsitzt, da geht dann nur irgendwie der Leonardo DiCaprio, der geht dann hinterher, weil er da schon mal war. Und, und versucht, ihn dann zu finden, und, und äh, ja, wie war denn das am Ende? <laughs> Krass, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film geendet ist eigentlich. <laughs> also ganz am Ende ist ja dieses, das habe ich auch beim ersten Mal Schau nicht verstanden. Da ist er dann, sind sie dann wieder in der normalen Welt, und äh, DiCaprio kann jetzt wieder einreisen, der hatte irgendwie so ein Visaproblem oder so, Stimmt, der konnte nicht genau. in die USA einreisen. Er hat es dann aber geschafft, das war halt das, was er wollte, dass er seine Kinder wieder sieht, dann ist er bei seinen Kindern. Genau, und, und dann sieht er zum ersten Mal auch die Gesichter von seinen Kindern. Die haben ja vorher immer so komisch weggeguckt. Ja, genau, weil er konnte die nicht besuchen, weil er hatte irgendwie so ein Problem mit seinem Security-Zeug, irgendwas, er war auf so einer Blacklist, dass er nicht einreisen darf oder so. Und dann äh, sieht er die Kinder und dreht aber diesen Kreisel. Und der Film hört halt auf, du siehst diesen Kreisel sich drehen und du siehst halt nicht, es sieht so aus, ganz in der letzten Szene, in der letzten Sekunde des Films, der als würde der Kreisel fallen, als er zuckt so ein bisschen. Man denkt, ah, der Kreise fällt, er ist in der Realität. Vielleicht Aber nicht. vielleicht auch nicht, vielleicht <laughs> ist er nur irgendeiner Traumebene und träumt seine Kinder dort. Also das ist dann auch eigentlich ein bisschen zu perfekt, das Ende für ihn, ne? ist wie so, ein, wie so ein Happy End für ihn, dass er mit den Kindern ja. zusammenkommt und dass er nicht mehr verfolgt wird und irgendwie denkt man sich so, scheiße, ist das jetzt auch wieder so ein ausgedachtes Ding so und ist, er noch nicht ist das jetzt auch nur ein Traum, ja, und eine Vorstellung für ihn oder was auch immer, ist schon genial, also, also er lässt dann auch Fragen offen. Ja. Was ich toll finde, ist, dass der Film so viele Ebenen hat, ne? diese ganzen Traumebenen und diese Zeitebenen und, und auch das Drama mit seiner Frau dann noch dazu. Alles ne? kommt zusammen, es es passt wirklich super. Etwas, was mich etwas wundert, ist äh, Elliot Page. Ich find's super, dass sie da drin ist, aber ähm, es wundert mich aber etwas, dass sie in, die in ihr Team aufnehmen, weil die, sie hat halt gar kein Training so mit Waffen und so, ne? Und ja, sie ist das, halt so ein Naturtalent, sie ist halt ein Naturtalent ja, für dieses Umbuilding. da ist sie super gut. Das drin. stimmt, aber sie, sie kann halt nicht mit Waffen umgehen und so. Und sie ballern ja ohne Ende rum dann am Ende. Also in dieser ja. diese einen Traumebene mit diesem Bunker im Eis, da wird ja geballert ohne Ende und so. Und da denkt man sich auch, ah, man sollte vielleicht Leute anheuern, die auch ein bisschen mehr mit Waffen zu. <laughs> sich umgehen oder umgehen sie noch mal trainieren können. vorher oder so ja sowas. genau haben sie glaube ich auch versucht ihr so beizubringen wie man einen Revolver wie man eine K äh, Pistole schießt oder so aber das fand ich auch das ist auch eine der Schwächen des Films finde ich ist diese Bunkerwelt weil das war für mich ja. so im Kino weiß ich noch und jetzt auch beim Neugucken ah hier ist halt Eis und so ein Bunker das ist so ein bisschen wie so eine Map von Quake oder Doom oder so ein Stimmt, bisschen langweilig ein einfach Löffel. nur so Beton ja, wie so ein Level ja. in einem Videospiel ne ein bisschen ja. langweilig eigentlich von der Ausgestaltung aber davor waren sie ja auch in diesen Städten, die sich so wunderbar äh, morphen und bewegen, also im Großen großen Ganzen ist es schon der Wahnsinn. Also es ist der Wahnsinn. Ganz genau. Und auch mega Erfolg und auch der Film wird wieder von seinem Hauptdarsteller getragen, also Leonardo DiCaprio ist da irgendwie in Bestform und bringt so eine überzeugende Leistung für mich. Also das hat mich schon sehr beeindruckt, wie er das ganze gespielt hat. Auch Marion Cotillard, die ist auch toll. Irgendwann hat er Super, so ein Gespräch ja. mit ihr, ne? Also wo er vorher sitzt und dann klar wird, so sie ist es nicht, ne und, und er, er weiß auch so du bist es gar nicht wirklich, du bist halt die das Bestmögliche, was ich mir ja. äh, von dir vorstelle. So eine, so eine Idee vom, in meinem Unterbewusstsein, ja. Genau und das ist dann wie so eine Katharsis für ihn, dass er wirklich begreift, so okay, sie ist wirklich nicht mehr da und und er kann, er muss loslassen, damit sie auch aus seinen aus seiner Erinnerung endlich verschwindet oder sowas, ne. Und, aber er hat sie ja halt ja. nie verziehen, irgendwie, ne? Dass sie dann auch äh, irgendwie, sie will ja auch nur zu ihren Kindern zurück und ist überzeugt, sie muss diese, äh, diese Traumebene verlassen und sich nochmal umbringen, um in die wirkliche Realität zurückzukommen. Aber es kann ja nicht passieren. Und er ist schuld daran, weil er ihr die Idee eingepflanzt ist, dass das alles nicht real ist. Und äh, mit dieser Schuld es ist halt der Wahnsinn, ihn, ja. Ist halt das Dramatische an dem Film auch, ja. Geil. Und er gleichzeitig will er natürlich auch diese Mission beenden und so, ne? Weil äh, das ist ja für ihn auch der, das Ticket, seine Kinder wiederzusehen. Also ist er auch immer so zwiegespalten. und also, das ist auch so schön, weil der Film so abstrakt und, und durchgeknallt, der auch ist, äh, er, er, er berührt etwas in uns, weil wir haben das alle erlebt, dass wir in einem Traum sind und das Gefühl haben, wir haben eine Stunde verbracht und dann sind auf dem Wecker nur fünf Minuten vergangen, ne? Oder ähm, also dieses, ja, dass man im Traum träumt, nur ein paar Minuten. Und, und du hast, da, im Traum vergeht die Zeit wirklich anders. Genau. Ist, Oder du, du hast auch, jeder hat ja auch, glaube ich, mal diese Erfahrung gemacht, dass man im Traum aufwacht und dann merkt, oh, ich träume immer noch und dann nochmal aufwacht. Also das, das, ja. das ist einfach was, was sozusagen das Publikum damit auch verbindet, so dass man auch das Gefühl hat, das, das ist einfach zum Teil Sachen, die man selber erlebt hat, so natürlich nicht so ja. extrem. Aber ja, aber auch wenn die in den Traum von jemand eindringen, auch selber hat man ja irgendwie schon mal die, die Erfahrung gemacht, dass man im Traum nicht mehr weiß, dass man gerade träumt und dann genau. irgendwie dann aufwacht und merkt so, oh Gott, oh, ein Glück oder irgendwas, das war ja nur ein Traum, ne? Und, Oder dass und du das aufwachst ist, und die ganze Zeit denkst, das war echt und dann erst fünf Minuten später merkst du, ach ja, das war ja nur ein Traum, das ist genau. ja gar nicht so passiert. Ja. Und all so eine Ebenen sind in diesem Film irgendwie so untergebracht, also diese ganzen psychologischen Ebenen irgendwie. Und das macht den Film halt auch so schön und intelligent, finde ich. Und das hat auch, glaube ich, kein Film vorher gemacht, das ist auch wirklich echt wieder was kreativ Neues, so dass Träume derartig cool dargestellt werden im Film. so, also kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass das irgendwann vorher schon mal gemacht wurde in dieser Art? Nee, in ja. der Art kenne ich das auch nicht. Also, das Mit ist dies, auch diese Effekte, die waren halt auch damals, also 2010 kam der heraus, diese Effekte waren halt auch einfach, das, sowas hatte man noch nicht gesehen, dass sich so eine ganze Stadt so umklappt und dreht und so. Genau, ja, das gab es dann später bei, bei, bei ähm, Doctor Strange, äh, sowas in der Art. Sieht man dann auch, wenn die Städte sich verdrehen und verwirzen. Ver ver ja, das haben sie aber einfach voll von Inception geklaut, fand ich. Ja, also, natürlich, klar. Ja fand ja. ich auch, als ich das dann gesehen habe, dass es irgendwie auf jeden Fall da Inspiration gegeben hat. Ja, Sehr schöner herrlich. Film. Sehr schöner Film für mich. Einer, einer von ja, finde ich auch einer der besten. Ja, finde ich sogar und, der Beste. Und dann kommt jetzt wieder ein Batman als nächstes, oder? Genau, leider kommt jetzt wieder ein Batman. 2012 kam raus Batman: The Dark Knight Rises, der dritte und Teil und der Abschluss dieser Batman-Trilogie von Nolan. Und äh, den habe ich im Kino gesehen und jetzt nochmal geguckt und oh Gott, ist der viel zu lang, meine Herren. Also ich hier ist jetzt, ähm, Ja, wir der, sind jetzt bei 164 Minuten. Ja, es ist wirklich einfach, es gehört halt einfach nicht auf. so, und, Okay, was ist hier der Twist? Der Twist, also Batman äh, hat sich zurückgezogen, er will nicht mehr Batman sein, so, ne? Er hat halt irgendwie Probleme äh, moralisch, irgendwie äh, so, er, er will halt einfach nicht mehr. Er hat halt Midlife-Crisis sozusagen. Genau. Und, mit mit Batman-Crisis. Genau, und jetzt kommt halt der Bösewicht und das ist dieser, wie heißt er nochmal, oh. Bane. Bane, genau, der Bösewicht ich glaube, ich ist Bane. Von Tom Hardy Und man erkennt ihn gar nicht, weil er hat sich für den Film einerseits total aufgemasselt. Zum anderen Teil hat er, zum anderen hat er eine Glatze und zum dritten hat er dieses, dieses komische Maske vor, vor der Fresse, so dass man ihn ja. gar nicht sehen kann. Er hat so eine metallene schwarze Maske, die eigentlich ziemlich cool designt ist, so und immer so vorm Mund und vor der Nase. Das ist wie so eine. Äh, ja, wie so eine Covid-Maske, aber halt aus Metall mit, mit so verschiedenen, ja, ja Schläuchen es, oder so. Ja, so, so es so. war wohl so, dass man ihn äh, durch diese Maske auch sch sehr schwer nur verstehen konnte und dass sie das dann später nachsynchronisieren mussten, sogar im Original, weil man seine Stimme einfach nicht hören, richtig hört. Ja, und macht. ich weiß nicht, was ich davon halte. Die Stimme ist verstörend, die jetzt im ja. Endfilm, die Englische. Die ist verstörend, Stopp, weil, weil er immer Sie so hoch spricht, haben, und nicht ich spricht. Ich werde dich jetzt töten. So, ganz komisch spricht auf Englisch. So, I will kill. Es ist, wenn man es zum ersten Mal hört, denkt man wie bescheuert, aber irgendwie bin ich damit warm geworden im Laufe des Films. Irgendwann fand ich seine Stimme cool und wirklich gespenstisch. So. Es ist nicht so ganz, was man erwartet. Es ist elektronisch verfremdet, aber auf eine ganz äh, un unerwartete Art. Und dieser Bane, der ist halt äh, so ein richtiger Terrorist. Also er ja. will halt auch wie, genau, ähnlich wie der Joker. Ich glaube, wir haben das eben gerade auch so ein bisschen durcheinandergebracht. Aber es ist eigentlich genau wie Joker. Er will halt einfach alles zerstören. So er will halt, dass die alle Kriminellen. Er ist praktisch die Anarchie, die verkörperte Anarchie. Ja, er, genau. er will Anarchie. Das ist sein, das ist sein, seine Haupt, äh, sein Hauptziel. Es kommt dann raus, dass dieser Bane. Es ist halt so ein richtiger Muskelprotz, ne? Der auch immer so Oberkörperfrei irgendwie da so mit seinen riesen Muskeln da so steht mit seiner Maske und er, es stellt sich raus, er ist einer dieser Leute, die das Kämpfen dort gelernt haben, wo Batman es auch gelernt hat, in so einem komischen, in so einer komischen äh, Mönchs, äh, ja. in so einem Mönchskult irgendwo in den Bergen, wo diese schwarzen Ninjas da irgendwie ihre Mönch, Mönchkampftechnik lernen oder so, und da hat er das auch gelernt. Die, wie hieß die nochmal Shadow? Wie hießen diese Armee Shadow Army? Ne, wie heißen die denn? Ey, frag mich mal, ich weiß, Die hatten nicht. so einen Namen, irgendwie The Black Black Army oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat der halt bei dem gleichen Meister gelernt wie Batman, so das Kämpfen. Ja. Es äh, kommt ja dann auch zum Kampf zwischen ihm und Batman und Batman wird richtig kaputt gemacht, ne? Genau, der macht halt, der haut halt Batman richtig ver kaputt, weil er meint, ich habe auch dort gelernt, ich kann besser kämpfen als du, weil ich habe das Training durchgezogen. Batman hat die ja irgendwann verlassen, die, diese Kampfmönche. Weil ja. er mit, de, mit deren äh, Philosophie nicht äh, einverstanden war, weil diese Ka Kampfmönche haben ja, die wollten ja Gotham zerstören, weil Gotham ein so ja, genau. irgendwie äh, ein Kapitalismus, so eine Ikone des Kapitalismus ist und sie waren dagegen und so und sie wollten halt Gotham komplett zerstören. Korruption, weil Gotham so korrupt ist, wollten sie halt die ganze Stadt zerstören. Da hat Batman gesagt, nee, und dieser Bane, der ist halt noch voll in dieser Ideologie drin. Äh. Okay, der Bane ist eigentlich nicht schlecht. Also es geht. Er ist lang nicht so cool wie Joker und er ist auch nicht cool genug, dass man ihn irgendwie drei Stunden lang ertragen will. Also es ist genau, so. man sieht ja auch nie sein Gesicht. Also wie ja. kann man da irgendwie Emotionen rüberbringen? Also er versucht es mit dem Körper und Stimme, aber es ist halt einfach ja. Und vor allem dieser Mittelteil des Films, nachdem Batman dann erstmal gebrochen irgendwie ja, liegt ja. und, und sich dann ewig erholt und dann doch wieder Batman wird. Das ist so zäh der ganze Mittelteil. Und auch überhaupt dieser dieser ganze Mittelteil, Boah. wo dann dann Finden Sie langsam raus, dass Bane irgendwie in der Kanalisation seiner Armee da irgendwie vorbereitet und sie sind halt in der Kanalisation ständig, ist man wieder irgendwo in der Kanalisation und es, es zieht sich alles so endlos hin. Es passiert eigentlich auch nichts richtig. Eine witzige Sache bei diesem Film ist, dass eine Art Catwoman ist dabei. Ja. Und das die ist witzig. Von Anne Hathaway. Genau. Sie ist so eine Juwelendieben, die auch. Ähm, Ganz am Anfang von Batman, die, die aus dem Safe irgendwas klaut, irgendwelche Juwelen oder so. Und, äh, das ist witzig, weil das wird nicht gesagt, dass die Catwoman ist. Es wird nur gesagt, sie ist eine Cat-Burglar, also eine, wie heißt das auf Deutsch, so, 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 eine, eine Diebin, die immer so an den, an den Wänden hochklettert und irgendwo durch die Fenster eindringt, ne? Das ja. heißt ja auf Englisch Cat-Burglar. Und, äh, ja, es ist jetzt nicht die Catwoman, die man eigentlich so kennt aus dem Comic, aber eigentlich doch. Und sie hat halt auch so einen Anzug, ne? Irgendwie fast so, so einen Latex-Anzug gemacht. Ne? Irgendwie so fast so wie Catwoman damals, wie Michelle Pfeiffer bei den anderen Filmen. Ja. Aber und die ist dummer. wirklich nett. Die finde ich nett. Sie, sie, hat, sie hat halt irgendwie so eine ganz komische Rolle, weil sie ist immer so, sie ist immer so unabhängig, aber manchmal hilft sie Batman halt. Dann ist sie wieder, dann, dann ist sie wieder gegen Batman, versucht ihre eigene Unabhängigkeit zu beweisen, aber im Endeffekt ist sie halt auf seiner Seite und hilft ihm, hilft ihm gegen Bane. Okay. Die fand ich gut. Ja, den habe ich auch tatsächlich nur einmal durchgestanden, irgendwann, weil irgendwie äh, ist. Ich musste dann den dritten Teil dann halt ja. auch nochmal irgendwie gucken. Aber so richtig äh, vom Hocker gehauen, hat er mich auch. Wollte er nicht auch irgendwie dann irgendwie eine Atombombe zünden oder so? Der genau, Game? er hat dann irgendwie so eine Bombe im Fußballstadion, die er zünden will, ja, ja. die dann so die ganze Halb Gotham zerstören will. Und dann ist halt wieder so dieses: das Timing, das Ultimatum und so. Ja, also. Der Film ist wirklich auch voll von Schwachsinn, finde ich. Also, da ist zum Beispiel wird Batman dann in so einen Kerker gesteckt und da ist er endlos lang in diesem dummen Kerker. Es ist so langweilig. Mhm. Und, dann, ja. und dann versucht er da rauszuklettern, weil die sagen, wenn, wenn, du dies, wenn du diesen Brunnen da hochklettern kannst, dann hast du deine Freiheit. Aber keiner hat es geschafft. Alle sind gestorben. Nur Bane damals. Bane lange. ist dort als Kind aufgewachsen, als kleiner Säugling. Warum packt man einen Säugling in diesen Kerker? Was soll das? Gibt es da überhaupt Gefängniswachen? Nein. Wie, wo kriegen die ihr Essen her? Es macht alles überhaupt keinen Sinn. Und dann, das bescheuertste ist, dann versucht er immer wieder da hochzuklettern und schafft es nicht so. Ne? Aber sie haben halt so ein Seil. Und wenn du mit diesem Seil runterfällst, irgend, aus irgendeinem Grund, wird das Seil nur um deinen Bauch gebunden, sodass du jedes Mal die, fast den Rücken brichst, wenn du da runterfällst. Sag ich auch, warum binden die das nicht normal um die, um die Hüften, ne? um, um, um die Beine rum, wie man das normalerweise macht? Nein. Und dann ganz am Schluss, wie kommt er da raus? Ja, sein, sein Mentor da im Kerker meint, du musst ohne Seil klettern. Nur ohne das Seil. Warum sollte er diesen, diesen Kletter, diese Kletterpartie ohne Seil besser schaffen als mit Seil? Das macht, es ist einfach so ein Quatsch. Was, was wird da auch den Kindern gesagt? Ihr müsst ohne Seil klettern? Hallo? Geht's noch so? Was von eine bescheuerte ja, also Idee. Also Metapher auf, du musst es selbst schaffen, aus dir selbst heraus. Aber so, ich Mit, fand's ohne so, Hilfe und so Also da habe ich gedacht, Ganz nein, was ist das für ein so Quatsch, du musst ohne Seil klettern. Und das ist halt allgemein bei diesem Film, es ist alles so unlogisch und so blöd, auch was die sagen. Das ist alles so, ich kann damit, ich hab da irgendwie die ganze Zeit nur gedacht, was, was machen die für ein Quatsch und was reden die für einen Schwachsinn ja die nehmen sich einfach total ernst und da ist so viel Pathos dabei und auch diese ganze Welt sich dahinter fände ich ein bisschen seltsam so eigentlich sozusagen war ich fast auf der Seite der Anarchisten ich auch ja weil die anderen ja auch wirklich so korrupt sind und irgendwie hat er ja seinen Punkt gehabt dann ne das du hast ja halt diese Lust korrupte gesprengt. Polizei und du hast diesen Batman der auch eigentlich immer nur auf Rache aus ist und auch nicht wirklich so eine eigentlich kann man sich mit dem kaum identifizieren und Er ist nicht die moralische Instanz in nein der Welt. voll nicht. nicht und äh, Irgendwo gab es einen Witz. Ich habe mir aufgeschrieben, es gab so einen Witz, wo Batman sagt, so, wo einer sagt, so that's how it feels, Light. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war, aber es gab einen Witz. Also, das ist auch mein Problem. Bei dem Joker gab es ja durch den Joker einige Witze. Und hier wieder nichts. Es ist halt wirklich genau. nur ernst. Pur Und das ernst ist einfach zu gesehen. lang, drei Stunden lang, ohne einen einzigen Witz, wo man lachen kann. Das, das geht nicht. Also, ist zu viel. das war mir echt zu viel. Es war dann langweilig, ich bin auch im Kino eingeschlafen, ich musste mich jetzt auch durchquälen wieder. Ja. Und, ach ja, was auch noch völlig bescheuert ist, <laughs> wo ich gerade am Aufregen bin, in diesem Film weiß mit einmal jeder, wer Batman ist. Irgendwie, jeder Hinz und Kunz weiß, dass Batman Bruce Wayne ist in diesem Film. Es, es, Echt? Also, das weiß ich gar nicht. Dieser, mehr, das dieser so Polizist war. findet das einfach raus. Der meint, ach ja, ich weiß, dass du Bruce Wayne bist. Wie kannst du das wissen? Ja, ich war halt als Kind, damals habe ich dich gesehen als Batman, da wusste ich gleich. Und dann, und dann irgendwie natürlich die Catwoman, die weiß es dann auch. Diese, 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 diese Räuberin ne, und ihre Freundin dann auch, also alle wissen damit einmal, wer Batman ist. <laughs> ich auch so Da kann man jetzt auch keinen vierten Teil mehr drehen, weil dann muss man das halt erklären, dass jetzt irgendwie diese ganzen Leute alle schon wissen, wer Batman ist. Und es ist ja auch eh Quatsch, weil wenn du den siehst, also wie er seine Stimme verstellt, ist doch sofort klar, dass das der Bruce Wayne ist. Also dieses, dieses bisschen Stimmenverstellen in echt würde es ja auch nicht bringen. Naja. War das nicht so, dass sich Batman dann am Ende sogar opfert oder so und irgendwie begraben wird oder irgendwas? Ich kann mich also, nicht erinnern, dass er am Ende also steht stirbt. Hier ich grade, am Ende steht hier sozusagen bei Wikipedia so, nach dem scheinbaren Tod von Batman sowie dem Begräbnis und der Verkündung des Testaments irgendwie, kommt dann äh, Alfred und irgendwie bla 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 und dann gibt es noch aus seinem Nachlass so eine, eine Kiste und dann stellt sich raus, dass von Blake irgendwie der zweite Vorname Robin ist und dann wird so irgendwie so angeteasert, dass es irgendwann so einen Batman und Robin noch geben könnte oder sowas. Was dann dann, aber oh er hatte wow, dann das habe ich komplett übersehen hat er dann aber tatsächlich auch äh, Christopher Nolan hat da keinen Bock mehr dann irgendwie noch einen weiteren Batman zu drehen irgendwie weiß ihm dann selber auch zu so doof <laughs> kann ich auch verstehen also ach so doch ich erinnere mich an diese Szene am Ende weil das war ja ein eins der Themen war ja dass der Alfred immer in Europa irgendwo ist in Italien in so einem Café und sich immer vorstellt dass er dort äh, Bruce Wayne mit einer Frau sieht dass er ein glückliches Familienleben hat abseits von Batman und Gotham weil Alfred versucht ihn ja immer überzeugen, verlass Gotham so, Gotham ist nichts für dich, es ist nur, es ist nur schlecht für dich hier in Gotham zu sein. Und dann ganz am Ende gibt's diese Szene, wo Alfred da in dem, in so einem Café in Italien ist und dann sieht er tatsächlich Chris, Christian Bale. Und ich glaube, diese, 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 diese Catwoman da zusammen. Oder ah, sowas. Okay. Genau. Selina heißt die genau, Selina, diese, hm. diese Dieben. Genau. Dass er dann sieht, oh, das du hast dich so von Gotham ist, getrennt, das du lebst jetzt in Kyle. Europa, glücklich. Luciana Kyle ist ja der Name von, von der Catwoman eigentlich. Ja, dann auch. ist das also echt, dann ist das wirklich, ja genau, Catwoman, dann ist das wirklich die aus den Comics, nur halt ein bisschen, bisschen anders. Äh, ja, ich ein bisschen bin kein anders, Fan. Interpretiert, wieder so pseudo-realistischer, so. Ja, und es ist, der Film ist langgezogen, ich bin kein Fan. Also ich muss auch sagen, ich fand den jetzt, den zweiten mit Joker fand ich am besten. Ich war auch gleich im Kino schon von dem Bane etwas enttäuscht als Schurken. Ja, der bringt genau. halt nicht so richtig. Was ist sein? Was kann er machen? Okay, er kann halt richtig gut kämpfen. Ja, Und er ist halt so ein überzeugter Anarchist und, und äh, Anti-Kommerz. Ja. Auch so komisch, so wie der, die Kommerz. Äh, die, die Reichen sind ja dann doch die Guten oder irgendwie sowas und die Bösen, die alles nur kaputt machen wollen. Das ist irgendwie so eine komische Welt, die ich auch so Pseudo-Libertär irgendwie. Das fand ich dann irgendwie auch nicht so geil. Das finde ich auch schon bei den Comics problematisch, weil das ist ja genau dieses Ding. Genau, du hast da dieses totale Schwarz-Weiß-Denken. So, es gibt so die Gosse und irgendwelche die die Punks in der Gosse und die Anarchisten sind die Bösen und die Recht, die rechtfertigen Bürger, die reichen Leute sind die Guten. Das ist alles so so kindisch, ne? So unreif allein die irgendwie. Ne, Dass ja der reiche da, Typ durch sein Reichtum. Ja, ja zum moralischen Überflieger wird und auch das Gesetz hinter sich lassen kann und einfach Selbstjustiz übt und die Bösen verfolgt, die ja eh nur die Penner sind und so und die Psychopathen. Das ist halt ein bisschen an sich in sich ist die Batman-Idee äh, schon so ein bisschen komisch und deswegen war Batman auch nie mein Haupt-Lieblings- äh, in, in vielen, vielen dieser alten Comics schwingt so eine ganz komische politische Haltung mit, die ich auch inzwischen überhaupt nicht mehr teile. Also das ja. kommt vielleicht auch einfach durch die Schreiber, die damals halt diese Comicbücher geschrieben haben. Keine Ahnung, aber ich finde das auch alles ziemlich langweilig und problematisch auch zur Zeit. Also ich stehe da irgendwie nicht mehr so richtig hinter. Das kommt aber, glaube ich, noch aus den Comicbüchern. Ja, Mag sein. Jetzt haben immer. wir so lange, jetzt haben wir über diesen schlechten Film, meiner Meinung nach schlechten Film, so lange geredet. Aber ich muss mich auch mal Mix. ausheulen. Genau. Ja, dann hat er wieder einen richtig guten Film gemacht nach Batman, äh, nach dem dritten Batman und das war ja, nämlich Interstellar, Interstellar. 2014. Ja. Herrgott. Ja, mit dem Film habe ich aber auch so meine Probleme ich auch so ein bisschen, aber ich muss sagen, in meinem Freundeskreis, also ich kenne einige Leute, die die Batman-Filme gut finden. Ich kenne alle Leute, die ich kenne, finden Inception auch genial und Interstellar finden auch alle meine Freunde unglaublich gut. Also der Film, ich finde ihn auch gut, aber der hat wirklich, der hat wirklich ein Ansehen, so einfach so unter unter den Menschen. Also alle ja, finden Okay, toll, ne? ich, ich rechne den Film auch hoch an, dass er mit richtigen Wissenschaftlern gearbeitet hat, um wirklich die verschiedenen physikalischen Sachen halt so realistisch und gut wie möglich darzustellen, wie zum Beispiel auch ein schwarzes Loch oder sowas. Das gab es in keinem Film, wurde ein schwarzes Loch besser dargestellt und auch die Auswirkungen, die sowas hat und die und diese ganze Sache. Ähm, aber worum geht es denn überhaupt in dem Film? Interstellar, erzähl doch mal, da ist die Erde irgendwie schon am Arsch, ne? Und alles. Äh, <laughs> genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Welt ist im Arsch wegen Klimawandel, habe ich mir aufgeschrieben. Und jetzt sagst du Genau, und, und irgendwie gibt es einen, so einen Farmer, der war früher mal Pilot und der wird dann ausgesucht, warum auch immer, dass er jetzt die Welt retten soll. Irgendwie, sie müssen halt eine zweite Erde finden, wo sie irgendwie flüchten können. Und ähm, ja, und dann soll er dann irgendwie, ja, wie war das, mit Hilfe von so einer Technologie, mit so einem Warp-Ding oder so, irgendwie zu verschiedenen. Planeten und die ausprobieren, ob die für Menschen geeignet sind. Und dann kommt genau. auch wieder und, dieses Zeitding dazu, diese Zeitdilatation. Wenn du dich schnell bewegst, nahe der Lichtgeschwindigkeit oder sowas, dann vergeht ja die Zeit viel langsamer und, und, und die Tochter und die Familie altert und er nicht. Und das ist dann dieses Dramatische in dem Film. Extrem Gän, Gän, emotional. Gän, Gän. Nee, ich fand das, also man muss sagen, der Hauptcharakter, den du eben erwähnt hast, dieser Test, dieser Farmer, dieser Bauer, der aber Matthew früher Testpilot war, ist halt Matthew McConaughey. Und mhm. der hat eine ganz intime Beziehung, also ganz dicke, äh, ganz starke Beziehung zu seiner Tochter. Yep. Die kleine Tochter. Und äh, das kommt echt gut rüber, finde ich. Also die spielen das super, die beiden. Das kommt richtig rüber, dass die so wirklich dick äh, sind miteinander, dass die sich wirklich lieben. Und yep. dann äh, seine Tochter sagt immer, sie sieht da so ein Gespenst in ihrem Raum. Sie hat ein Gespenst. Und er meint, ja, wir müssen das wissenschaftlich untersuchen. Erst glaubt er eh nicht und dann sagt er, wir müssen das wissenschaftlich untersuchen. Dann macht sie halt so ein richtiges Notizbuch und so Experimente mit dem Gespenst, was das verursacht in ihrem Raum da. Irgendwie, dass der Staub, dass da so Bücher runterfallen aus ihrem Bücherregal und so, ne? Aber dann ja. muss er halt weg. Und diese Szene, wo er sich von ihr verabschiedet, ist halt, finde ich auch super. Also es ist alles total emotional, weil die NASA, weil er ja Ex-Testpilot ist heuert ihn dann die NASA an auf so eine Mission irgendwie nur er hat das Know-how dieses Ding ja, zu okay, steuern man oder Langs so es gibt wahrscheinlich nicht mehr viele Piloten oder ja so wahrscheinlich ja. was ich ein bisschen komisch fand dass die fahren da einfach so durch diese Felder und durch Zufall treffen sie auf so ein riesiges Forschungsgebäude der NASA wo dann halt diese Raumschiffe getestet werden warum weiß davon niemand warum ist ja das, das ist ist alles halt etwas ein komisch nicht wirklich gut durchdacht an der Stelle finde ich das ist echt das komisch, gestört, so ne? dass es Stark vereinfacht ist an verschiedenen Stellen. Ja. Es ist so ein bisschen, wenn es diese riesen Forschungsdings äh, gäbe, dann würden doch die Menschen, die nebenan wohnen, davon wissen. Also, oder es ist komplett geheim, keine Ahnung. Ganz komisch. Auf jeden Fall sind dann da zig Wissenschaftler, theoretische Physiker oder so, die sich das alles ausklamüsiert haben. Und ja, wir müssen jetzt auf die Mission, um einen neuen Planeten zu finden. Und übrigens. Drei oder vier Forscher sind schon vorher schon losgeflogen, um diese Planeten Stimmt. zu erkundschaften. Und er, und sie haben von denen aber nichts mehr gehört. Er soll jetzt hin, um zu gucken, welcher dieser Planeten mit einer neuen Crew, um zu gucken, welcher dieser Planeten lebensfreundlich ist, wo vielleicht die Menschen den kolonisieren könnten. Und der andere Witz ist, sie machen das, indem sie durch ein Wurmloch fliegen, von dem keiner weiß, wo es herkommt. Angeblich haben Außerirdische dieses Wurmloch geöffnet. Durch das sie genau. durchfliegen können. Und die potenziellen Planeten, die sie jetzt erforschen, sind alle nahe bei einem schwarzen Loch. Ja. Was ich auch etwas komisch finde, weil du brauchst ja eine Sonne, also <laughs> aber irgendwie kreisen die um ein schwarzes Loch. Ja, total strange. Das hat mir auch irgendwie nicht gefallen. Das war auch wie auch so übelst zurecht konstruiert, der ganze Das Schwarz stimmt, zurecht. der Film gilt als einer der wissenschaftlich akkuratesten Filme und ich finde ihn als. Ich empfinde ihn als einen der schwachsinnigsten. Also das ist ja. alles so. Na, Weil er diese ganzen guten Ideen, die er hat, dann einfach irgendwie so versucht darzustellen, irgendwie filmisch, und das verbindet mit dieser Vater-Tochter-Geschichte. Aber, und, und das wirkt auf mich dann aber auch wieder so zurecht konstruiert, nur damit der Film irgendwie einen roten Faden hat, muss die Tochter halt altern und er ist irgendwie weg für, für zwei er Wochen. Er geht halt auf eine Mission, wo durch Zeitdilatation er nur ganz wenig altert und seine Tochter dann eben. Immer um zig Jahre, äh, Jahre gleich, ja. Jahrzehnte altert und er muss ihr das halt auch sagen. Ich fragt ihn, wann kommst du zurück? Und das ist auch eine ganz komische Szene, weil warum macht er das überhaupt, wenn er seine Tochter so liebt? Warum verlässt er sie? Und er weiß ja, dass er wahrscheinlich nie wieder zurückkommen wird. Also ja, na, um, erst in um 50 halt um Jahren. So. Retten oder, so. oder auch, weil er selber halt auch nochmal diesen Nervenkitzel haben will, als Pilot so ein Ding zu steuern, ne? so ein Raumschiff zu steuern. Ich weiß. Nicht. Auf jeden oh, der Fall der war, ja. sind diese Planeten dann halt nahe bei einem schwarzen Loch. Das schwarze Loch ist wunderschön tricktechnisch in Szene gesetzt. Es gab wohl angeblich schon in den 70er Jahren ein theoretisches eine theoretische Abhandlung von einem Astro äh, von einem ähm, ja, der hat ganz Physiker. Physiker genommen um auch zu rechnen also das, wu das wusste man wohl schon in den 70er Jahren wie ungefähr so ein schwarzes Loch aussieht wenn man es fotografieren würde und das hat dann dieser Kip Thorne der Physikberater nochmal neu dann gerendert so in hochauflösend berechnet und so das ist wohl wirklich so wie so ein schwarzes Loch aussieht wenn man dann in der Nähe ist es sieht gespenstisch aus weil das alles so ver ver verbogen wird die die Form, das ist nicht einfach nur ein Kreis, sondern so, ein ganz komisch, so eine ganz komische Form, sieht im Film extrem beeindruckend aus. Und dann kommt sowas rein wieder mit der Zeit, weil jetzt ist es halt so, okay. Wir müssen uns entscheiden, welchen, Plan welchen Planeten fliegen wir an. Ne? Der wir müssen auf jedem Planeten bleiben oder genau, Stunde, und dann, Weil sonst sind wir erst nach 100 Jahren wieder zurück oder so. Und dann entscheiden sie sich für einen Planeten und dann kommt raus, der Typ hat sie angelogen, ne? der da war. Das ist, gar kein, das ist gar kein bewohnbarer Planet. Der hat das nur gesagt, weil er wollte, dass Leute kommen, um ihn abzuholen. So. Stimmt, da haben sie sich stimmt. dann halt falsch entschieden. So, ne? Und der Typ, der da ist, der dann so gelogen hat, dieser Astronaut, der da schon auf diesem Planeten ist, äh, das ist ne äh, auch wieder Matt Damon. <laughs> also ja, genau. Da ist dann die Schauspieler sind auch wieder der Wahnsinn und äh, da ist dann auch sowas witziges, weil er fliegt runter auf den Planeten und aus irgendeinem Grund, was auch physikalisch keinen Sinn mehr macht, äh, wenn er eine Minute auf diesem Planeten ist, vergehen irgendwie eine Stunde oder so auf dem Raumschiff, aber so krass kann die Zeitdilatation gar nicht sein, also durch den Planeten, die Gravitation ist natürlich verursacht natürlich eine Zeitdilatation, aber nicht so stark. Das verstehe ich nicht, wie das kann man auch physikalisch irgendwie, glaube ich, nicht erklären. Warum ja, das, das so drastisch das ist, halt, ist, weil das schwarze Loch so nah ist, ne? Und allein durch ja, das schwarze Loch wird die Zeit so Wird das so, stark? Oder so. Aber ich glaube, das, das ist physikalisch nicht korrekt, aber egal. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall kommt er dann wieder zurück und auf dem Raumschiff, was im Orbit um den Planeten war, wo er dann wieder zurückkehrt vom Planeten, ist der Typ dann schon uralt, ne? Der ist dann irgendwie 30 Jahre gealtert oder so, hat er dann 30 Jahre gewartet. Während er noch genau, ein sie paar Stunden auf dem Planeten fährt. Um den Typen zu retten und ja. irgendwie, und dann war es ja gar nicht der richtige Planet. Und der arme der Typ ich, oben ist jetzt schon ein alter langen Mann. Langen. Es ist so krass, das finde ich witzig. Und äh, ja, na gut, und wie endet es dann? Sie finden, glaube ich, kla sie finden einen Planeten, sie schicken die eine Frau los zu einem anderen Planeten, kehren selber zurück oder so die ist dann ja. auf einem Planeten, der halbwegs bewohnbar ist, so ein bisschen wüstenartig geht aber und er kommt zurück zur Erde, da ist natürlich richtig viel Zeit vergangen, da gibt es jetzt schon mehrere Raumstationen im Orbit und so, da ist er auf so einer Raumstation irgendwo im Sonnensystem und äh, kann noch mal seine Tochter sehen, die Tochter ist halt dann eine alte Oma oder so. Das ja, Und im ist gerade am Sterben schon oder so. Ja. Sehr herzschmerzig Eins, mich doch, äh, Muss er doch dann in das schwarze Loch rein, irgendwie, mit seinem Raumschiff? Genau, Und er dann muss ist zurück. er dann irgendwie, dann geht's richtig in die, in, die, äh, in die Quantenmechanik oder so, weil dann ist er auch. Dann wird's der Zeit halt völliger Schwachsinn, weil er ist in dem ist schwarzen dann der Loch. ist den seine Tochter, als sie jung ist, immer dann sieht im, im, äh, und er bewegt die Bücher oh, hin und, und so. Das fand ich auch so bescheuert, weil er ist dann so hinter diesen Bücherregalen, die sich so. In, also er ist dann im. Er geht in das schwarze Loch rein, erscheint mit einmal in so einer Art. Ähm, ja komischer Raumzeit, wo er so hinter diesen Bücherregalen ist, die sich ständig wiederholen. Und genau, er kann er dann gerade so, so, so ein Buch verschieben. Und dann war er halt der Geist, den sie damals gesehen hat, seine Tochter. Fand fand er ich auch da ziemlich, ziemlich, das fand ich auch völlig bescheuert. Das hat auch keine physikalische das wurde Basis. Oben noch drauf gepropft, um den Film irgendwie noch ein bisschen länger zu machen oder so. Das hat auch in der Physik überhaupt keine Erklärung. Das ist wirklich dann völliger Schwachsinn. Warum sollte er da in der Zeit zurück bei diesen Bücherregalen erscheinen? Speziell, weil er ja auch ohne, ich glaube dann sogar ohne Raumanzug, nee, er hat noch den Raumanzug an, aber er ist dann halt irgendwie im schwarzen Loch. Es ist alles Und der Film ist natürlich fragwürdig. auch wieder länger, nur fünf Minuten länger als der letzte, jetzt 169 Minuten, aber wir nähern uns immer mehr den drei Stunden. <laughs> wir sind schon fast da. Er hat aber was wegen der Atmosphäre und wegen dieser Beziehung zwischen den Kindern und ihm. Das fand ich gut. Matthew McConaughey fand ich auch gut. Er spielt irgendwie, habe ich das Gefühl, immer die Gleich den gleichen. Also er hat irgendwie ja. einen Charakter, den er spielt, den spielt er in allen Filmen. aber ja auch gar nicht so viel. Aber doch, er hat auch in einigen Filmen hat er auch richtig gezeigt, was er kann. Ja. Da gibt also es einen Film, wo er so äh, irgendwie AIDS hat oder so und so er richtig abgemagert ist und irgendwie sowas. Er hat versucht Ach, irgendwann, ja, ja. die Kurve zu kriegen. Am Anfang war er so der Schönling und äh, Rom-Com. Typ so mit Muckis und gut aussehend und dann hat er immer mehr auf schrägere Sachen gesetzt und hat immer mehr versucht sich als Charakterdarsteller zu etablieren und das finde ich macht er auch ganz gut. Also er ist aber, halt in diesem Film finde ich ein bisschen zu sehr so der typisch amerikanische Held. Er ja, ist halt Bauer, er ist, Bauer. Genau. Er ist äh, NASA Pilot, er ist cool, Ex-Testpilot. Er kann er ist irgendwie so dieser typische amerikanische Held einfach so, ne? Ist er ja. etwas ein, äh, eindimensional. Aber äh, optisch gesehen, also wie ge es äh, gefilmt ist und so, ist schon, ist schon gut gemacht. Also, ja. Das war Interstellar. Wollen wir noch mehr dazu sagen oder weiter? Nö, brauchen wir nicht. Gehen wir weiter. Geht so. Jetzt kommt als nächstes Dunkirk 2017. Genau, und der ist mir noch gut in Erinnerung, weil ich ihn gerade erst vorhin gesehen habe. Kurz, äh, kurz bevor wir angefangen haben mit, dem, mit der Aufnahme, war ich fertig damit. Schöner, ja, knuspriger kleiner Film, der auch wieder nicht so lang ist sondern er hat nur irgendwie 140 Minuten, also etwas mehr als eine anderthalb Stunden oder so. Das ist sein zweitkürzester Film nach diesem äh, Following. Und ähm, ja, was soll man denn dazu sagen? Er verfilmt sozusagen eine äh, reale Begebenheit aus dem Zweiten Weltkrieg, nämlich den Versuch der Alliierten über Dünkirchen oder im Englischen Dunkirk sozusagen ähm, auf das europäische Festland zu kommen und und die äh, sozusagen ähm, Europa sozusagen äh, als dann zu, ähm, da reinzukommen mit ganz vielen Leuten. Aber das geht halt schief und dann sind ganz viele Leute, irgendwie 300.000 Leute oder so, sind dann irgendwie da eingesperrt auf der irgendwie in, So in gestrandet, Statt, so, ne? Irgendwie. Sind da gestrandet und können nicht weg, weil die Deutschen halt immer wieder mit Sturzkampfbombern ankommen und mit U-Booten und die Schiffe kaputt machen und die Leute kommen da nicht weg. Ne? Und der Gag ist dann, dass es tatsächlich dann, dass es so einen Aufruf dann gab, dass ganz viele private Leute, die irgendwie Schiffe haben, auch kleine Boote und so, dass sie dann da losschippern und versuchen, die ganzen Soldaten da zu retten. Und das gleich, das ist dann irgendwie in drei Ebenen irgendwie erzählt. Einmal die Geschichte von diesen, von einem der Typen, von so einem Vater, der auch seinen Sohn im, irgendwie als Pilot verloren hat und der dann mit seinem kleinen Boot losschippert, mit seinem Sohn und noch einem Kumpel der Familie. Und, und, und versucht dann die Leute zu retten. Ne? Und was denen dann so passiert. Und dann gibt es als zweite Ebene noch so zwei äh, irgendwie Leute, die, äh, die im Flugzeug äh, irgendwie mit, mit Mustangs unterwegs sind und die denen da, die dann helfen sollen, aus der Luft sozusagen die Leute irgendwie die Bomber abzuschießen, bevor sie die Schiffe kaputt machen und so. Ne? Ja. Und auch alles sehr heldenhaft. Und dann gab es noch irgendwie eine Ebene von diesen Leuten, die einfach da am, am Strand sind und da versuchen zu entkommen. Als erstes merken sie zum Beispiel, ah, die ersten, die auf die Schiffe kommen, sind die Verletzten. Also greifen sie sich irgendwo äh, irgendwie so einen Verletzten, machen ihn auf so eine Bare und rennen den anderen hinterher und wollen auch noch so, als, äh, als ob sie den Verletzten sozusagen transportieren würden, versuchen, auf dieses Schiff raufzukommen. Schaffen es auch. Das Schiff wird da aber dann bombardiert, geht unter und dann wird es alles ganz dramatisch. Sie müssen abhauen und wieder, wieder zurück nach Dünnkirchen, wieder an diesen Strand und dann da wieder irgendwie rankommen. Und dann lernt er auch so einen Typen kennen. Und der stellt sich dann raus, ist aber kein Engländer, sondern der sagt immer kein Wort und dann halten sie ihn irgendwie für einen Deutschen, dann ist aber ein Franzose, der auch nur Schiss hat und der hat dann einen toten Engländer am Strand, hat er die Klamotten abgenommen und will so als Engländer dann irgendwie da mitkommen. Und äh, das ist alles ganz dramatisch und ist alles auch ein bisschen sehr pathetisch und so auf Heldeneps gemacht, aber ist wirklich gut gemacht insofern, dass er sich wirklich sehr an die realen Begebenheiten hält, die dann so passiert sind, ne? aber die dann so sehr persönlich erzählt. Aus verschiedenen Gesichtspunkten wirklich ganz persönlich äh, irgendwie zeigt, was die Leute auch dann geopfert haben, persönlich und, und, und was, in was für eine Gefahr sie sich begeben, um ihre anderen Leute zu retten. Der eine zum Beispiel im Flugzeug, der, der seine Kumpels sind schon abgeschossen und der ist der Letzte, der dann noch übrig ist und er könnte gerade noch so zurückkehren, hat noch genug Sprit, aber entscheidet sich dann doch da zu bleiben und lieber dann noch die Bomber zu bekämpfen und, äh, und sozusagen, bis sein ja. Sprit alle ist und er segelt ohne Motor und muss dann alleine am Strand landen und wird sogar am Ende von den Deutschen noch abgeführt. Irgendwie so, er hat also alles sozusagen geopfert, bis hin zur Gefangenschaft irgendwie bei den Deutschen, um irgendwie seinen Teil dazu beizutragen. Ne? Und ähm, aber es ist ein schöner Antikriegsfilm, muss man tatsächlich sagen. Also wirklich in dem Sinne ein Antikriegsfilm. Es ist zwar auch Gewalt zu sehen, aber niemals wird sie irgendwie beschönigt oder zelebriert. Ja. Sondern Der Film erzählt die Horror des Krieg den Horror des ganz Krieges genau. ganz klar. Ja. Man sieht also, was wirklich beeindruckend ist, ist sozusagen, wenn die so angreifen und dann so Bombenexplosionen, irgendwie so ein halbes Schiff zerreißen oder so ein, so ein, so ein Steg am, 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 am Strand irgendwie so weg, Bam oder so. Und er schmeißt sich auf den Boden, dann fliegen die Bomber über sie hinweg und die Bombenexplosion kommen immer näher, so und dann gibt es wirklich viele ja. Leute, die da weiter. Manche aufkommen. erwischt ist und manche nicht. Reines Glück, so ne, ob du jetzt gerade genau. getroffen das wurdest. Das Glück ist das anderen Pech. Die auf dem Boot, die, 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 die nehmen ja auch noch so einen Typen mit, der irgendwie, äh, irgendwie dessen Schiff untergegangen ist. Er war der einzige Überlebende oder so und er hat dann auf dem halben Schiff, was was untergegangen ist, dann noch um, ausgeharrt. Dann nehmen sie ihn mit. Und er ist aber total geschädigt von dem Krieg irgendwie so, auch weil er irgendwie. Äh, er total Schiss hat und er will auch eigentlich nicht wieder zurück und, und, und dann gibt es so einen kleinen Kampf an Bord und dann fällt der eine unglücklich und, und stirbt dann auch und er ist schuld und ach ja, also es wird ganz viel, ganz viele Fässer werden, werden aufgemacht in dem Film. Aber es ist alles, es bleibt alles eigentlich ganz gut im Rahmen, sodass man es noch versteht und dass es so ein bisschen, also es ist schon ganz schön auf Helden, Epos auf, oder auf Pathos getrimmt, aber nicht so, dass es unangenehm wird, sondern der Film hat eine schöne Balance, finde ich. Und, und am Ende habe ich auch fast eine Träne zerdrückt äh, und dann bin ich auch noch fast äh, äh, irgendwie dann, äh, habe ich dann verstanden sozusagen, was viele dann auch geopfert haben, irgendwie um wirklich diesen Krieg zu gewinnen. Da wird am Ende dann auch nochmal zitiert irgendwie so eine Rede von, von dem, äh, wie ist der nochmal, der britische Premierminister, da der, wo er dann sagt, so, ja und wir werden niemals aufgeben und wir Churchill, kämpfen bis von nee. Churchill irgendwas, ja. ne? wir kämpfen bis zum letzten Mann und, und ja. wir werden es befreien und es wird eine neue Zeit kommen und so. Und ähm, ja und es ja, ist da ist ja auch ja, was dran tatsächlich ja ja ich fand es auch sehr bewegend super in Szene gesetzt du denkst echt du bist mittendrin da so ne also genau, es, es ist wird unglaublich don't, gemacht don't tell, sondern just show wird immer wieder richtig mittendrin aus verschiedensten Blickwinkeln gezeigt wie den einzelnen Leuten was denen so geschieht und was sie machen können und was sie nicht machen können und und es sehr pur, immersiv Zufall. ne zum Teil auch im Cockpit des des dieser, ja. dieser Flugzeuge ja, oder wenn sie dann in dem Schiff sind, so direkt, die Kamera direkt dran, ne, wo dann das Wasser steigt drin, und sie müssen rauskommen aus diesem. So. Stimmt, genau. Und das dass sie das sich so. dann, und dass diese zwei Helden da sich dann auch immer umgucken müssen, so eine, oh, wo kommt, wo ist hier die, wo ist hier die Tür, dass wir rauskommen, falls wir abgeschossen werden oder so, ne, in dem Schiff und. Genau. Du denkst immer, jetzt schaffen sie es, nein, sie schaffen es wieder nicht, jetzt schaffen sie es, nein, wieder an dem Strand, so wieder gescheitert. Ja, genau, so, und dann da sind sie im Wasser, das ist gerade noch rausgekommen, wollen sich auf ein Rettungsboot flüchten, und dann sagen die, nö, wir sind voll, wir kennt dann so, ihr müsst jetzt, ihr habt ja eine Leine, könnt euch festhalten, aber versucht irgendwie selber irgendwie klarzukommen, wir holen euch dann schon noch ab und so, und schaffen es gerade so an den Strand und es so. ist schon, ist schon abgefahren, das ist wirklich gut gemacht. Vor allem in relativ kurzer Zeit, der Film hat ja keine Überlänge in dem Sinne, wird es einfach ja. komprimiert, einem alles super dargeboten, und es hat einen Rhythmus, es hat einen äh, Pace und es hat irgendwie einen Spannungsbogen und es ist äh, und es hat ein Happy End sozusagen, nicht für jeden, aber äh, ähm. Ja, und es wird es wird es werden auch die gleichen Geschehnisse aus drei verschiedenen Blickwinkeln gezeigt, also dieses Schiff, was zerbombt wird und dann untergeht, aus dem sie sich dann befreien. Das wird ja aus drei Blickwinkeln gezeigt, einmal, es sind ja auch drei Zeitebenen, ne? Es gibt ja es wird ja am Anfang ganz kurz eingeblendet so äh, ein Monat und dann, was war das? Ein Monat, eine Woche, eine Stunde oder so, ne? Also es ja, so. wird immer geschnitten zwischen verschiedenen Blickwinkeln und der ich, ich glaube, die die Hauptstory von denen auf dem Strand, das ist ein Monat, ist das das ein Monat oder so? Oder eine Woche, eine, ein Tag, eine Stunde, genau. Das ist eine Woche, dann? Von der Von der, der Befehlsebene her, ne? Ja, und dann, und dann dieses Schiff, was versucht, da hinzukommen, das ist, glaube ich, ein Tag. Und dann das Flugzeug, was dann, das ist dann versucht Stunde, zu helfen, ist eine Stunde. Oder? Und dann wird das alles so zusammengeschnitten, dass du immer wieder diese gleichen Geschehnisse siehst, aus verschiedenen Blickwinkeln, aus der Luft, vom, vom Strand aus und vom Wasser aus, sozusagen, ne? mit verschiedenen ja. Zeitebenen. Sehr cool gemacht. Und merkt man auch wieder den Hang von, von Nolan äh, zu etwas komplexeren, zeitlich gesehen, komplexeren Erzählstrukturen. Genau. Was mir auch sehr gefallen hat, war Kenneth Branagh als der Commander, der da immer so ja. steht an diesem Pier und ja, versucht, ist. seine Leute rauszukriegen, ne? wegzukriegen von dem Strand. Und dann meint, Churchill will 100.000 Leute und so, ne? Eine Armee, der will die Leute hier, der braucht die Leute woanders zum Kämpfen. Nicht hier. Ja, deswegen müssen sie und die rausholen. Am das Ende auch, haben sie es irgendwie geschafft, sie alle zu evakuieren, ne? dass, dass alle dann, da müssen sie woanders kämpfen für Churchill halt die 100.000, diese oder 200.000, diese dann gerettet haben Wahnsinn Wahnsinn Also ich ich fand auch die Schüsse so wenn die da ballern oder so, es ist so laut die ganzen Soundeffekte es ist wirklich du denkst du bist mitten im Krieg Das Sounddesign ist echt gut gemacht aber es hat so ein bisschen einen nervigen also der Soundtrack, der macht dann auch einen voll oft dramatisch und noch dramatischer und die Musik heult so. Die Musik, hat, ich glaube, diese Musik benutzt, kennst du dieses diesen Effekt, dass es so einen Ton gibt, wo man denkt, es wird immer höher, wie so eine unendlich Treppenstufe so. Und dabei ist es gar nicht man also. auf eine andere Oktave gehoben oder irgendwie sowas? Und dann, und dann wieder runter, genau als, Aber als das Gehirn und das benutzt der hier, glaube ich, weil im Gehirn denkt man, es wird immer dramatischer, weil die Musik immer höher geht, immer zu mehr Spannung, mehr Spannung, mehr Spannung. Den ganzen Film lang. Das ne? ist wie so ein. Es macht einen fertig, es zermürbt einen die Musik genau, in dem soll, Film. Es soll ihn ja auch zermürben. Ja. Das ist ja das Schöne dabei. Also er erreicht wirklich den, den, das, was er erreichen will damit, finde ich jedenfalls. Hat für mich sehr gut Total. funktioniert, der Film. Ja, und wunderschön gemacht, wenn du das siehst, wie die da in diesen. Flugzeugen über den Ozean fliegen, es ist, sieht halt zum Teil halt auch wunderschön aus, einfach optisch. Also die Genau, er nimmt sich sogar am Ende noch Zeit, wo dann sozusagen bei, ihm, bei dem Flugzeug der, der Motor dann aussetzt und er segelt dann über, die, über den ganzen Strand hinweg und sieht unter sich die ganzen Leute und weiß, ah, ich habe jetzt geholfen, ich habe den Bomber abgeschossen, ich habe den anderen noch abgeschossen, so, ich habe denen geholfen. Und, äh, ja. und alle, alle sind wahrscheinlich gerettet und dann kann er ganz in Ruhe dann auch in so einer wirklich ein paar Minuten dauernden Sequenz sozusagen unter, unterteilt in verschiedene Sequenzen, und kann er dann noch so am Strand entlang segeln und kann sogar noch mit einer Handkurbel die, die Räder ausfahren ja. und schön so. am Strand landen. Und was er dann auch ganz cool macht, was er ja wahrscheinlich wirklich so passiert ist, er, er schießt einfach so seine, seine Brandgranate, die er dabei hat, sein komisches ähm, äh, Pistole schießt er ins Flugzeug rein, sodass das Flugzeug dann ausbrennt und der Gegner das nicht in die Hand kriegt oder so. Er wird noch gefangen genommen von den Deutschen, aber das Flugzeug verbrennt halt noch schön am Ende. So, das, damit endet der Film auch so mit diesem brennenden Flugzeug am Strand und er steht davor und wird dann ja. abgeführt. Und, ja, und ähm, die Auflösung kam ja dann auch durch die Zivilisten, weil die kleinen Boote der Zivilisten, die zur Hilfe ja. gerufen wurden, die schaffen es halt durchzukommen Erlösung, bis zum Strand. Ne? Das waren dann, dann halt einfach irgendwelche britischen kleinen Boote, Fischerboote und so, die es dann, ja. Äh, ja. Da gibt es eine schöne Sequenz, wo der Kenneth Branagh, der, der, der Chef von allen, irgendwie an dem Steg entlang geht und dann ruft er zu dem einen so: Hey, wo kommt ihr denn her? Ja, aus Dorf so und so. Und er so: Ja, geil. Oder wo er zum ersten Mal die kleinen Schiffe am Horizont sieht und durch so ein Fernglas und der andere fragt ihn: Na, was siehst du denn? Und er so: Ja, ich sehe die Heimat. Und so. Ja, und dann sieht man ja auch so eine Sequenz, wo die Soldaten dann die Geretteten im Zug dann so ne, durch England fahren oder so. Genau, und auch, auch als sozusagen, als die sozusagen ein, ein paar von den als eins von den Schiffen mit den oder keine Ahnung, wo ganz viele Soldaten auf so einem Schiff drauf sind und dann kommen die ganzen kleinen Boote an und alle Soldaten jubeln, ja, yeah, cool, ihr helft uns und so und ihr seid auch eigentlich nur Zivilisten und trotzdem riskiert ihr euer Leben für uns, um uns hier rauszuholen, damit sie an einem anderen an Kriegs-, einer anderen Kriegsfront dann wieder verheizt werden. Ja. Na naja, gut. Aber ich fand es gut auch was über Dunkirk zu lernen. Dadurch das hat auch so ein bisschen so einen geschichtlichen genau. Wert, weil man lernt was, was ich, das wusste ich auch vorher. nicht, kannte ich alles nicht. Also sehr gut. Ja. ja, es war ja vor dem, okay. vor der D-Day-Invasion, die da dann funktioniert hat, war das sozusagen der Versuch davor, der gescheitert ist. Ne? Ja Wo genau. sie zumindest dann noch die ganzen Soldaten rausgekriegt haben, einen Großteil davon. Ne? Ja. Okay, wollen wir weitermachen mit dem Aber nächsten. auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auch ein Meisterwerk. Jetzt kommt der nächste ist Tenet 2020, oh, ja. also drei Jahre nach Dunkirk kam dann Tenet. Genau ähm, zur Corona-Zeit hat auch zu großen Verzögerungen in dem, in der, in der, in der, beim Machen des Films geführt. Ähm, ja, was halten wir von Tenet? Den habe ich jetzt auch vor einiger Zeit schon gesehen und jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, habe ich den jetzt nochmal geguckt. Und, also, ähm, ich bin ein Riesenfan von Tenet, allein schon der Titel T-E-N-E-T -E -E ist ja ein Palindrom, das kann man vorwärts und ja. rückwärts lesen. Ja, und das genau. ist in diesem Film auch Programm. In diesem Film läuft die Zeit vorwärts und rückwärts gleichzeitig. Es genau. ist halt durchgeknallt. Ich finde halt Sachen, die Teil, die scheinbar in der Zeit sich rückwärts bewegen, ne? die sozusagen, die, wo die Entropie umgedreht ist und, genau. ähm, und und diese Dinge bewegen sich halt rückwärts in der Zeit. Und dann hat, haben die dann auch so Maschinen erfunden, wo sie Leute dann tatsächlich ähm, umdrehen können und die dann, die können dann sich rückwärts in der Zeit bewegen. Müssen dann allerdings so Gasmasken äh, tragen, weil sie die, die umgekehrte Luft nicht atmen können. <laughs> genau. Und, und das ist so geil, bis ins Detail ausgearbeitet. Da gibt es ja um so einen großen Plot, ne? Dass ein so ein Typ so, ähm, was, wie war das nochmal? Der will irgendwie, äh, dass die ganze Welt dass alles sich umdreht. Ne? Weil die der will die Entropie der, Zukunft, der gesamten Welt umdrehen. Der hat irgendwie genau, weil, weil aus Menschen der Zukunft so ein Gerät, äh, das in fünf Teile aufgeteilt ist, so ja. ein komisches Gerät. Was das ermöglicht, dass man die ganze Entropie komplett umdrehen kann. Und dann geht es darum, ja. diese fünf Teile praktisch, die 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 Verbrecherorganisation, die will diese fünf Teile halt zusammensammeln. Und dann die Guten sozusagen, die Agenten der, der Guten, die Geheimagenten, die wollen halt diese das verhindern, ja. dass diese fünf und, Teile und der, zusammengebracht werden die, die, die von dieser Zukunft Maschine die ja. diese Maschine gebaut haben sozusagen in der Zukunft die wollen natürlich dass die Zeit sich umdreht weil die Welt ist im Arsch und sie und die Meere alles schon überflutet und Klimakatastrophe und die haben keine andere Möglichkeit als einfach die Zeit umzudrehen und sozusagen dann rückwärts in der Zeit zu gehen was eigentlich eine geile Idee ist ne? und sie schicken halt auch Geld in die Vergangenheit sozusagen ja, ne um, genau. um das alles zu finanzieren und so und am Ende alles ein so, ein so ein russischer Typ der auch wieder gespielt wird von Kenneth Brunner. Richtig gut auch in der Rolle ja, als Bösewicht. Ja, ich finde diesen russischen Typen so geil. Finde ich hat, auch. Der ist halt terminal ill, der hat irgendwie so einen so ein, ähm, irgendein Krebs, irgendeine Krankheit. Und ähm, der will eigentlich sozusagen die ganze Welt mit sich äh, reißen, sozusagen alles umdrehen, sozusagen, keine Ahnung. Weil, und das soll dann das Ende seines Lebens sein, soll dann der, der Perfekte, Soll will alles mit sich mitreißen oder so. Wenn er die Welt nicht haben kann, dann soll auch kein anderer die haben, irgendwie. Total schräg. Genau. Und es spielt halt dieser John David Washington, der, der Hauptcharakter, ist irgendwie so ein Geheimdienstagent oder so, ne? Dieser Schwarze. Der spielt ja, und und halt Pattinson diesen, Pattinson spielt sein Kumpel. Der spielt halt sowas wie James Bond. Und Robert Pattinson, genau, ist sein Kumpel. Die arbeiten zusammen praktisch immer. Super ja. auch, finde ich beide super. Und dann gibt es halt noch als, als entscheidenden äh, Punkt: gibt es noch diese Frau, Elizabeth, äh, diese Catherine. Oder so, wie die heißt. Die, die Freundin genau. ist von diesem russischen äh, Kenneth Brenner Bösewicht und die aber scheiß auf ihn zu sprechen ist, weil er halt ein Arschloch ist und irgendwas, irgendwie seine... Sie hat äh, Angst vor ihm auch. Ne? Genau. Sie, sie wird halt kontrolliert von ihm. Sie hat Angst vor ihm. Ja. Und genau. äh, Kenneth Brannick ist da auf seiner Yacht die ganze Zeit und <laughs> praktisch per Telefon organisiert er diese ganzen kriminellen Machenschaften. Und es fängt also es fängt an mit so einer Art äh, Attentat in so einem... Opernhaus oder so, ne? Äh, ja. Etwas verworren. Also das, diesen An diese Anfangsszene habe ich nie so richtig verstanden. Das ist genau, so ein das wird, Attentat. Das ist, äh, später so dargestellt, das sollte ein Test für ihn sein, weil er irgendwie ist, ah, dann, okay. ist dann irgendwie gefangen genommen und dann irgendwie ähm, zerweist er trotzdem noch die Giftkapsel, die aber in Wirklichkeit keine Gipska Giftkapsel ist, um sie, se sich selber sein Leben zu nehmen. Vorher haben sie ihn noch gefoltert irgendwie. Und, und er will sich dann selber umbringen, anstatt sozusagen irgendwie sein Leben zu retten oder sowas. Und das ist dann sozusagen der Beweis dafür, dass er der Richtige ist, weil er wirklich alles geben würde. Ach ja, dass er wirklich bereit ist, sich selbst zu, Selbstmord ja. zu begehen, und statt Geheimnisse zu verraten. Sie. Und dann haben sie ihn halt rekrutiert in dieses Zeit, diesen Zeit, zeitlichen Geheimdienst sozusagen. <laughs> dann wird ihm in so einer wunderschönen Szene von so einer Frau halt erklärt, wie das funktioniert. Und dann hat die da so eine, eine ähm, Patrone mit. Umgekehrter Entropie oder so, ne? Und er versucht, die ja, aufzunehmen. So das Stück geht Metall, aber nicht. Wo, wo ja, du, du musst es. Und wenn du die Waffe darauf richtest, dann kommen die Kugeln genau. aus diesem Ding wieder raus und flutschen in die Waffe zurück und sowas, ne? Und, und genau, oder du schießt du auf das Ziel und statt, dass du die Patronen schießt, kommen sie aus dem Ziel zurückgeflogen in die äh, Pistole, so, ne? Und diese <laughs> Kugeln, die kannst du sozusagen auch nicht fallen lassen, aber du musst sie fallen lassen wollen und wenn du das machst, dann flutschen sie zurück in der Zeit und sie kommen in deine Hand irgendwie so. Also ist schon sehr Genau, du musst die Fallen gelassen haben und dann du musst das so irgendwie dich darauf konzentrieren, dass du sie schon mal fallen gelassen hast und dann kommen fallen sie zurück in deine Hand, fliegen sie zurück in deine Hand. Genau. Es ist durchgeknallt, aber ich finde, das ist wunderschön, wie das alles zusammengebracht wird, diese ganzen Ideen, die er vorher hatte mit Memento und diesen anderen Filmen, jetzt halt wirklich auf die Spitze getrieben, dass die Zeit und praktisch genau, vorwärts das und ist rückwärts. Auch so wie Wes Anderson, der mit seinem mit seinem komischen äh, visuellen Stil das immer mehr auf die Spitze treibt in seinen Filmen mit diesen äh, ähm, wie hieß der letzte noch mal, keine Ahnung, Aber auf jeden Fall wird es ja immer krasser mit dieser Zentralperspektive und diesen komischen künstlichen äh, künstliche Art, wie er so Filme inszeniert, ja. ne? Da, da, geht, also, da, da er sich immer weiter rein und so macht er es mit der Zeit hier den Was ich was ich auch super cool finde an Tenet ist, es gibt dann ähm, es wird es steigert sich graduell immer mehr. Es kommt dann so eine Auto Ja, mit diesen Auto, das rückwärts. Wo ein fährt Auto mit einmal so rückwärts in der Zeit fährt und du raffst das erst gar nicht, bis du es dann später noch mal siehst und zwar wo äh, er dann selber drin sitzt und selber durch genau fährt und er, rückwärts mit seinem Auto vorwärts fährt und für alle anderen fährt er natürlich rückwärts. Genau, du kannst, so na, du kannst dich du kannst natürlich selber begegnen, weil du kannst du kannst ja dein vorwärts ich kann deinem rückwärts ich begegnen. Ja, Gleich am Anfang schon gibt es einen Kampf, den man auch nicht versteht. Kämpfen später auch. Wo ein vorwärts ich gegen ein rückwärts -Ich, äh, gegen eine Rückwärtsperson kämpft, ne? Und dann ist das so, das ist so irre gemacht dieser Kampf, weil der eine bewegt und sich rückwärts in der Zeit, der andere mal, vorwärts in der Zeit. Aus der anderen Perspektive. Er, genau, ist es ist eigentlich selbst. Aber mit dem ganzen Wissen, was er vorher noch nicht hatte, muss er sich selbst sozusagen aus dem. Äh, ja, genau. An der Stelle. Das, er, das erfährt man später, dass der Kerl in der Gasmaske tatsächlich er selber war, dass er gegen sich selber gekämpft hat. Und äh, was ich auch irre finde, ist äh, dieses Tenet, dieses Palindrom. Das ist auch im Film, weil ungefähr, ich glaube, ist es ist nicht ganz die Mitte des Films, aber im Laufe des Films irgendwann passiert es halt, dass der Hauptcharakter durch diese Schleuse geht und sozusagen von vorwärts in der Zeit zu gehen, wechselt darauf, rückwärts in der Zeit zu gehen. Das ist ja. eine unglaublich coole Szene, auch cool gemacht. Das sind so, das sind so Türen, wo man durchgeht und wo, wo man dann praktisch seine Zeitrichtung umdreht. Deine Entropie umkehrt, genau. Deine Entropie umdreht, genau. Dann geht er raus und dann hast du so eine Sicht, wo er auf so einen Hafen guckt und und die Vögel fliegen rückwärts. Alles fliegt rückwärts. Die Vögel, du siehst das halt durch, aus seiner Sicht und er sieht halt so, der Rauch bewegt sich falsch. Die Vögel fliegen rückwärts. Alles ist irgendwie falsch. Und dann fängt auch an, die Soundeffekte und die Musik, alles so komisch rückwärts zu gehen. Ne? Und dann Ganz genau. versucht er halt, dieses Auto zu fahren, dann in dem Moment rückwärts. Total irre, also vorwärts, aber alle Effekte, was es verursacht, sind halt rückwärts, ne? Und das, das passiert dann auch, dass sich dann die, dass man dann auch die Szenen zum Teil wieder erlebt. Also das, was am Anfang des Films passiert, mit, da ist dann so ein Flugzeug, was in so ein, irgendwann mal in so ein in so ein Gebäude da so crasht, ne? Und das passiert dann halt noch mal rückwärts später im Film. Also der Film selber hat so ein bisschen dieses Palindrom, dass du erst alles vorwärts erlebst und dann noch mal praktisch ja, noch mal aus der anderen Perspektive Punkt, dass der rückwärts erlebt sozusagen seine eigene Frau anschießt mit einer rückwärts gerichteten äh, Pistole sie verletzt und das ist total gefährlich für sie weil diese rückwärts äh, in der Zeit rückwärts verursachten äh, 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 Wunden oder so die die kann man schwer heilen oder gar nicht ja. oder sowas ne? und dann müssen sie versuchen sie zu retten irgendwie und die Kugel rauszukriegen aber dadurch sie müssen dann es schaffen dass sie auch umgedreht wird damit sie sozusagen passt zu der Patrone in ihr drin und dann können sie die wieder rausmachen ja ja, es ist und es ist wirklich ist abgefahren und ja. das andere was dann auch noch passiert ist, dann also am Ende kulminiert es dann in eine richtige Kriegsszene. Da kämpfen ja. die dann in so in so einer und die greifen eine Zange mit einer Zangenbewegung an und zwei Teams in so einer Wüste, aus der ja. Vergangenheit an und eins greift aus der Zukunft an und zusammen wollen sie es versuchen dieses diese diese äh, Explosion zu verhindern, die dann die Entropie für alles umdreht, ne? Genau, und weil die Bösen haben diese diese aufkommen. ganzen Teile gefunden und versuchen das jetzt zu starten diesen Prozess und dann Genau, dieses Temporal Pinzer, dieser Krieg, das ist wirklich so eine Kriegsszene in so einer, einer Art Ruine irgendwo. Wo ist das im Mittleren Osten oder so? Ich weiß ich es nicht. Irgendwo wüste drumherum, auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, in so einer Mine oder so, was weiß ich, was das ist. Auf jeden Fall haben die Guten dann halt zwei Teams, die mit den roten äh, Bändern und die mit den blauen Bändern. Und die ein, ja. das eine Team läuft vorwärts in der Zeit, das andere wird umgekehrt und läuft rückwärts in der Zeit. Und so treffen sich diese zwei. Äh, praktisch Gruppierungen von Soldaten ja, dann halt genau irgendwo in der Mitte Zeit der Zeit. Ja. <laughs> und dann Geil. müssen sie halt sich bewähren gegen normale Granaten und rückwärts laufende Granaten, wo dann halt ja, das Problem ist, der eine, und, und der eine und steht da, und genau, der eine steht in so einer, in so einer, in so einer, in so einem Eingang von so einem Haus, was zerstört ist, aber dann war das eine rückwärtsgerichtete Explosion. Das heißt, äh, er wird dann nicht von der Explosion getötet, sondern von, der wird zerquetscht davon von, der, von zerquetscht von der Wand, die sich wieder aufbaut, weil es ja rückwärts in ja. der Zeit läuft. Und das wechselt dann im Schnitt auch ständig zwischen vorwärts und rückwärts. Das hört man immer an der Musik. Und, ja. Aber im Endeffekt gelingt halt diese, diese Kampagne. Also diese, diese Temporal Pincer, Zang, diese Zangbewegung gelingt. Ja. Sie gelingt nur, weil er, der Hauptdarsteller, und der, und der ähm, Pattinson, sein Kumpel, weil die sich eigentlich in Wirklichkeit schon lange kennen. Das wusste er nur nicht weil er ja. lernt ihn erst kennen, den anderen Typen, und der andere Typ äh, kennt ihn aber schon ganz lange sozusagen. Für den einen ist es das, der Anfang äh, dieser Freundschaft und für den anderen ist es das Ende der Freundschaft, wo er sich dann opfert und so. Ne? Und dann sagt er ihm auch, ja, weißt du nicht eigentlich, wie, wie ja. du dazu gekommen bist, du hast mich eigentlich ausgebildet. Und wir haben so viele Sachen schon erlebt, also für mich ist es alles schon Vergangenheit, aber für dich wird es ja erst noch alles passieren. Irgendwie, also freu dich drauf, wir werden eine ganze Menge Dinger drehen zusammen und so. Das ist so geil. Ja, das fand ich, das war auch wirklich für mich der einzig echte emotionale Moment in dem Film. Ich war eigentlich von dem Film eher so technisch und äh, intellektuell angetan. Ganz ja, am Ende diese Freundschaft, ja. das hat mich dann richtig auch mitgenommen. Da war ich dann auch wirklich emotional dabei, aber das war eigentlich erst relativ am Schluss. Okay, aber ich fand halt auch diese andere emotionale Geschichte von dem, von dem russischen äh, Bösewicht und seiner Frau und wie die miteinander das war auch umgehen. ganz gut, ja. und dass sie ihn dann umbringt und sie sollte eigentlich warten auf den richtigen Moment und sie kann aber nicht, sie hasst ihn sie so sehr. Sie hat so einen Hass auf ihn, ja. Dass sie ihn dann vorher schon tötet irgendwie so. Ne? Zum Stimmt, das kam viel. auch gut rüber, dass man das richtig fühlt, ne? diese Verachtung, die sie für ihn hat, wie sehr sie ihn hasst. Aber sie muss ihm dann trotzdem irgendwie den Rücken einreiben oder so. Ne? Genau. Sie kommt, ja dann so viel dann Macht über sie so, als hat. Sie, als ob oh. sie, sie kommt eigentlich aus der, ähm, wie war das nochmal? Ja, sie ist dann auch das andere Ich oder so von ihr, das rückwärts Ich, was aber wieder umgedreht wurde auf vorwärts, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ja, sie ist sie dann doppelt auch da, ja. zweimal. Ja. Weil sie haut ja eigentlich ab mit dem Boot und dann kommt sie aber dann wieder an und tut so, als ob sie gar nicht weg gewesen wäre oder sich doch entschieden hätte wieder aufs Schiff zu kommen, nur um ihn noch eine Weile abzulenken, um ihn im richtigen Moment dann zu töten oder so. Ja, klar, das waren weil du kannst ja, du kannst ja rückwärts in der Zeit gehen und dann wieder durch so ein Tor wieder vorwärts. Das heißt, du kannst immer hin und her auch. Das heißt, ja, genau. und das machen die da halt auch. Es ist wirklich, es ist schwer zu verfolgen. Ich habe mir den Film auch gekauft. Also, ich habe ihn einmal geguckt und dann sofort gekauft auf Blu-ray, weil hat ich ihn Fall, so cool fand. Mehr, mehrfach Guck wert. Ja, Deswegen. er ist halt auch wunderschön gemacht. Also, es ist von, von der Farbgebung, von den ganzen Schnitten Super und Kameraeinstellungen. So, Herrlich, wie, diese, sehr schön. Wie, sie, wie sie diesen Coup machen mit dem, mit dem Flugzeug, was dann sozusagen, was sie dann kapern und was sie dann in, diesen, in dieses Gebäude reinfahren lassen und dann alles kaputt geht und so. Und auch dieses Triebwerk, was dann explodiert, ne? Und das und dann, dann später auch Ruf, noch nochmal rückwärts zu sehen, hey. das ist wirklich, da hat dann da ist schon total gut. Beim ersten da mal ist halt so auch die Spannung, so, weil du die ganze Zeit das, das Gefühl hast, ja, du, du kannst, ich kann das verstehen, wenn man den das erste Mal guckt, dass man vielleicht denkt, was für ein Schwachsinn. Aber das ist auch so ein Film, den kann man echt mehrmals gucken. Und der wird immer besser, finde ich. Also, ja, vor allem, wenn man ja. aufpasst. Also beim ersten Mal war ich wahrscheinlich nicht aufmerksam genug. Und deswegen habe ich irgendwo einen Faden verloren. Und dann gibt der ganze Rest nicht mehr so richtig viel Sinn. Und man weiß nicht mehr, warum macht er das jetzt? Wer war jetzt an welcher Stelle? Und wer wollte jetzt was genau? Und warum sollte der jetzt sterben, aber das dann doch noch machen? Und das war irgendwie total verwirrend. Und deswegen habe ich ihn am Anfang nicht gemocht. Und jetzt beim ja, ja. Nochmal gucken. Hat sich mir schon das viel mehr erschlossen. Dann ist der Film gar nicht mehr so komplex, wie ich am Anfang dachte. Nur noch in Details, aber die, die grobe Struktur wird einem dann so richtig klar. Und dann macht der Film viel mehr Spaß dann. Ja, ich finde auch. So ging es mir halt, äh, mir ging es bei Inception tatsächlich so. Also ja, genau. Inception fand ich jetzt beim zweiten Mal oder dritten Mal gucken viel besser als damals, weil ich jetzt erst richtig zugehört habe und das gerafft habe. Und genau, bei Tenet ist es auch so. Das ist so generell bei diesen Filmen von Christopher Nolan glaube ich, wenn man da einmal so ein paar Sätze nicht zuhört oder nicht oder oder kurz aufs Klo muss im Kino, dann ist man raus, dann rafft man es nicht, das geht dann nicht, dann muss man es noch mal gucken. Das ist, Aber ich finde, er ja. hat dann danach bei Oppenheimer hat dann dann tatsächlich den Punkt überschritten, also für ja. mich. also jetzt Aber Oppenheimer. Da kommen wir als nächstes dann dazu. Ja, können wir jetzt ja machen, also oder hat es hm. noch was zu Tennet? Nö, Tenet ist auch äh, einer der besseren Filme auf jeden Fall. Und dann ich habe noch was halt... zu Tenet. Ich habe tatsächlich Ach, noch was und zwar was komplett peripher. Äh, und zwar gibt es ein Comicbuch, das heißt No Gegon. von. Ist ja auch ein ähm, Palindrom oder was? Genau ne? äh, von Schuiten und Peters, zwei Comic äh, britisch-belgische, äh, äh, nicht britisch, äh, belgisch-franko-belgische fr Comic-Zeichner. Äh, Comic-Künstler und das No gegon ist ein Comicbuch, was ich nur empfehlen kann aus der Reihe Die geheimnisvollen Städte. Und äh, das ist genau wie tenne deswegen mag ich auch tenne so gerne, weil dieses No gegon das hat mich so begeistert damals, als ich das gelesen habe, weil da war das auch so, dass du praktisch in der Mitte diesen Schnitt hattest, dass du das von vorne, dass das von vorne so geht und dann wieder zurück. Da war es zum Beispiel so, ne, auf Seite ähm, sagen wir mal die Mitte war jetzt was weiß ich bei Seite 30 oder so, ne? Auf Seite 29 ist unten links im Panel eine eine wütende Frau und auf Seite äh, 31 ist oben rechts ein äh, glücklicher Mann. Also es war alles verdreht, ne? Genau, aber genau so, ne? Oder äh, auf Seite 29 war in der Mitte ein, eine Sicht von oben, eine Kamerasicht von oben auf was, eine Perspektive und dann auf der anderen Seite, also auf, auf 31 war dann eine Sicht von unten, also alles war gedreht und das konnte man so oft lesen und immer wieder neue, dieser, diese Zusammenhänge wiederfinden, so, ne, dass das alles passt, also ich glaube, Tenet ist nicht ganz so krass, man müsste ihn jetzt noch mal gucken, ob das wirklich, der Film wirklich ein echtes Palindrom ist, dass genau in der Mitte praktisch die Zeit sich umdreht, ich glaube nicht, aber es kommt nah dran, es hat was, also ja. es ist genial. Okay, egal, jetzt Oppenheimer 2023. Den habe ich gerade jetzt für ein gestern Brocken. geguckt. Meine Was für ein Herren. Brocken. Ich habe ihn so vor ein oder zwei Monaten ich ihn gesehen und ich habe mich da durchgequält. Also, er war immer so gerade noch interessant genug und gerade noch verständlich genug, dass ich ihn dann doch bis zum Ende geguckt habe. Aber ich habe es nicht in einem Stück geschafft. Ich musste mehrmals unterbrechen und am an an nächsten Tag irgendwie nochmal weitermachen. Und am nächsten Tag, irgendwie in drei Tagen oder so, habe ich den dann, dann im Endeffekt durchgeguckt. Der hat ja dann auch, der ist auch wieder noch länger der Film, glaube ich. ich weiß Oppenheimer ich gucke, ist über ich... drei Stunden lang, also es ist unglaublich. Da hat sich jetzt Christopher Nolan, der kam 2023 raus, also relativ neu, da hat sich jetzt Christopher Nolan einem sehr komplexen Thema angenommen und zwar historisch äh, die Geschichte von Robert Oppenheimer, der ja das manhattan Project geleitet hat und die erste Atombombe praktisch unter seinen, unter seiner Leitung entwickelt wurde in Los Alamos in USA. Genau. Und das basiert auf einem von Buch, Zillion Prometheus. Waffen. Oh ja, sag. Ah ja. Der gleiche spielt Oppenheimer, der Scarecrow bei dem ersten Batman-Film gespielt hat. Genau. Ja. Äh, und, und wir haben ja. äh, kurz zur, zur Besetzung noch: Wir haben Emily Blunt als die Frau von Oppenheimer. Wir haben Matt Damon. Wir haben Robert Downey Jr. in der wahrscheinlich besten Performance seines Lebens. Und ähm, Josh Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek. Äh, und, äh, und, und Kenneth Branagh ist wieder dabei als Niels Bohr. Ja, Wahnsinn, er spielt Niels Bohr. Also die Physiker werden dann gespielt von diesen berühmten Schauspielern, finde ich auch cool. Genau, dann haben wir auch äh, einen von der Skarsgård-Familie, glaube ich, der eine un, etwas unbekanntere Gustav Skarsgård, das ist ja so, so, eine, so eine richtige Schauspielerfamilie. Und Matthew Modine und ähm, oh, das, so einen langen Cast hat der Film, da kommen so viele Leute noch so: Jack Quaid und äh, puh. Es ist halt unglaublich. Also, allgemein bei Christopher Nolan, fast alle seine Filme haben ein Star-Aufgebot. Das kann man sich kaum vorstellen. Und hier ist es halt auch wieder der Wahnsinn. Gary Oldman, eine ganz kurze, ganz kleine Rolle hat er eigentlich auch nur. Als Harry und, Truman, als der Präsident, wo Oppenheimer ja. dann, genau, irgendwann mal mit dem Präsidenten redet. Das war auch krass, die Szene. Sehr gespenstisch. Ja, also, pass mal, wie ist denn der Film überhaupt aufgebaut? Kannst du uns dazu was sagen? In welcher Form präsentiert er uns denn was? Also auch in mehreren Zeitebenen wieder mal. Es wird genau, halt vorwärts und rückwärts die Geschichte von Oppenheimer erzählt. Es gibt farbige Sequenzen, das ist sozusagen, wie soll man sagen, die Jetztzeit, wo das alles passiert. Dann gibt es Schwarz-Weiß-Sequenzen, das ist die Zukunft. Genau, wo, wo dieses Gerichtsverfahren später kommt, wo er dann irgendwie alle der gegen sein, ihn sind. sein früherer Fakultätsleiter Strauss, Louis Strauss oder so, dann versucht in das Kabinett zu kommen und da halt. Interviewt wird, ge getestet wird, also äh, ausgefragt wird, und dann gibt es noch eine andere Zeitebene, die etwas in der Mitte ist sozusagen. Also in der Zukunft von den Los Alamos Begebenheiten, aber nicht ganz so weit in der Zukunft wie die genau. schwarz weiß -Szenen. Wo sich dann und, so abzeichnet, dass sich die Stimmung dreht und er vom Held sozusagen zum, 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 ja, ähm, Kommunisten gestempelt wird oder, ja, Genau, irgendwie. sowas in der Art. Und dann gibt's aber noch Und eine das Zeit ist auch in einer etwas anderen Farbtönung, finde ich, in so einer es gibt Art Technik. Vergangenheit, wo gezeigt wird, wie er überhaupt dahin kommt, ne? Und wie er dann zu, zu dem Chef von dem ganzen Unternehmen gemacht wird. Das gibt es halt genau, auch. Genau, das stimmt, aber das ist nicht in einer anderen mit Farbe. Ja. Genau, das sind die Erzählebenen, aber die sind jetzt nicht mit anderen Farben oder so. Also farbig ja, ist es Farbe und Schwarz-Weiß, das ist. Es gibt ganz viele Ebenen, die wird immer so hin und her geschnitten. Man kann das oft nur sehen, wenn man so, also wenn, man, wenn es jetzt nicht gerade eine Schwarz-Weiß-Szene ist, dann sieht man das eigentlich nur, weil seine Haare grau sind oder oder schwarz. Ne? Also nicht, genau. Und wenn die Leute ein bisschen älter Ach. oder ein bisschen jünger aussehen, ja. man muss wirklich genau aufpassen. Und man muss eigentlich auch eine Menge Vorkenntnisse haben, um überhaupt wirklich komplett zu schnallen, worum es geht. Ne? Das also stimmt. Weil da sind ja ganz viele äh, real, äh, real passierte Sachen, wie sein Treffen mit Einstein und so Geschichten die dann alle so mehr oder weniger realistisch umgemacht, äh, umgebaut sind. Und ich finde es auch sehr intelligent gemacht, aber es ist halt anstrengend, weil dieser Film überwiegend aus Gesprächen besteht. Aus äh, Reden ja. und Miteinander reden und übereinander reden und im Gerichtssaal sitzen und reden und äh, über die Bombe reden und über die Technik reden. Und es wird geredet und geredet und geredet, bis, ja. bis man nicht mehr kann. Und in der Mitte des Films ist dann die erste Explosion, die erste Testexplosion dieser Atombombe. Und die ist leider für mich der schwächste Part in dem Film. Weil er hat versucht, ohne CGI mit äh, Practical Effects irgendwie so eine Art äh, Atombomben-Explosion hinzubekommen. Ja, aber es, es, kommt, es sieht nicht es sieht so aus, wie man das kennt. Es gibt ja YouTube-Videos von den echten Tests und es ja. sieht ganz anders aus, leider. Ja, ist etwas enttäuschend, das stimmt. Genau, weil man der der sieht, dass, auch, dass es irgendwie fake arbeitet. ist. Ja. Und das, äh, fand ich so ganz komisch, äh, surreal und, unter, äh, unterkomplex keine Vielleicht Ahnung, wollte das er sagt. das auch nicht zu sehr rausstellen. Also. Ja, er hat ja gesagt, dass er das extra so, das ist not a bug, it's a feature. Ich es extra er so wollte gemacht, das damit nicht die, Leute nicht, die, ja. genau. Aber ja. ich nehm's ihm nicht so richtig ab. Man hätte das schon, also auch ohne, das man Super wartet drauf. Ich Pilz, dachte. Es ist einfach ja. kein richtiger Pilz irgendwie, der entsteht, wie man nee. das so kennt, ne? Ich dachte kurzzeitig auch, äh, oh, er zeigt es jetzt gar nicht, oder? Weil das läuft so darauf hinaus und ich dachte so, aha, er wird es jetzt gar nicht zeigen, die Explosion. Und dann zeigt er sie halt doch, aber so ganz komisch rangezoomt und komisch sieht halt eher wie eine normale Explosion aus von Dynamit und genau. dann auch enttäuschend. Ich, ich hätte mir fast gewünscht, er hätte es gar nicht gezeigt. Weil ich wenn du das zeigst, wird es automatisch eine Verherrlichung, weil du halt dann denkst, wow, was für eine geniale das Explosion. Das schön gewesen, wenn er es weggelassen hätte, ja. Ja, ne? Hätte, hätte man echt weglassen können. Komisch. Aber ja. Ich fand die schauspielerische Leistung von diesem, von diesem Typen, äh, wie hieß er, Cillian Murphy, ist, ja. ist gut. Also der kommt echt gut drüber, finde ich. Man merkt so richtig an seinem Gesicht, dass er, er dann irgendwann sich moralische da, Bedenken er hat irgendwann, und was er da ja, überhaupt macht. Und er versucht halt cool zu sein und es halt und seine Rolle zu spielen, so ne, als Physiker. Aber irgendwann bricht es ein und man merkt, er hat wirklich jetzt moralische Bedenken. Ja, auch sein Privatleben so. leidet ja total darunter, ne? Also kann man sich gar nicht vorstellen irgendwie inzwischen. Aber es äh, ist ja auch das Problem, dass so viele unbekannte wa Sachen waren. Also, zum Beispiel haben die ja auch darüber diskutiert, was passiert, wenn wir jetzt wirklich so viele äh, hochenergetische Atome aufeinander prallen lassen so, und die äh, alle miteinander irgendwie kaputt gehen. Da könnte ja theoretisch, könnte sich ja die gesamte Atmosphäre der Erde in Brand setzen und alles kaputt gehen ne? durch so eine Explosion. Das wussten die ja nicht. Wirklich, ja, was das haben die wirklich wohl eine Zeit lang gedacht. Also da... Ja. Das war wohl wirklich so, dass das kurz äh, gedacht wurde, das könnte passieren und dann haben sie das halt nochmal äh, korrekt berechnet und dann wussten sie, dass es wohl nicht passiert. Ich finde also die Schauspieler genial, ich finde es etwas schade, dass einem gar nicht gesagt wird, wer das alles ist. Zum Beispiel Richard Stimmt. Feynman tritt halt mehrmals auf und spielt auch die Bongos im Hintergrund. Das war ein theoretischer Physiker, der extrem berühmt ist und der auch am Manhattan-Projekt maß äh, maßgeblich beteiligt war. Ein sehr berühmter theoretischer Physiker, der immer die Bongos gespielt hat und der sitzt dann dabei, da, es wird nie gesagt, dass das Richard Feynman ist. Das muss man irgendwie wissen. Aber ja. vielleicht weiß man das als Otto-Normalmensch, der sich nicht mit Physik beschäftigt, gar nicht, wer das alles ist. Ich wusste das nicht. Also für mich, ich habe bestimmt äh, 90 Prozent der Inside-Jokes oder äh, der, der Cameos äh, berühmter Leute überhaupt nicht verstanden. Ja, die wurden auch nie wirklich mit Namen erwähnt. Ich habe immer bei Amazon Prime mit diesem X-Ray, weißt du, bei Amazon Prime kann man ja, wenn man das da Stimmt. guckt werden immer die Schauspieler angezeigt und dann auch die Namen der Charaktere. Und nur dadurch habe ich manche der Physiker erkannt, wer das dann ist. ist <laughs> ja komisch. Interessant. <laughs> ja, also ich, ich finde es ich find's historisch ja. gesehen nett. Ich, ich fand auch, okay, was mir sehr gefallen hat an Oppenheimer ist, es wird wirklich alles versucht zu zeigen. Also es wird versucht zu zeigen die Zeit davor und wie sehr da der sozusagen dieser Kommunismus damals auch, Passiert ist mit den Studenten, ne, dass die alle so kommunistisch waren und auch die äh, Professoren und so, äh, dass, dass, dass da davor gezeigt wird? Es, es wird diese, diese Arbeit gezeigt in Los Alamos, wie Los Alamos entstanden ist, dass das wirklich als künstliche Stadt sozusagen aus dem Nichts als künstliches Dorf erstellt wurde, um diese Atom diese Atombombenforschung zu betreiben. Und Dann es hat wird ja auch noch diesen einen russischen Spion da drin und so ne. Ja, genau, diesen, den er noch gefragt hat, ne, wo er ihn noch fragt, ähm, bist du Deutscher oder so? Nein, ich bin, seit Hitler mir gesagt hat, dass ich kein Deutscher bin, bin ich Eng Engländer oder irgendwie sowas hat er gesagt. Ja, also, seit wann bist du kein Deutscher mehr? Seit Hitler mir gesagt hat, dass ich kein Deutscher bin. Und das war dann, glaube ich, der, dieser Fuchs, ne, war der, ich weiß gar nicht, ob das echt, das muss historisch wahrscheinlich stimmen, ich denke, es ist schon sehr historisch akkurat, ich habe es nicht alles gecheckt, aber... Mhm. Um, dass Einstein drin vorkommt. Einstein wird einem zumindest gesagt, dass das Einstein sein soll. Das weiß man vielleicht auch, wenn man den sieht, so. Aber die ja. meisten Leute wurden namentlich echt gar nicht richtig benannt. Das fand ich komisch. Was, aber was mir gefallen hat, okay. Also, äh, was mir gefallen hat, ist, dass alles gezeigt wird. Die Zeit davor, die Zeit währenddessen und die Zeit danach. Wo ja, Oppenheimer auch dann wirklich sind, moralische Bedenken hatte und wirklich dieses. Wo diese Szene, wo er zu Harry Truman geht und auch wieder sowas typisch, Christopher Nolan spät im Spiel mit, Film mit einmal taucht, Gary Oldman auf. So, ne? Du denkst so, oh, krass, Gary Oldman ist jetzt Truman. Und er sagt, ich, ich habe, ich hab das Gefühl, ich habe Blut an meinen Händen. Und Harry Truman sagt so: Niemand interessiert sich dafür, wer die Atombombe entwickelt hat. Das Einzige, was die Leute interessiert, wer sie geschmissen hat, wer das geordert hat, dass die Atombombe eingesetzt wird, und das bin ich. <laughs> ja. Und dann geht er raus und der sagt noch so im Hintergrund: Lass dieses äh, diesen weinerlichen Jungen, diesen diesen wie heißt es, äh, diese Memme hier nie wieder rein so ne, das cry baby. auch so Alter, kann, was sind also das für Leute? Kann ey? er gar nicht begreifen, dass man da so eine moralischen Bedenken hat. Genau, so. der denkt, der ist schwach. Diesen Schwächling will ich hier nicht mehr sehen so ne? und du denkst dir so Alter, was sind das für Leute so ne? Das sind die Leute, die den, die die Macht in Händen halten, die Atombomben zu werfen ne, solche widerlichen Gestalten. Also es war ganz komisch. Genau, aber das wird er eben auch gezeigt. Ist auch nur Mittel zum Zweck für die. So, ja. ja, und die Verfolgung, dass er nachträglich dann ne, als Kommunist sozusagen nicht mehr, dass ihm nicht mehr erlaubt wurde, an geheimen Projekten zu arbeiten, weil sie dachten, er wäre Kommunist und so. Das ist auch noch alles mit drin. Es ist natürlich extrem lang. Das ist jetzt halt drei Stunden lang. Aber ich finde es schön, dass das alles gezeigt wird, dass es sich nicht nur, dass es nicht ja, mit der Explosion sich um aufhört, sondern weitergeht. Und, und trotzdem genau. ist es ist alles auch konsequent aus der Sicht von Oppenheimer gemacht. Zum Total. Aber es ja. ist halt seine, seine persönliche Geschichte wird gezeigt, die Geschichte vor, mittendrin und nachher. Eigentlich wird alles abgehandelt. Das finde ich, find ich gut. Also, das fand ich echt ja, sehr nett, aber ich. Sehr ambitioniert. Ja, was mich etwas gestört hat, waren die Schnitte, weil du hast recht, die reden die ganze Zeit und manchmal wird mitten in einem Satz geschnitten, ne? Also eine Person redet und während sie redet, wird auf das andere Gesicht gehalten. Das ist ganz komisch, also. Genau, und dann wird irgendwas anderes gezeigt, irgendeine andere Szene aus irgendwie Los Alamos und dann wird wieder zurückgeschnitten zu den Gesprächen. Und dann geht's weiter in der Befragung irgendwie so und dann denkst du so, ja, äh, was wie. Es ist und das komisch. alles ergibt auch Sinn, wenn man, aber nur wenn man wirklich Ahnung hat von dem Thema. Das war ein total. Ja. too much, ja. Und was ich auch, was ich auch komisch fand, ist, dass die Zerstörung in Hiroshima, die wird tatsächlich nur wörtlich beschrieben. Also genau, da sieht man ihn gesagt, sitzen in so einer Art Präsentation, wo dann Revue passiert, wo dann Revue erzählt wird über die Ausmaße dieser Zerstörung. Und man, ja. man sieht nur ihn, wie er da sitzt und sein Gesicht, während erzählt wird, was da alles an schrecklichen Sachen rausgefunden wurde, dass die Leute halt praktisch instantan verbrannt wurden und an der Strahlendosis starben. Aber ja. es wurden keine Bilder gezeigt, es wurde nur sein Gesicht gezeigt. Na gut. Genau, aber das war auch geil, weil, weil man da wirklich an seinem Gesicht dann auch ablesen konnte: diesen Erkenntnisgewinn und dieses plötzliche Verstehen, was er da wirklich angerichtet hat und was er, ja. da, dass er dann auch irgendwie das Gefühl hat: Scheiße, das lastet alles auf meinen Schultern. Ich bin verantwortlich für den Tod von so vielen Menschen und so. Ja. Ne? Ich glaube, 200.000 Menschen wurde im Endeffekt gesagt oder so, also das ist ja. unglaublich. Ja. Na ja, das andere, was ich witzig fand, ist, es wurde fast, fast also eigentlich gar keine physikalischen Gleichungen gezeigt, auch nicht auf den also die die ähm die Tafeln in den verschiedenen Räumen da an der Uni waren immer eigentlich, da waren nie irgendwelche Gleichungen wirklich dran. Finde ich aber auch gut, weil oft, wenn so physikalische Gleichungen gezeigt werden, sind die oft falsch. Also das haben sie ja. wahrscheinlich auch extra gemacht, dass sie das nicht zeigen. Stattdessen haben sie immer so Tricksequenzen reingeschnitten, wo man so Wellen sieht, die sich so bewegen. Also das sollten wohl so quantenmechanische Wellenfunktionen sein oder so. Ne? Das wurde immer so reingeschnitten, um zu zeigen, dass sein Gehirn daran arbeitet, das zu verstehen oder so. Fand ich aber auch ganz okay. Ja, war ganz nett der Effekt, stimmt. Aber man, man, es wurde einem jetzt nicht versucht, Quantenmechanik beizubringen, fast gar nicht. Also da war nichts, was nichts stimmt. von drin. Stimmt. Also nicht, dass man dann rausgeht und denkt, oh, jetzt habe ich ja wirklich verstanden oder was jetzt eine verstehe Atombom ich, wie ist. Sie, ja, oder also. wie die Kern gespalten wird. Da muss man sich das, muss man sich dann selber irgendwo anders auf YouTube angucken, weil im Film wird einem das nicht ja, erklärt. Ja, es ist erstaunlich, dass es so ein Erfolg war. Der, das war ja dann auch, das war ja dieses Barbenheimer Phänomen, ne? Das gleichzeitig mit Barbie. Und dann plötzlich ganz viele Leute beide Filme geguckt haben. Und das nur, weil es irgendwie miteinander in Verbindung stand als absolute Antagonisten als Filme irgendwie. Und Barbie hat mich null interessiert, den habe ich bis heute nicht gesehen. Und Oppenheimer hat mich vom Thema her interessiert. Aber, also, das ist eigentlich nichts, wofür ich ins Kino gehen würde, freilich. Nee, also ich hab auch, wollte den auch im Kino nicht sehen, weil das war mir schon ein, einfach vom Thema zu heavy so. Und dann drei Stunden. Oh aber jetzt so mit Pausen ging's. Ich habe dann auch mehrmals Pausen machen müssen, weil ich kann nicht ja. drei Stunden mehr das am Stück so angucken. Aber ist ja auch ein mega Erfolg geworden, also tatsächlich ja, ne? also erstaunlich. Ja, es ist glaube ich auch ein Thema, was die Leute auch beschäftigt. Das ist ja auch ein interessantes Thema so ne und der Film. Zeigt einem das schon ganz gut, finde ich, ne? Wie diese ja, Person da und so gerade und wird auch in heutiger Zeit, glaube ich, auch wieder die bedro ja. atomare Bedrohung äh, steigt, genau. dadurch, dass Putin die ganze Zeit mit sowas droht und so und so und, 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 und auch Nordkorea immer besser irgendwie jetzt von denen mit, mit, mit äh, Technik unterstützt wird, das ist natürlich, äh, ist er halt, halt gerade zum richtigen Zeitpunkt eigentlich gekommen, der Film. Genau. Ja. Auch vielleicht ein also, bisschen äh, oder so. In meiner Erinnerung wird dieser Harry Truman als Gary Oldman da, also diese, diese Szene. Ist traumatisch, finde ich. Die bleibt mir im, Gedächt im Gedächtnis so, was ja. dieser Präsident, was das für ein Arsch ist, so, der sich so toll fühlt, dass er diese Bombe geschmissen hat. Gott. Aber das ist vielleicht auch nur im Film so dargestellt, keine Ahnung, wie der wirklich war. Ja, das ist aber natürlich ja. die persönliche Meinung von Christopher Nolan dazu, ne? Ja. Also, wow, ist ja, aber auch legitim. Jetzt äh, haben wir es. Jetzt sind wir alle Filme durchgegangen. Ja, wow, wir haben es geschafft. Wir haben Christopher Nolan komplett besprochen. Ich bin ganz begeistert. Weil wir wirklich auch äh, wirklich äh, auf die, auf die. Auf die Filme so eingegangen sind, dass wir jetzt auch nicht alles direkt verraten haben, aber zum Teil schon so weit, wie es okay war. Und ähm, und sind ja auch nicht, äh, bis auf Oppenheimer, sind es ja auch keine aktuellen Sachen. Also auch Tenet ist ja dann schon vier Jahre alt. Und insofern äh, kann man da halt auch äh, spoilern. Und wir haben aber auch nicht zu viel verraten. Und ich finde, wir haben die wirklich gut abgehandelt, die Filme. Okay, ich wollte auch noch was, äh, mir fällt noch was ein zu Oppenheimer gerade. Einige Sachen fehlen mir. Und zwar, ich habe ein paar Bücher auch zu dem Thema gelesen. Und es gab da wohl so ein paar Unfälle tatsächlich, die wurden gar nicht äh, thematisiert. Das heißt, das findet man im Internet unter Tickling the Dragon's Tale. Haben wir das damals genannt? Also den Drachen am Schwanz kitzeln. Da haben die damals in diesen äh, Forschungslaboren dann so Uran gehabt. Ne? Und okay. dann hat der eine nur mit so einem Bleistift praktisch so einen anderen Block Uran äh, so. Hochgehalten und gemeint, wenn ich jetzt den Bleistift entfernen würde, dann würde das kritisch werden und eine riesige Strahlendosis würde hier entstehen. Aber so wie ich es jetzt halte, ist es komplett ungefährlich. Und dann ist ihm der Bleistift abgerutscht und dann sind die tatsächlich alle äh, in dem Raum später dann an Strahlenüberdosis gestorben. Oh, das ist dann kurzzeitig so runtergefallen und dann hat es gleich wieder hochgehoben mit den Händen, aber es war dann schon zu spät. Ja, Also gibt oh, es äh, zumindest ein oder zwei solche gut. Unfälle, ja. Und da hätte ich auch gewünscht, dass sie das thematisieren im Film, das ist wahrscheinlich zu, zu heikel so, aber ja. Und das haben ja, die damals, die Forscher damals Tickling the Dragon's Tail genannt, weil man den Drachen am Schwanz kitzelt, wenn man so gerade so, so subkritische Masse hat. Ja, arbeitet, Im Grenzbereich genau. arbeitet Natürlich, ja. da muss ja zu, muss es ja zu Unfällen gekommen sein. Bestimmt nicht nur einer. Also. also es gibt einen ganz berühmten, der ist auch genau bei Wikipedia beschrieben, wo dann genau gesagt wird, wo die Leute standen im Raum und wer dann halt gestorben ist und wer nicht und so. Krass. Demon Core. Ja, bei Wikipedia heißt das Demon Core. Ja. Na gut. Hast du noch was hinzuzufügen? Oder, ähm, also eigentlich ist ja, glaube ich, jetzt aus dem Verlauf auch klar geworden, welche Filme wir gut und welche wir nicht so gut finden. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt eine, eine Top Ten-Liste machen. Also, oder nur ganz kurz: Inception ist für mich der beste Film von allen. Und, äh, das alles außer Batman kommt da auch ganz gut ran und Oppenheimer ist mir jetzt halt einfach zu komplex im Endeffekt, aber der ist trotzdem nicht schlecht, der Film, aber nicht ganz meins. So, es würde meine Zusammenfassung sein. Was die Top 3 sozusagen jetzt... Ähm ja, genau. Also nicht Oppenheimer als 3, sondern ich würde sagen, Inception ist der beste, da, danach kommt Memento und äh, Tenet würde ich auf Teil 3 auf, auf, äh, ja, als dritten Platz nennen. Also ich würde jetzt glaube ich Tenet nehmen. Dunkirk hat mir auch sehr gut gefallen. Also Tenet und Dunkirk und als dritten Platz vielleicht auch Memento einfach, weil er mich damals so begeistert hat. Obwohl ich finde jetzt, wenn ich jetzt wo ich jetzt Memento noch mal geguckt habe, ähm, er ist nicht ganz so gut gealtert. Also wenn man diesen ja. wenn, wenn man diesen Dreh einmal raus hat, dann ist es dann auch okay. Also so oft könnte ich den jetzt nicht noch mal gucken, aber Genau, ja, man doch. kann ihn einmal noch mal gucken, damit man die ganzen Hinweise versteht und die Struktur versteht besser. Aber beim dritten Mal gucken ist es dann schon nicht mehr so interessant, das recht. Ich glaube, ich würde vielleicht Tenet, Dunkirk und Inception tatsächlich nehmen und vielleicht Memento ja. dann als vierten Platz. Ja, Weil damit Dunkirk war auch so auch wahnsinnig. Ja. <laughs> okay, dann irgendwie, ich würde sagen, als Abschluss äh, kann jeder noch einen Film nennen, irgendwie, den er in letzter Zeit gesehen hat, der jetzt nichts mit Nolan zu tun hat. Und ich würde einfach mal sagen, ich war gestern im Kino mit meinem Sohn und wir haben ähm, äh, Despicable Me Teil 4 gesehen. Ne? Also ich einfach, äh, wie heißt der nochmal auf Deutsch? Äh, ich einfach und, und äh, wie war denn das? Ich weiß jetzt den deutschen Titel gar nicht. Aber also du weißt, was ich meine? Das mit Gru und, äh, und äh, irgendwie äh, und diese äh, und diese Minions und so, ne? Und davon den vierten Teil. Den haben wir gestern im Kino gesehen und der ist sehr gut, der Film. Sehr lustig. Sehr witzig. 134 Minuten. Nicht zu lang. Äh, Quatsch. Oder eine Stunde 34 Minuten oder so. so lang war der irgendwie. Also irgendwie 94 Minuten. Ein schöner Film. Sowohl für Kinder geeignet und als auch ich als Erwachsener hatte meinen Spaß dabei. Und ähm, hast du noch was? Ich überlege gerade, was mich äh, letztens so begeistert hat. Also eigentlich nur... The Boys. Ich habe halt The Boys weitergeguckt, Nein. Die vierte, vierte Staffel jetzt ja. und das wird irgendwie immer besser, je mehr ich davon gucke. Das ist wirklich das so beste unglaublich witzig inzwischen. House of the Dragons, also an, an Serien, Okay, ich Das sagen. ist auch ganz gut, ja. Ist auch nicht schlecht. Das finde ich fast noch besser, aber du hast recht, The Boys wirklich reißt es auch wieder ganz gut. Also sehr schön eklig, die Serie. Ja. Ein, bisschen, ein bisschen zu vielleicht ein bisschen zu hart irgendwie äh, auf auf die auf, auf die aktuellen politischen Begebenheiten in den USA zugeschnitten, vielleicht ein bisschen zu doll darauf Ja, es ist etwas sehr Plakativ. satirisch. Ja, ja genau, Plakativ, Und sehr ja. satirisch, aber ansonsten es äh, also wirklich äh, hat einen besonderen Platz auch in meinem Herzen die Serie. <laughs> Habe ich das beim letzten Mal erwähnt, glaube ich, oder oder habe ich das, das kann man eigentlich im Podcast gar nicht sagen, der, der haut ja der ständig so der, der, der Butcher, der haut ja ständig so Beleidigungen raus und eine war so mies, also das würde ich jetzt, da müssen wir dann den, da muss man dann sozusagen den Podcast nur für Erwachsene freigeben, wenn ich das jetzt hier sage, was der da gesagt hat. Das lasse ich das lieber. Das, ja, okay. das haut zu sehr rein. Das erzähle ich dir nachher dann nochmal. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Das wird wahrscheinlich unser längster Podcast geworden sein, würde ich mal behaupten. Also wir haben also jetzt etwas, also die zwei Stunden haben wir bestimmt gerissen. Ähm, super, okay. Ich habe noch eine Empfehlung. Ja gerne. Aber ich weiß nicht, ob man den Film äh, schnell findet. Und zwar heißt der Film The Fire Devils. Noch nie Den habe ich auf Mubi gesehen. Das ist so ein ähm äh, nicht Fire Devils, genau The Five Devils. Jetzt habe ich's. The ah, Five, Five Devils, Devils. Le okay. Les Cinq Diables. Diables. Da spielt die Frau von. Kennst du den Film? Die Farbe Blau oder wieder hieß irgendwas? Blau ist eine schöne Farbe. Wie hieß der nochmal? Glaube Egal. ja, weiß aber jetzt nicht ganz genau. Adele Exakopoulos spielt da mit und der Film. Jetzt weiß ich's wieder. The Five Devils handelt von einem mädchen was irgendwie kraft ihres ihres geistes irgendwie in die zukunft oder vergangenheit reisen kann und dort dann auch erscheint also sie kann sozusagen zeit reisen wie so eine superkraft und versteckt sich dann immer und schaut nach was in der vergangenheit passiert ist und so also unglaublich cooler film so eine familiengeschichte mit einem mädchen in der familie was dann die sozusagen in die Vergangenheit reisen kann und dort schaut, was ihre Mutter damals gemacht hat, bevor sie schwanger wurde und so weiter. Sehr cool. Klingt, klingt ja interessant. Ja, Wenn es gut gemacht ist. Ja, super cool gemacht. Wirklich bewegend. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Den habe ich da bei Mubi geguckt, weil Mubi ist so ein Dienst, wo man ähm, äh, mehr so Indie-Filme gucken kann, hier in den USA okay, zumindest. Auf jeden Fall mal ein Tipp, den, den kaum jemand kennen wird. Das ist schon mal gut. Sehr Total, gut. voller Indie-Film. Und dann Geil. wollte ich eben noch sagen bei diesem dieses dieses äh, dieser Unfall, das heißt tatsächlich Demon Core bei Wikipedia. Also wenn man bei Wikipedia nachschlägt, englisch englische Wikipedia Demon Core, also D E M O N Core, da wird das genau beschrieben. Dieses, dieser Unfall in Los Alamos, der sehr okay. berühmt ist, wo die Leute halt dann echt gestorben sind. Und dann dachte ich mir jetzt kurz bevor am Ende könnten wir, ja könnte ich das ja eben noch auflösen bei The Prestige, weil dann ist es ja ein Spoiler, dann könnt ihr jetzt einfach schon aufhören zu hören. Und dann sage ich noch eben den Spoiler bei The Prestige. Wenn das wissen wollt. Geil, macht es. Okay, also schaltet jetzt aus, wenn ihr das nicht hören wollt. Und dann sage ich es eben. Bei The Prestige, das war ja dieser Film von Christopher Nolan mit den zwei Magiern. Ja. Und dieser Teleportationstrick war nämlich so, dass Tesla eine Maschine gebaut hat, die duplizieren kann. Und der Christian Bale, der Magier, der. Wenn er sich teleportiert hat, ist er, statt sich zu teleportieren, ist, hat er sich selber in so einen Wassertank unter der Bühne fallen lassen Stimmt. und eine neue Version, ein Klon von ihm selber, kam dann an der anderen Seite raus. Der im Wasser ist ertrunken, dann haben sie ihn weggekarrt und wieder einen neuen Klon gemacht. Das heißt, das der sagst, hatte diese Kopiermaschine, die ihn immer klonen konnte und Tesla Total hat das erschreck. erfunden. Und dann der Film endet dann nämlich mit diesen ganzen Wassertanks, mit den ganzen toten Christian Bales, die ganzen Klone, die <laughs> er getötet hat. Und jedes Mal, wenn er diesen Trick aufführt, tötet er einen seiner Klone so. Das ist das beste Ende eines Podcasts, was man sich nur vorstellen kann. Wirklich gut, dass du das jetzt noch aufgelöst hast. Und als Tesla versucht, diese Maschine zu entwickeln, da äh, versucht er immer so einen Hut zu teleportieren und dann irgendwo im Wald erscheinen diese ganzen Hute, diese ganzen geklonten, nicht teleportiert, geklont, diese ganzen geklonten Hüte, die erscheinen dann irgendwann im Wald. Und dann sieht man auch dann so ein Bild, wo dann so ein Riesenhaufen Hüte da liegt. Weil okay. er die halt geklont äh, kopieren konnte, sozusagen. Sehr cool. Ja. Und damit wird der Film dann mit einmal auch übernatürlich. Das war eben das Coole, weil die Christopher Nolan-Filme haben eigentlich nie irgendwas Übernatürliches drin, so richtig. Und The, ja. The Prestige hat's aber. Das ist dann wirklich wie Magie, so mit einmal, wie echte Magie. Das war halt ja. der Witz. Naja, genau, der ganze Film wird ja immer auch so erzählt, als ob es dann wirklich keine Magie gäbe, sondern es genau. nur ein Trick ist und man eigentlich nur nicht weiß, wie er das macht. Und am Ende ist es dann wirklich sowas, was. Es ist dann eine echte Magie, also echt so was Unmögliches, genau. Das war eben der Twist. Sehr cool. Schön, sehr schön. Wunderbar. Na dann, ähm, danke ich dir für dieses sehr ausführliche und interessante Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir finden mal wieder was, über das wir reden können. Also, ich bin Genau, mir da schauen sicher. wir mal. Alles klar. War super schön, dabei zu sein. Vielen Dank. Und ja, wir hören uns. Tschüss. Alles klar, liebe Leute. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Mal. Das war der Movie Kompot Und äh, heute ist der 14.07.2024. Und die nächste Folge erscheint demnach in der Zukunft. Macht's gut. Tschüss.